Und wir gehen jetzt rüber zum Polemik-Teil von Jakob, der dann später angefügt wird, beziehungsweise jetzt im Polemik-Video des Monats Oktober. Los, Jakob, jetzt darfst du. Ah, ich darf fragen. Ja, so, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das in der Schweiz bei euch so ist, aber hier in Deutschland ist das ja mit Pegida und den ganzen, also ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt Wutbürger oder im Endeffekt wirklich nur Stammtisch-Nazis nennen soll. Also für mich sind es eigentlich mal überwiegend Stammtisch-Nazis. Also dieses rassistische, weißt du, wenn du da Leute hast, die irgendwas vom Abendland reden und von Kultur und so ein Shit, das sind im Grunde genommen einfach nur Stammtisch-Nazis. Das sind keine richtigen Nazis wie von der NPD oder so, weißt du, aber im Endeffekt sind es definitiv, die sind schon extrem rechts, finde ich. Aber Und kannst du das den Leuten verdenken, was die Regierung jetzt da großartig fabriziert hat und mitverantwortet hat mit den ja. Flüchtlingen? Verdenken kann ich es niemanden. Also, wo ich ehrlich sagen muss, das war sogar vorgestern, habe ich so ein Video gesehen und da haben sie wieder so Flüchtlinge interviewt und die haben sie dann, weißt du, die gehen ja über die ganzen Länder da, bis sie nach Deutschland ankommen oder nach Schweden oder in irgendeins dieser Länder, die ja gesagt haben, ja, Refugees welcome und so. Und die sind halt hingegangen und haben gesagt, ja, wurden gefragt, wieso sie denn nach Deutschland wollen, ja, weil es da Arbeit gibt und die Merkel uns eingeladen hat. Weißt du, und dann denke ich mir dann auch wieder, ja, das ist ja auch irgendwie behindert, aber nicht weil dass die herkommen, sondern mit welchen Vorstellungen die herkommen. Also, dass die dann hier gleich arbeiten dürfen und etc. und sowas. Die werden halt total fehlinformiert. Das hat dann wiederum das Problem, dass dann die dann hierher kommen, merken, dass hier auch genauso alles scheiße ist wie in den 5 Camps davor, wo sie in Scheiße gelebt haben und dass da nichts mit hier arbeiten ist und gleich Leben aufbauen oder sowas, weißt du? Und dann sind die natürlich frustriert, was man ja durchaus verstehen kann. Und das führt dann wiederum zu weiteren Problemen. Und die Merkel hat sich ja dahingestellt und hat immer erzählt, ja, wie toll das ist und die sollen noch, wir nehmen alle auf und alles ist toll. Das ist klar. Und wenn du dann noch so Lokalpolitiker hast, die dann auf einmal Leute enteignen oder Obdachlosenheime schließen und da halt hier Flüchtlinge reinhauen und die anderen Leute auf die Straße setzen, ist natürlich klar, dass das polarisiert. Also ich wäre ja auch sauer, wenn ich rausgeworfen werden würde. Ja, und ich habe ja auch nichts in dem Sinne, also wenn ich jetzt Obdachloser wäre. Also Ja, rausgeworfen wirst du ja nicht, aber ich habe jetzt von Fällen gehört in Deutschland, dass die einige Familien wirklich aufnehmen müssen in ihren Wohnungen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber okay. rein gesetzlich scheint das alles okay zu sein, dass das machbar ist, weil das noch Nachkriegszeiten Gesetze sind, wo es halt keine Wohnungen gab für jedermann, wo sich die Menschen Wohnungen teilen mussten, etc. Also, das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht verwertbar, so ein Gesetz. Eigentlich müsste das Gesetz schon längstens ausradiert worden sein. Da ist natürlich schon ein bisschen Problematik dahinter. Und das hat diese Wutbürgerschaft natürlich schon befeuert, würde ich mal großzügig behaupten, dass das nicht einfach wirklich nur Stammtisch-Nazis sind, sondern Leute, die einfach Angst haben und sich halt denken, wenn sie Geschichten hören von Leuten, die aus den Wohnungen vertrieben werden, als Deutscher wäre ich jetzt auch sehr sauer, wenn plötzlich mir Ja, die Regierung sagt, wie gesagt, ich kann das verstehen. Aber worauf ich eigentlich wieder hinaus will? Was ich nicht verstehen kann, ist, die Leute gehen zu Tausenden oder sogar Hunderttausenden im Osten auf die Straße und protestieren gegen Menschen, die vor Krieg fliehen. Das sind keine Menschen, also die versuchen es ja immer als Wirtschaftsflüchtlinge darzustellen und so. Aber die protestieren gegen also die protestieren gegen Menschen, die eigentlich jetzt nichts haben oder zumindest denen es echt scheiße geht, weil sie ja weil keiner setzt sich in ein Boot und geht tausende von Kilometern in ein anderes Land, wenn er es nicht machen muss. Ne? Also das sind ja keine Leute, die das aus Jux und Dallerei machen oder hier versuchen, Europa zu islamisieren oder so ein Bullshit. ja, gut, da darf ich kurz, da muss ich gleich einspringen.
Ich meine, bei den Afrikanern kann ich dir da hier voll und ganz recht geben, aber jetzt im Fall Syrien und Afghanen habe ich sehr viel Mühe damit, mit diesem Argument, dass die vor Krieg fliehen. Explizit damit, weil ich ja schon Interviews gesehen habe, wo wirklich Leute sich beschweren, dass ihr Lager nicht so toll ist und dass nicht mal WLAN da ist. Ich meine, Ja, die Videos habe ich ja auch gesehen und ja, wenn du das. vom Krieg fliehst, dann motzt du nicht über das WLAN. So leid es mir tut. Aber das wäre jetzt dann irgendwie meine geringste Sorge, dass da dann WLAN nicht Ja, aber funktioniert. du weißt doch ganz genau, dass diese Sachen jetzt auch nicht repräsentativ sind, wenn das auf einmal so ein Interview ist oder so, weißt du? Nee, das meine ich nicht, aber irgendwie scheint es da schon einen Konsens zu geben, wenn du auch siehst, dass die Vergewaltigungsrate ein bisschen hoch geht in diesen Lagern, dass du meistens nur Bilder siehst von sehr, sehr vielen Männern und sehr wenigen Frauen. Also Ja, das aber kann das hat auch ja alles ein falsches Hintergründe. Bild Das hat sein. ja alles, das kannst ja alles relativ einfach durch kausale Zusammenhänge erklären. Und mit den Männern ist es einfach die Tatsache, dass, ich glaube, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass eben nicht viele Frauen und Kinder da fliehen können, weil die Reise einfach so gefährlich ist und so. Und Frauen auf dem von Schleppern ja auch vergewaltigt werden. Und viele halt Angst haben, dass sie erstmal überhaupt in das Land hinkommen. Das heißt, der Mann oder der Sohn wird erstmal vorgeschickt, versucht da irgendwie Fuß zu fassen und dann wird versucht sozusagen zu gucken, wie der Weg war, wie man den rüberholen kann. Oder meistens ist auch Geld nur für eine Person da. Weil diese Schlepperbanden nehmen ja Zehntausende von Dollars für diese ganze Aktion. Und die Leute, die meistens hierher kommen, sind ja Leute aus der Mittelschicht. Deswegen, in vielen von den Interviews habe ich lustigerweise gesehen, da sind ja Leute, die studieren oder sowas oder schon Arzt sind oder studiert haben. Das heißt, das sind ja keine Leute, die irgendwie aus der Unterschicht die Reise hier antreten. Weißt du? Und da. Das halte ich persönlich auch ein bisschen für Mythos, dieses nur Fachpersonal ist hier. Ich meine, das kann nicht Also ich würde funktionieren, es dass ja jetzt da. kein Fachpersonal nennen, aber ich würde es auf jeden Fall Leute nennen, die aus der Mittelschicht gekommen sind. Ja, das vielleicht, das kann sein, aber die Regierung Merkel und so hat das großartig eben so propagiert. Wir kriegen jetzt das große Fachpersonal, bla bla. Ich meine, die Menschen müssen zuerst mal Deutsch lernen. Zuerst wirst du da mal ordentlich Geld investieren müssen, bevor die überhaupt arbeiten wollen. Und es ist nicht gesagt, dass die arbeiten wollen, wenn die dann wissen, dass die Geld frei Haus bekommen und gewisse Gesetze ausnutzen können. Darum gehen sie vermutlich nach Deutschland, weil sie schon wissen, wie Deutschland halt funktioniert. Darum bleiben sie ja nicht, sagen wir jetzt, in Rumänien oder in Ungarn, wo halt die Finanzlage und der Sozialstaat nicht ganz so funktionieren wie in Deutschland. Also ich glaube, die Missverständnisse kommen daher, dass Merkel und Co. Mist gebaut haben, Mist erzählt haben natürlich. Ja, Und die Schlepperbanden greifen das auf und propagieren das weiter. Also, Ja, und klar. jetzt Aber versucht sich die Regierung nochmal, da worauf ich rauszureden. hinaus will. Was ich einfach nicht verstehe und was die meisten Leute anscheinend nicht verstehen. Weißt du, die gehen jetzt wegen den Leuten auf die Straße und von mir aus, wenn das jetzt alle von denen Sozialschmarotzer sind, okay, wenn jeder Einzelne, was ja absolut unwahrscheinlich ist, von denen Sozialschmarotzer ist, dass die nur nach Deutschland kommen, um Geld zu kassieren. Weißt du, gegen diese Leute auf die Straße, aber gegen die Tatsache, dass 85 Menschen so viel haben wie 3,2 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und das sind nur diese 85. Also die 99% der Reichen haben ja sowieso, haben ja auch fast 9, also die 1%, nee, 10% der Reichen haben 99% des Reichtums auf der ganzen Welt. Und dagegen geht keiner auf die Straße. Weil die machen den Unterschied. Nicht der Flüchtling, der seine vielleicht 400 Euro bekommt, sondern 85 Menschen, die so viel haben wie 3,2 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Also fast so viel wie die Hälfte des Planeten. Das gab es nicht in der Menschheitsgeschichte. Kein König oder kein Fürst war jemals so reich, dass die Umverteilung so hart gewesen ist. Und dagegen gehen die Leute nicht auf die Straße. Gegen wen sie auf die Straße gehen können, ist halt gegen den Moslem, gegen den Flüchtling halt, weil sind ja nicht alle Moslems, die hier flüchten. Gegen den können sie auf die Straße gehen. Aber gegen so eine Offensichtlichkeit, die falsch läuft. Ich habe genug Leute angesprochen, die dann angefangen haben, weißt du, so gegen Flüchtlinge zu hetzen. Hast du denen das als Argument gesagt? Hieß es, ja, dagegen kann man nichts machen, das ist halt so.
Weißt Gut, mein erster Schritt wäre eher gegen die Regierung zu gehen, explizit gegen Merkel halt, weil die Leute, wie Volker du? Bispe Das das ist aber jedes Mal nicht sagt. Merkels Schuld, dass die Umverteilung so hart ist. Was war denn Ja, Occupy nee, Wall Street? also sie Hast hat du da gesagt, natürlich ja, was waren Occupy Wall acht Street? Wort. Das waren verfickte Hippies, die es verkackt haben. Ich war bei Occupy Also. Wall Street. Ich habe gemerkt, Junge, wenn du da irgendwelche Schamanenfeministinnen hast, irgendwelche linken Spacken, die sowieso noch Stress machen wollen, und dann hast du noch irgendwelche Verschwörungstheoretiker und dann hast du noch irgendwelche normalen Grünen oder Linken, die noch nicht mal Kapitalismuskritik verstanden haben, dann wird das Occupy Wall Street nichts. Ja gut, du hast gesagt, die sind Nee, gegen die aber Straße, da waren Millionen. am Anfang waren es Millionen, das ist schon so. Ja, am Nee, aber Anfang waren es Millionen, ja, aber das Problem ist, da hat sich kein Konsens gebildet. Die wussten nicht, gegen was sie demonstrieren. Manche von denen haben das einfach nur wissen die bei den demonstriert. Flüchtlingen genauso wenig. Okay, ich wollte mich da jetzt eigentlich gar nicht einmischen. Ich wollte nur kurz fragen, Nee. hast du die SMS bekommen von YouTube? Ja, und ich habe dir die Nummer geschickt. Nö. Doch, ich habe sie dir direkt, wurde verschickt, hast du mir geschickt und dann habe ich die Nummer und dann habe ich noch gesagt und ging. Auf Facebook. Ich kann dir die Nummer hier nochmal in den Chat schreiben, aber du bist ja eingeloggt. Aber warum sehe ich die hier nicht? Nein, schick sie auf Facebook, nicht hier im Ja, Chat. ich kann dir sogar einen Screenshot schicken. Nee, was ich meine, Occupy ist schön und gut, finde ich auch wichtig, dass du das anprangerst, aber das bringt nichts, würde ich jetzt sagen. Du musst ja die Regierung, mit der Regierung reden und diese quasi ansprechen. Und jetzt die Merkel hier zu sagen, die kann nichts dafür, da bringt das nichts, das ist genau der falsche Weg, meiner Meinung nach. Weil wenn sie als höchste Regierungstätige aktiv ist und man die nicht mit der Regierung aber in Verbindung bringt, dann läuft da doch was falsch. Also Ja, aber guck läuft mal, doch. wir haben es doch 2008 gesehen. Was war los? Die Banken brauchen Geld, kein Problem. 2 Wochen wurde abgeschlossen, haben sie 800 Milliarden bekommen oder 10.000 oder 1.000 Milliarden. Ich weiß jetzt nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Heidengeld. Ja, aber ich Okay, meine, das Jakob, ich bringt sag doch mal jetzt. Dankeschön, ist jetzt angekommen. Auf diesem Wege, auf dem anderen ist es immer noch nicht. Warum Facebook da nicht mitspielt, weiß ich nicht. Ja. Ich mache das jetzt erstmal weiter und sehe mal zu, dass Ich ich den. hoffe, du hast den Browser-Tab auf, ansonsten musst du eine neue Nummer haben, ne? Nein, nee, er hat schon bestätigt, es ist Okay. passiert. Schankedön. Alhamdulillah. Bitteschön. Alhamdulillah, super. Und ich werde den jetzt inshallah dann aufbauen. Ja, inshallah ist Gin and Tonic wieder auf YouTube. Inshallah. Genau. Danke dir. Ciao. Tschö. Wo waren wir? Du Ey, und viel Geld meinst, die rausgehauen. Politiker sollte man, und ich bin halt absolut der Meinung, dass das nichts bringt, weil die eh bei denen in der Tasche sind. Ja, aber genau das musst du ja anprangern, dass du sagst, dass du das nachforschst und dass die Menschen da die Energie investieren, um aufzuzeigen, dass die in der Tasche von diesen Banken sind. Ja, aber Das das, bringt guck ja mal, nichts. das System ist doch so aufgebaut. Du kannst doch die Leute nicht dafür verantwortlich machen, dass sie im System das machen, was im System bevorzugt wird. Das ist wirklich so, das ist ja das Ja, Problem. Das ist so, wie wenn wir uns alle darauf einigen, wir spielen Monopoly und du bist dann sauer auf mich, weil ich dann alle Straßen habe. Jakob, was soll es dann bringen, wenn ich gegen das Monopoly generell etwas sage? Das bringt noch weniger, meiner Meinung nach. Ja, man muss aufhören, Monopoly zu spielen. Man muss sagen, okay, Leute, wir können nicht unsere ganze Weltwirtschaft darauf ausbauen, dass wir das als Monopoly-Spiel haben. Das verstehe ich ja, das ist ja nicht das Thema, dass ich das nicht verstehe. Und ich denke, einige Leute würden, ich denke, die meisten verstehen sogar, dass das Monopoly endlich unterbrochen werden sollte. Aber dafür musst du zuerst mal in den Gesetzen was bewirken. Und das kannst du nur machen, wenn du die Politiker endlich zur Verantwortung ziehst. Und die kannst du nicht zur Verantwortung ziehen, wenn du einfach nur gegen Monopoly demonstrierst. Du musst gegen die Politiker demonstrieren, die das Monopoly stärken, die dieses Monopoly befürworten, die Gesetze für das Monopoly auf die Beine stellen. Gegen die musst du vorgehen und diese anprangern und diese bloßstellen etc. Nur gegen das Monopoly demonstrieren und sagen, das funktioniert so nicht,
Dann sagt sich der Politiker, Merkel und Co., schön und gut, demonstriert ihr nur, ihr habt das Recht dazu, aber da ihr mich nicht ansprecht, interessiert mich das ganz einfach nicht. Ich verstehe, was du meinst, aber guck mal, deswegen hatte ich ja das mit den Flüchtlingen jetzt gesagt. Wie gesagt, man kann jetzt Tausende von Menschen dazu mobilisieren, gegen andere Menschen, die nichts haben, zu demonstrieren und denen alle möglichen Bullshit-Sachen vom Abendland, Kultur, Islamisierung, die Liste ist lang von den Bullshit-Geschichten, aufbereiten und die plappern das alles nach. Aber wenn du jemanden von denen damit konfrontierst und sagst, okay, ich verstehe deine Probleme, aber siehst du nicht das große und ganze Problem an den ganzen Geschichten? Die würden ja gar nicht erst hierher kommen, wenn das anders geregelt wäre. Weißt du, die würden vielleicht von dem Krieg fliehen, aber dann würden sie vielleicht in das nächste Land fliehen, wo kein Krieg ist. Aber mal abgesehen davon ist Krieg ja auch meistens ein finanzielles Interesse. Das ist ja nicht, dass die Leute da aus ideologischen Gründen Krieg führen. Das hat viel damit zu tun, wer wo wie an irgendwelche Bodenschätze und damit Money machen kann. Also ich würde die ganzen Kriege, die überhaupt, der Zweite Weltkrieg, der war auch nicht nur ideologisch. Da hatten ja viele Firmen finanziell ein Interesse daran, dass der geführt wird. Und die sind ja auch damit reich geworden. Das ist klar, das ist völlig, wenn du jetzt nicht völlig verstrahlt bist von den Medien, den sogenannten Mainstream-Medien, dann siehst du, dass da irgendein Interesse, ein finanzielles dahinter ist. Ich meine, Deutschland verkauft ja nicht Waffen aus ideologischen Gründen an Saudi-Arabien und Panzer etc., sondern aus finanziellen Gründen, das ist ja nichts Neues. Und also, Saudi-Arabien ist auch, wie gesagt, Saudi-Arabien ist doch wirklich ein Quell, weißt du, man hetzt ja auch oft gegen die USA, wie viel USA Scheiße macht und sowas, keine Frage. Aber Saudi-Arabien, die machen so viel Böses auf der Welt und keiner prangert die an. Und was machen die, was ist da Friedensnobelpreis wird da vergeben in Saudi-Arabien, was war das noch letztens? Oder irgendwie. Friedensnobelpreis, sondern ein saudischer Prinz wurde in den UN-Menschenrechtstrupp eingegliedert. Also der saudische Prinz hat dann quasi in Sachen Menschenrechte was zu sagen. Ja. Was völlig. Ja, gut, der Friedensnobelpreis ist sowieso schon hops, seitdem der Obama den bekommen hat, mal davon abgesehen. Aber nee, gut, der war schon vorher hops. Der war Voll. Schon sehr, sehr viel früher. Kissinger hat den bekommen, ja, stimmt, Arafat hat den bekommen. Ja, der war schon lange hops. Also der hat insofern weniger Wert schon seit damals, seit über 20, 25 Jahren. Also. Aber gut, aber du verstehst ja, wo ich herkomme mit meiner Aussage. Und das ist, was mich halt am meisten aufregt. Weißt du, weil verstehe dich auf jeden Fall. Nach unten treten kann jeder. Weißt du, nach unten treten kann jeder. Und deswegen ist es ja, ich verstehe auch nicht, wieso so faschistische Ideen, die Leute dann auf der Straße dann weiter predigen, weißt du, mit Abendland, Islamisierung und Kultur. Und weißt du, die meisten Leute von denen haben ja nicht mal Kultur. Denkst du, die haben Goethe gelesen, Kant oder irgendwas oder Bach oder sonst was gehört? Die gucken, naja, die gut, gucken Bauer sucht Kultur, Frau oder sowas und gehen auf die Straße und protestieren gegen das Abendland. Ja, ich weiß, was du meinst, aber Kultur heißt auch, dass die Frauen nicht mehr in Jeans herumlaufen dürfen, weil halt immer mehr von Islamisten vielleicht ins Land kommen. Das hat schon einen gewissen Kulturwert, wenn man dieses Argument bringt. Und da sehe ich schon eine gewisse reelle Gefahr. Aber du kennst doch die Zahlen. In Deutschland gibt es 4 Millionen Moslems. Davon sind auch genug mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das sind ja keine, keine Leute, die alle eingewandert sind von den 4%. Du meinst, weil es weniger Radikale gibt, ist das weniger schlimm? Es gibt nur 4% Moslems in Deutschland und davon sind bestimmt nicht alle radikal. Das heißt, die Zahl ist viel geringer und die einzigen, die wirklich so radikal sind, sind so Pierre Vogel-Spastis und davon gibt es halt nicht viel. Aber genau die das sind der gefährliche Teil. Ich meine, Hitler war auch mal alleine und hat mit seinen Gedanken gut vorwärts gemacht. Also dieses Argument von der, wie soll ich sagen, von der Menge an Menschen, die was machen oder nicht machen, schwer haltbar, weil wie gesagt, das fängt irgendwo immer irgendwas an.
Es fängt immer alles klein an. Aber du musst doch zugeben, dass wir doch mehr von der Rechten in Deutschland Angst haben sollten, anstatt von irgendwelchen islamischen Faschisten. Also mehr von den rechten Faschisten als von den islamischen Faschisten. Also der tendenzielle Ruck ist doch aktuell in Deutschland und Europa so, dass es aktuell, doch wirklich auf jeden Fall die rechte faschistische Ecke geht. Aktuell muss man auf jeden Fall Angst haben von der rechten Seite, mehr Angst haben. Ja. Aber jetzt, ich versuche halt immer das ein bisschen mit Prognosen, mit Prognostizieren, das Ganze und in die Zukunft zu schauen, was könnte sich entwickeln, weil gegen die Rechten wird, sie werden irgendwie in Schach gehalten von der Gesamtbevölkerung, irgendwie, dass da, wie soll ich sagen, dass die jetzt nicht überhand nehmen auf einmal, aber sobald man irgendwas gegen Islamisten sagt, schauen dich die Leute als viele gleich an und du bist Islamophob etc. Gegen Neonazis kannst du sagen, was du willst, dann bist du der Held etc. Aber wenn du gegen den Islam kritisierst, dann bist du der Held. Guck mal, das ist ja auch das Problem. Deswegen finde ich ja Leute von der Antifa und die Antifa selber, ich finde die kein Deut besser als die NPD oder irgendwelche anderen rechten Gruppen. Weil die haben die gleichen faschistischen Ideologien, nur links. Die, in der Methodik, wie sie argumentieren, wie sie einfach sich verhalten gegenüber einem, der nicht ihre Ideologie teilt, sind die identisch wie Nazis. Die würden dir auch auf die Fresse hauen wie Nazis, wenn du was gegen die sagst, wenn es jetzt zwei mehr von denen sind. Die haben nämlich nicht mal damit kein Problem. Die sind genauso gewaltbereit wie, und das siehst du ja auch immer bei den Ausstreitungen. Also ich finde nicht cool, wenn Antifa-Leute Pegida-Leuten Steine an den Kopf werfen oder mit einer Brechstange auf die zugehen. Weißt du? Ist auch schon vereinzelt passiert. Weil das schürt dann auch wieder, bei den Pegida-Spacken dieses Gefühl, ja, wir werden hier angegriffen, wir sind wieder, also die können dann wieder schön in die Opferrolle schlüpfen und können sich dann halt präsentieren als wir sind doch unschuldig und wir sind demokratisch und wir wollen unsere Meinung sagen. Weißt du? Auch wenn die Meinung darauf beruht, anderen Menschen irgendwie das Leben schwerer zu machen oder sowas. Also ich habe mit denen auch Probleme. Und das ist genauso, wie du es gesagt hast, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, du machst Islamkritik, dann bist du gleich ein Islamophob, weil es gibt da diese linke Ecke, nicht nur die Antifa, sondern überhaupt die linke Ecke. Wie du weißt, in den USA ist es auch noch mal viel extremer mit diesen Linken, die wo alles gedeutet wird als Rassismus und alles halt irgendwie homophobisch ist oder islamophobisch oder die ganzen Phobien, die ja alle haben. Und da musst du halt extrem aufpassen, weil mit solchen Leuten kannst du dann auch nicht. Und die lassen dann auch wieder solche Leute, die das dann ausnutzen, weil die sehen es ja, also irgendwelche halt Pierre Vogels und so, dass sie halt so viel Rechte bekommen und so viele Möglichkeiten, ihre faschistische Ideologie zu predigen, dass denen es noch Bombe geht, ne? Und dann werden die noch eingeladen und werden sogar noch präsentiert und so, oh, hier, der gute Moslem und der ist ja toll und so und dass der da die Frauen unterdrücken will, das ist ja nicht so, also, ne? Weißt ja, was ich meine. Gibt genug genau von denen. Genau, das fange ich an. Also, man kann schon natürlich gegen die rechte Szene sein und das sollte man im Blick behalten, aber man sollte einfach nicht den Überblick gesamthaft verlieren und die kleine, sehr kleine Salafistengruppe außer Acht lassen. Diese Gefahr sollte man nicht begehen, nur weil es jetzt eine noch kleinere Gruppe ist, die momentan keine Gefahr darstellt, das meine ich. Also. Und mit Beobachten meine ich nicht, man sollte sich ständig abhören mit Nachrichtendiensten etc., sondern einfach gesellschaftskritisch beobachten. Das heißt, was sie von sich geben in der Öffentlichkeit, einfach mal lassen, in der Öffentlichkeit reden und wenn sie etwas sagen, was dir nicht entspricht, dass man das frei kritisieren kann, darf, soll und muss. Ganz einfach. Ja, aber das geht ja nicht, weil wenn du jetzt solche Leute kritisierst, bist du islamophob. Wenn du hingehst und sagst, im Koran steht aber, dass man Frauen schlagen darf und diese ganzen anderen Grausamkeiten, dann bist du islamophob. Ja, aber da liegt das Hauptproblem, weil Merkel, ich benutze die Merkel, weil sie halt das, ich finde, die sollte schon lange von ihrem Posten wegtreten. Ja, schon. Und man andere da an die Macht kommen.
der das ein bisschen offener anspricht und sagt, gewisse Dinge, wenn man die ausspricht, dann, dann sollte man sich da, darauf gefasst machen, auf Kritik. Und wenn man natürlich den Papiervogel ständig in Schutz nimmt oder den Islam insgesamt in Schutz nimmt und sagt, ja, Islam ist alles gut und recht, es gehört zu Deutschland etc. Wenn man solche Sprüche von sich lässt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute jetzt wirklich ohne großartig nachzudenken auf die Straßen gehen mit Pegida und die ganze Flüchtlingskrise quasi für sich nutzen und sagen, meine Kultur ist in Gefahr. Da muss man sich einfach nicht wundern und mir persönlich fällt es schwer, diese Leute dann zu kritisieren, wenn halt die Regierung solchen Mist aber hat. Du musst ja noch nicht mal so ein Extrembeispiel nehmen wie Pia Vogel. Die, wie heißen die, die in den ganzen Talkshows aufgetreten ist, die auch sagt, sie wäre eine Feministin, die auch Islam, die Moslem ist und so. Wie heißen die nochmal? Weißt du, was ich meine? Einige, da gibt es die Miriam Süß, genau. Süß irgendwas. Ich weiß nicht, wie sie ganz heißt. Miriam Süß. Süß. Aber du weißt, was ich meine. Gibt es zwei, einmal die ist etwas dickere und einmal etwas, schlankere. Also wenn ich es jetzt nur auf sowas runterbringe. Die Lamia Kador gibt es noch, ja. Die ja. Ist, ich denke, ja, und die gehen halt in Talkshows und lügen dann. Vor der Kamera und sagen, der Islam ist total kompatibel mit jeglicher Demokratie oder sonst irgendwas und ja. Ja, ich meine, wenn man die ganzen Zeiten Talkshows lässt, dann hast du schon recht. Klar, dann gibt es immer mehr Missverständnisse. Und sind die irgendwelche Wahhabisten? Nein, das sind... Die Miriam ist Ahmadiyya, von der Ahmadiyya-Gemeinschaft. Okay, die ist von Ahmadiyya, okay. Ja. Aber ich persönlich, du kennst vielleicht noch die Geschichte mit mir und Ahmadiyya. Die andere, die Lamia Kador, die ist, ich weiß jetzt nicht, welche Richtung sie speziell angehört, aber ich meine, der kannst du nicht vertrauen. Der kannst du wirklich, wenn du ihre Texte in ihre Interviews hörst und liest und siehst und du dich dann ein bisschen auskennst mit Islam, wird es einfach schwer, dir irgendwas noch zu glauben. Das ist schon so. Und ja. Die werden nicht als radikal, als extremistisch eingestuft. Das da hast du vollkommen recht. Ja, und die werden in die Talkshows eingeladen und die lügen dann halt und die öffnen dann halt sozusagen für so einen Pierre Vogel, wenn dann sozusagen die Linken halt, die ja unbedingt nicht rechts sein wollen, weil es ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, denen irgendwie denen erzählen, dass sie rechts sind, weil das ist ja so eine Keule, die du da immer. Das heißt, die würden andere Faschisten ins Land lassen und denen alles geben, aber Hauptsache man ist halt kein rechter Faschist. Aber islamischer Faschist oder irgendwie anderer Religionsfaschist, kein Problem, weil das wird alles toleriert. Und darum gibt es ja unsere Sendung und wir hoffen, dass wir das ein bisschen aufklären können, die Leute. Nur wir sprechen irgendwie nicht die gleiche Sprache. Ich weiß nicht, ob wir zu nett sind für die eine Seite, aber nicht nett genug, dass die andere Seite da mitmacht. Ich glaube, wir sind, keine Ahnung, was wir sind, dass wir die Leute nicht größentechnisch mehr ansprechen können. Ich kann es nicht beurteilen. Ja, ich kann nicht dir beurteilen, weil es einfach nicht, simpel ist, simpel genug ist. Entweder, du musst es so simpel machen, entweder bist du gegen den Islam oder bist für den Islam. Ich persönlich bin ich gegen den Islam, aber das zeige ich ja so, kann ich nicht in der Sendung so aufzeigen und dann quasi sagen, ich bin sachlich. Ich muss sachlich bleiben und persönlich, innerlich bin ich trotzdem gegen den Islam. Das kann ich, gebe ich offen und so ehrlich ja, weil, zu. Ja, weil du deine Argumentation begründet hast. Du bist jetzt nicht gegen Moslems, du bist gegen den Islam. Gegen Moslems hast du nichts. Die kann doch jeder glauben, was er will. Aber du hast halt ein Problem mit der Ideologie und besonders wenn diese Ideologie sozusagen in dein tägliches Leben mit eingreift. Weil da fängt es nämlich an. Es greift jetzt bei mir nicht mal ins tägliche Leben ein. Es ist einfach etwas, worauf ich mich persönlich jetzt spezialisiert habe und wo ich für die Zukunft, aber in Bezug auf die Zukunft Gefahren sehe. Das ist der einzige Punkt. Aber du sagst das schon richtig. Ich
kann gar nichts gegen Muslime haben. Wieso sollte ich was gegen Muslime haben? Das würde für mich auch keinen Sinn machen, etwas gegen Muslime zu haben. Ich habe höchstens etwas gegen die Idiotie von einigen Muslimen, auf jeden Fall. Ja gut, aber das sind ja einzeln. Du hast auch gegen Nicht-Muslime Idioten etwas, das ist ja normal. Ja, auf jeden Fall. Ich kann zum Beispiel mit Feministinnen persönlich gar nichts anfangen. Ja, aber guck mal, selbst bei Feministen gibt es Unterschiede. Es gibt noch diese, Second-Wave-Feministinnen, die ganz normale Menschen sind und auch Recht haben mit dem, was sie sagen, mit Gleichberechtigung der Frau. Und das ist immer noch zum Teil... Probleme in unserer Gesellschaft gibt. Und da gibt es halt diese Anita Sarkeesian-Feministin, die sagen, dass in jedem Computerspiel alles sexistisch ist. Ich bezeichne aber diese Feministinnen, die ersten, die du erwähnt hast, als Humanisten. Die wollen Gleichberechtigung. Genau. Ja. Und ich habe schon viele Videos gesehen auf YouTube und da haben auch viele gemerkt, ich war gar nicht Feministin, ich war eigentlich Humanist. Und das, ja. Die haben sich dann gegen die Feministen ausgesprochen und es gibt ganze Kanäle, die sich damit befassen, von Ex-Feministen sozusagen, die sagen, ich war völlig verblendet, ich war völlig verstrahlt von diesem Feministen-Faschismus. Das ist dann wieder eine andere Form von Faschismus. Es gibt auch diese. Das ist dann für mich, wie gesagt, gar kein Feminismus mehr, sondern ganz simpler, einfacher Humanismus. Ja. Ja, das Problem ist, ich habe es immer auch noch nicht verstanden, wieso man eigentlich den Feminismus noch braucht, aber es gibt halt immer noch so ein paar Argumentationen, wo man sagt, okay, der Feminismus ist halt wichtig, weil es doch bestimmte Muster in unserer Gesellschaft gibt, die Frauen dann halt schon irgendwie unterdrücken oder zumindest auf zweite Stufe. Aber sagen wir es mal so, wir im Westen brauchen den halt nicht so stark. Nenn mir ein Argument, dass das gut wäre, wo man Frauen werden immer noch nicht gleichgestellt, besonders in den Chefetagen wie Männer. Da ist immer noch keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Also nicht nur Chauvinismus ist da angesagt, aber die können halt irgendwie noch nicht miteinander, die alte Garde da. Weißt du, wenn du da so einen 50-jährigen Manager hast, der hat da nicht so gern, wenn da jetzt so viele Frauen. Also wenn du mal mit den Leuten redest, ich habe mal so ein paar auch Geschäftskontakte gehabt, du merkst einfach, wie die drauf sind. Die sind dann so wie beim Stormberg-Film, weißt du, so nach dem Geschäftsessen geht es nochmal im Puff und so. Das kannst du einfach nicht machen, wenn du da in der Chefetage vier Frauen hast. Weißt du, das klingt jetzt wirklich simpel, aber das ist so. Und das läuft bei denen meistens so ab. Also da ist noch ein gewisser Chauvinismus da. Das ist in keinster Weise vergleichbar mit irgendwas, was in Saudi-Arabien oder in arabischen Ländern abgeht. Oder in Indien oder so, wo Frauen ja wirklich... Oder China, wo Frauen wirklich Menschen zweiter Klasse sind. Wo du ja wirklich das nochmal extra herausnehmen musst, um es zu zeigen, okay. Aber im Endeffekt ist es klar, Humanismus ist das, was wichtig ist, weil wenn du verstehst, dass egal ob Mann oder Frau, dass du gleichberechtigt bist, aber das ist dann halt schon, weißt du, der Schritt weiter. Man muss ja irgendwo anfangen. Also ich sehe da nicht den Grund, dass man dafür Feminismus braucht. Aber okay, dann sieh es doch mal anders. Ich habe da auch viele von diesen Diskussionen. Nehmen wir mal die Schwarzen in der USA. Die haben ja auch viel für ihre Rechte gekämpft. Jetzt gibt es ja, weißt du, diese Black Lives Matters und sowas, weißt du? Und ich habe auch nicht verstanden, wieso man jetzt Black Lives Matters machen soll. Und das ist, wenn du dir aber die Statistik anguckst, dass die Schwarzen in der USA halt immer noch unproportional oft erschossen werden, unproportional ins Gefängnis gesteckt werden, dann muss man das halt herausheben und sagen, okay, wir müssen das jetzt auch mal irgendwie darstellen und so. Dass du aber von Anfang an sagen musst, dass ob du jetzt schwarz, weiß oder lila bist, dass das eigentlich keinen Grund spielen sollte, also egal sein sollte, weil Mensch ist Mensch, ist schon wieder der ideologische Schritt, der eins weiter ist, dass das die Leute verstehen, weil es ist leider so, dass bei manchen Leuten es eben nicht so ist. Man muss halt explizit darauf hinweisen, dass das jetzt auch ein Problem ist und deswegen muss man das Problem abkapseln von der Gesamtideologie. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliert habe. Ich denke schon, ich verstehe zwar, worauf du hinaus willst, aber auch bei den Schwarzen sehe ich keinen Grund, dass man quasi
für die Rechte der Schwarzen kämpft, weil die Rechte sind ja da in dem Sinn. Also das ist ja nichts Neues. Ja, aber du siehst doch die Zahlen. Die haben überproportional Leute im Knast, werden überproportional Leute erschossen. Die kommen überproportional aus den Unterschichten, aus den sozialen Unterschichten, weißt du, diese ganzen Fakten sind halt da, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob da etwas da nützt, wenn die Schwarzen sich zusammenrotten. Dann hast du das Problem, dass die Weißen sich zusammenrotten und die sind an der Macht. Nee, guck mal, es gab ja diese ganzen Bewegungen damals in den 60er Jahren und mit Rosa Parks hat es ja auch zum Teil angefangen, wo die dann nach und nach halt für ihre Rechte gekämpft haben. Und die mussten das explizit sagen, weil guck mal, das ist ja das Problem bei diesen ganzen sozialen, fehlt's Wort. Nee, lass mich noch was anderes ansprechen. Okay. Früher habe ich das verstanden, verstehst du? Da hatten die nicht die gleichen Rechte. Dann kannst du schon eine Gegenpartei quasi auf die Beine stellen und für eine explizite Gruppe dafür kämpfen. Das ist ja nicht das Thema. Aber wenn man schon die Gesetze so ausgelegt hat, dass eigentlich Gleichberechtigung herrscht im Gesetz, dann muss man dafür kämpfen, dass einfach diese Gesetze durchgedrückt werden, explizit. Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Das bringt ja nichts, wenn du sagst, mach die Gesetze jetzt zu unseren Gunsten. Das ist das Problem beim Feminismus, der gerade in Deutschland, in den USA herrscht. Dass die explizite Gesetze für die Frauen wollen, damit sie besser dargestellt. Und das halte ich für den absolut falschen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Frauenquote meinst oder so, wo man extra sagt, okay, wir brauchen jetzt eine gewisse Quote an Frauen und deswegen werden die Leute da eingestellt. Das ist Schwachsinn. Also die Leute sollten immer nach ihrer Leistungsfähigkeit eingestellt werden und nicht nach dem, ob sie jetzt einen Schwanz oder eine Möse haben. Ja, genau. Das ist genauso wie wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt so wenig Leute, die schwarze Hautfarbe haben bei uns im Etat, wir müssen jetzt mal ein paar Schwarze einstellen. Also ich finde das noch viel rassistischer oder sexistischer als andersrum, weil denke ich mir, die werden ja nur eingestellt, weil sie halt diese Kriterien erfüllen, aber in keinster Weise irgendwie wegen ihrer Kompetenz. Also da liegt ja die Gefahr meiner Meinung nach beim Feminismus. Ich meine, wenn du so eine dumme Kuh wie Alice Schwarzer siehst, die halt Steuerbetrug betreibt und ist im Gefängnis, soweit ich weiß, hockt sie nicht im Gefängnis. Nee. Oder hockt sie im Gefängnis? Nee, die ist nicht im Gefängnis. Und also ich habe jetzt nichts davon gehört, dass die, wir können es ja googeln, aber soweit ich weiß, ist die nicht im Gefängnis. Eben, und wenn ein Mann, es gibt schon auch einen Sexismus gegen die Männer. Die Männer werden vom Gesetzes wegen irgendwie immer noch trotzdem schwerer angepackt. Das kann man auch in den Statistiken auch ein gewisses Bild sehen. Also die Frauen haben zwar vielleicht gewisse soziale, gesellschaftliche, werden nicht so akzeptiert in höheren Stellungen, aber die werden auch gesellschaftlich weniger schlimm vom Gesetz angepackt. Das sieht man ja auch in den Statistiken. Also sie haben Vor- und Nachteile, die sich dann irgendwo durch auch ein bisschen ausgleichen, rein gesellschaftlich betrachtet. Das meinte ich. Und ich meine, es gibt ein bekanntes Bild von gewissen Berufen, die aufzeigen, der Müllmann, Kanalarbeiter, so wirklich dreckige Berufe, wo du die Frauenquote auch nicht erfüllst, obwohl es ja eigentlich dort auch erfüllt werden müsste. Und man nicht einfach nur in der Chefetage sagen kann, nur weil es die Chefetage ist. Das ist natürlich ein gutes Argument. Das ist natürlich klar. Du müsstest halt sagen, okay, wenn wir jetzt versuchen, in allen, da müssten wir halt in allen Berufsgruppen anfangen und sagen, okay, hier muss die Frauenquote hin. Wir können uns ja nicht rauspicken und sagen, okay, die Jobs, die jetzt toll sind, dafür so. Aber das fängt ja bei vielen Sachen an. Also das fängt bei der Erziehung an, das endet in der Schulbildung und dann später, wo die Leute studieren gehen oder wo sie halt eben nicht studieren gehen. Aber du hast ja auch viele Frauen zum Beispiel, es gibt ja weniger Friseur, das darf man nicht mehr sagen. Wie darf man das, wie muss man das jetzt nennen? Weil Friseuse ist ja ein Schimpfwort. Das ist doch kein Schimpfwort. Hallo, Frisur. Sie macht Frisuren, Friseuse, fertig. Nee, das ist ein Schimpfwort. Das darfst du nicht sagen. Seit wann ist denn das ein Schimpfwort? Schon seit einiger Zeit.
Kannst ja das nächste Mal beim Haarschneiden nachfragen. Die können mich ja verklagen, dass ich, nur weil sie Frisuren machen, für Friseusen nennen. Viel Erfolg damit. Ja, das ist genauso wie, wie war das mit Stewardess? Flugbegleiterin heißt das ja jetzt. Nee, Stewardess ist ja einfach das. Weil, weil Stewardess impliziert ja, dass das eine Frau ist und es gibt ja auch Stewards und deswegen muss man immer Flugbegleiter. Politisch kann man ja auch Steward sagen, das ist doch kein Problem. Also, ja. Ich bin so, wie soll ich sagen, so zynisch und so sarkastisch und so polemisch, dass ich mir nicht diese Eigenzensur im Kopf bewerkstellige. Ja, ich hoffe mal, dass das nicht aus der USA hier rüberschwappt, weil dann komme ich ja echt ins Teufelskicht. Ich bin so oft politically incorrect, das ist alter Schwede. Also, ich meine, schon wenn man Jude sagt, wird man in Deutschland ja schnell einfach komisch angeguckt. Jude. Er hat Jura gesagt. Kennst du das noch von Harald Schmidt? Es gibt ein bekanntes Video, einen kleinen Clip auf YouTube von Harald Schmidt, wo er einfach anfängt mit Jude und dann schwenkt er gleich über. Oh, der hat Jude gesagt, gleich anrufen. So ist die Mentalität. Und auch Neger, ja. Neger ist kein Schimpfwort. Neger das ist Problem ist, diese Mentalität kommt ja eigentlich nur, weil diese gewissen Interessensgruppen ja diese Opferrollen ja halt auch als Marketing benutzen. Das heißt, wenn du jetzt Jude sagst, dann ist das ja dann, wieso sagst du denn überhaupt Jude? Ne? Selbst bei mir funktioniert das schon. Wenn ich jetzt mal mit jemandem auf der Straße reden würde und der würde erstmal Jude sagen, dann höre ich erstmal zweimal hin, wieso der Jude gesagt hat. Weil das schon bei mir auch so drin ist, weil dann denke ich mir, okay, wieso sagt denn der jetzt Jude? Ist der jetzt ein Antisemit oder so? Muss ich jetzt aufpassen oder so? Weißt du, was ich meine? Weil das schon so eingeprägt ist. Man wird halt so indoktriniert, dass man da einfach nicht mal, oder Schwarzer oder sowas, weißt du, muss man auch, aber Schwarzer darf man ja auch nicht mehr sagen. Das ist ja auch nicht mehr korrekt. Sagst du noch nicht Zigeunerschnitzel? Natürlich sage ich Zigeunerschnitzel. Das ist auch politisch inkorrekt, Zigeunerschnitzel zu sagen. Negerkuss? Ja, Negerkuss habe ich nie gesagt. Ich habe immer Dickmanns gesagt, weil ich habe die immer noch von Dickmanns gekauft. Ich persönlich hab da auch kein Problem mit dem Wort Neger. Und ich bin sogar ein bisschen neidisch auf die Schwarzen, weil der menschliche Ursprung ist Afrika. Ich persönlich bin neidisch auf die Schwarzen. Ich wäre irgendwie persönlich sogar lieber Schwarzer, muss ich sagen. Also, das ist auch schon wieder rassistisch, das zu sagen. Musst du aufpassen, kannst du auch nicht jedem sagen. Wieso? Wieso sollte das rassistisch sein? Wenn ich lieber Schwarzer wäre. Weil du implizierst, dass Schwarze ja was Besonderes sind. Und wenn du dir besonders hervorhebst, bist du ja ein Rassist. Sind ja alles gleich. Ist egal, ob Mann oder Frau, alles gleich. Es gibt keine Unterschiede, alle sind gleich. Ja, biologisch haben sie einfach einen Ursprung aus Afrika. Also ich wäre gerne näher. Aber du hast nicht verstanden, was ich meinst. Die Leute, die wollen alles das gleich, alles sind gleich. Das ist unmöglich. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es gibt Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen. Es gibt Unterschiede zwischen Westeuropa und anderen Ländern. Die gibt es einfach. Die sind aber auch nicht problematisch, aber die muss man einfach hervorheben und sagen, okay, die Unterschiede gibt es und man muss halt gucken, dass man durch diese Unterschiede sich nicht gegenseitig irgendwie den Kopf einschlägt. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Aber du sagst es richtig. Ich mag zum Beispiel Anime, du magst vielleicht Erdbeertorte, keine Ahnung. Wir sind halt alle unterschiedlich. Ja, und deswegen das muss man halt besser oder schlechter oder sowas, das muss man verstehen. Aber das verstehen ja gerade die Femis, Feminazis, wie man sie so schön nennt, überhaupt gar nicht. Die wollen quasi ihre Ideologie den anderen aufzwingen und argumentieren damit, dass andere Ideologien ja sexistisch und chauvinistisch sind. Und nee, die argumentieren einfach, dass alle Männer patriarchische Arschlöcher sind und ja. Am besten alle Kastrieren. Oder welche Ideologie mich auch zurzeit extrem aufregt, sind Veganer. Besonders YouTube-Veganer.
Die sind sowas von Hardcore-mäßig drauf. Und besonders jetzt wieder mit, wo sie da diese Welthilfeorganisation festgestellt hat, dass Bacon ja krebserregend ist. Lustigerweise halt die Chance, Krebs zu bekommen, liegt bei 5%. Im Vergleich dazu zum Rauchen sind es 2500%. Und wir reden hier nur von statistisch gesehenen Chancen. Das heißt, du kannst ja ohne Probleme dein Frühstücksspeck immer noch essen. Und kriegst dann deswegen immer noch, also hast dann eine 5% gesteigerte Chance, Krebs zu bekommen. Ne, aber ich glaube, wenn ich hier in der Stadt lebe, habe ich eine 15% höhere Chance, Krebs zu bekommen, allein von den Abgasen, als ein Typ auf dem Land oder am Meer. Ja, also alles in Relation sehen. Aber wenn du halt trotzdem Bacon isst, hast du das zusätzlich zum Stadtdreck. Ja, zusätzlich zum Stadtwerk. Okay, klar. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich das addiert oder so, soweit ich das verstanden habe, addiert sich es eben nicht. Ist es halt einfach nur eine Chance. Aber wie gesagt, Rauchen sind 2500%, statistisch gesehen, und Bacon sind 5%. Und die ganzen Veganer feiern das jetzt. Und ja, ich weiß nicht, ob du mal so Veganer-YouTube-Channels geguckt hast und was die alles erzählen. Es gibt ja wirklich Veganer, die sagen auch, dass alle Fleischesser kastriert werden sollen und umgebracht werden und so. Ja, das ist, ich persönlich war 4 Jahre lang Vegetarier. Also das ist für mich jetzt... Aber Vegetarier, nicht Veganer. Also du hast schon Eier und Milchprodukte noch. Ja, genau. Aber ich habe es aus den Gründen mal ein bisschen versucht durchzuziehen. Weil ich... auch keine Ahnung hatte über die Fleischherstellung etc. Und da war ich einfach mal vorsichtiger, wie das Wort schon sagt, vor der Sichtung, dass ich gesagt habe, ich esse einfach ein bisschen mehr Produkte, Gemüse etc. hier vom Lande, weil das Fleisch halt, ich weiß nicht, woher es kommt. Und mittlerweile gucke ich halt, woher das Fleisch kommt, damit halt der Weg nicht allzu lange ist, damit da die Umwelt weniger beschädigt wird, etc. Also darauf gucke ich, aber ich esse immer noch nicht so viel Fleisch, vielleicht einmal alle 2 Wochen irgendwas Kleines. Also mir geht es nicht darum, ich habe auch selber versucht, Veganer zu werden. Das Problem ist, ich weiß schon, Fleisch. Was du meinst, diese Aufregung der Veganer. Die haben ja auch zum Teil recht, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Allerschlimmste, dass sie ja zum Teil noch mit dem, was sie sagen, ja recht haben. Nur, was sich daraus halt entwickelt, welche Ideologie sich daraus entwickelt, wie faschistisch die zum Teil sind. Weißt du, wenn du halt Leute sagst, dass andere Menschen halt weniger wert sind, weil sie Tiere essen. Wo ich mir auch denke... Nee. Im Hangout reinguckst, dann siehst du hier was. Ja, ich sehe es halt gerade. Garbage Collector, almost 100% man. Ja, okay. Ja. Und dann am Schluss das. Ah ja, das mit dem Aircondition, das war ja auch das war ja auch vor ein paar Monaten, wo eine doch so einen Artikel geschrieben hat, dass der Airconditioner sexistisch ist. Ja, es gibt immer wieder solche, dass man. Das ist auch so ein Problem, wo dann Feminismus ja natürlich wieder einen Einklang versucht, die Gesellschaft zu terrorisieren. Die Ampelmännchen und so. Genau, hier in Deutschland mit den Ampelmännchen. Ja. Irgendwo für die Rechte der Frauen zu kämpfen ist okay. Man kann den Feminismus benutzen. Aber die Ampelmännchen, die sollen nach Saudi-Arabien gehen und in den anderen Ländern, wo Frauen misshandelt werden. Da sollen sie mal anfangen zu protestieren. Da geht es dann eben für mich weit, wenn man sagt, das Ampelmännchen ist sexistisch, weil man nur Ampelmännchen sieht. Wo sind die Frauen? Und dann kommen die Schwulen und die Lesben und sagen, wo sind die gleichgeschlechtlichen Paare da drauf? Und wo sind die Transen, die nicht ganz wissen, ob sie Mann oder Frau sein wollen gerade? Irgendwo muss einfach Schluss sein. Behaltet doch gewisse gesellschaftliche Sachen bei, die niemanden wirklich eigentlich stören. Viele von den Leuten sind ja der Meinung, dass ob man Mann oder Frau ist, ein gesellschaftliches erzwungenes Konzept ist. Es gibt kein Mann und Frau. Das sagt die Natur was anderes. Ja, eigentlich schon, aber die haben halt so einen Realitätsverlust, dass sie sagen, dass du von klein auf indoktriniert bist, dass du denkst, du bist ein Mann oder eine Frau. Dass das biologisch absolut offensichtlich ist, ob du Mann oder Frau bist, also in den meisten Fällen. Es gibt ja ganz, ganz wenige Fälle, wo es eben nicht hundertprozentig klar ist. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, also weit unter 0,1% oder so. Es gibt sehr wenige Hermaphroditen. Genau.
Und ja, die sagen halt, das ist ein aufgezwungenes Konzept von der Gesellschaft und du wirst halt deswegen so erzogen. Es gibt natürlich in der Erziehung selber, dass Mädchen anders erzogen werden als Jungs. Aber das hat auch viele, viele verschiedene biologische Gründe. Die Hormone, die Entwicklung, Mädchen entwickeln sich ja viel, kommen ja viel schneller in die Pubertät als Jungs. Und also, ich bin ja kein Arzt oder so, aber es gibt so viele allein wissenschaftlich begründete Gründe, wieso die Erziehung bei Mädchen anders ist als bei Jungs oder andersrum. Das wird einfach total aus dem Fenster geworfen. Da wird versucht, halt alles gleichzusetzen oder sogar noch das Gegenteil hinzusetzen und zu sagen, okay, Frauen sind eigentlich mehr wert als Männer. Ich habe jetzt noch Deshalb. ein schönes Bild gefunden, das will ich auch noch zeigen, was für mich der falsche Feminismus ist. Ich nenne es mal so. Da siehst du meiner Meinung nach den richtigen Feminismus, auf der anderen Seite dann den etwas falschen Feminismus. Noch ein bisschen vergrößern hier so. In der dritten Welt, da siehst du, die nigerianischen Frauen rüsten sich gegen Boko Haram. Das ist quasi die Rechte der Frauen richtig verteidigt, meiner Meinung nach. In der zweiten Welt, kurdische Frauen rüsten gegen den IS. Die haben ja auch einen guten Erfolg, mehr oder weniger. In der westlichen Welt, in Deutschland, Männer, die breitbeinige in der U-Bahn sitzen, ganz schlimm. Ah ja, das stimmt Männer, dabei die auch noch. gerne Komplimente machen. Doch wer will schon Komplimente hören? Das ist völlig chauvinistisch und zielt nur auf Bumsen aus, natürlich, und das geht gar nicht. Männer, die aufgrund ihrer Leistungen besser bezahlt werden, und Ampelmännchen. Das sind so die Im Probleme der Endeffekt muss man Feministen natürlich froh hierzulande. sein, dass die sich über solche absoluten Hirngespinste sich aufregen können. Aber dann sieht man ja mal, wie es in unserer westlichen Welt wie schön gut es uns geht. Und dann sind wir noch sauer, wenn dann andere Leute sowas sehen und sagen, boah, denen geht's so Bombe, die können sich wegen so einem Scheiß an den Haaren in die Haare gehen. Da muss ich hin. Würde ich Ja, jetzt mal. das habe ich Würde ich auch gemerkt, machen. als ich in Ägypten war. Ich meine, in Ägypten habe ich wirklich nur noch Armut gesehen. Ich dachte nicht, dass es so schlimm sei, aber ich habe nur noch Armut überall gesehen, in den großen Städten. Und es hat mir jetzt nicht großartig gewandelt, aber ich hatte einfach noch endlich quasi die persönlichen Beweise, dass ich es in Europa sehr gut habe, ganz einfach. Du kennst ja diese ganzen dystopischen Science-Fiction-Filme. Ich weiß nicht, ob du so ein Science-Fiction-Fan bist. Also ich bin extremer Science-Fiction-Fan. Und weißt du, Hunger Games und Scorch Trails, das sind so die aktuellen, die jetzt auch gefilmt wurden und so. Und du hast halt immer diese dystopischen Gesellschaftsspaltungen zwischen Arm und Reich und so. Und das Lustige ist, wir leben eigentlich in so einer Welt und checken es einfach nicht, weil das einfach so nicht wie in so einem Hollywood-Film passiert, dass du jetzt die einzelnen Helden und Bösewichte als Charaktere hast, sondern die Gesellschaft ist so aufgebaut. Und es gibt einfach diese, wenn du jetzt nur uns nimmst, uns geht es ja noch wirklich viel, viel besser als den Leuten, die in diesen armen Ländern leben. Aber wenn du jetzt mal jemanden nimmst, der jetzt 100 Millionen auf dem Konto hat, wovon es ja auch einige Leute gibt, die leben in einer ganz anderen Welt als wir. Und dann nimmst du noch mal den Milliardär, der lebt ja sowieso wie in einer ganz anderen Welt. Also das ist was die machen können, was die sich erlauben können, wie sie ihren Tag gestalten, was die mit dem Geld machen können, wie die Menschen zu denen sind, die so reich sind. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist nicht mal so wie in irgendwelchen komischen Doku-Sendungen, wo sie mal ein paar reiche Leute zeigen oder so. Ich weiß nicht, ob du sowas angeguckt hast. Das sind ganz andere Welten. Und diese Unterschiede, die es halt gibt, die sind halt extrem. Also das sind dann schon extreme. Und ich finde es halt immer lustig, wenn die Leute wegen sowas ins Kino gehen, um sich sowas anzugucken und nicht mal irgendwie die Zeitung aufschlagen und sehen, dass wir in so einer Welt leben. Ja, das ist der Grund halt, dass die Leute gerade mal so reich genug sind, dass sie nicht motzen können, und die Informationen, die sie bekommen, sie nicht zum Motzen be bewegen können. Sie Ja. müssten so wie ich mal ein bisschen versuchen, die Welt zu sehen, ein bisschen sparen vielleicht, ein bisschen in ein anderes Land zu gehen, wo sie nicht Ja ganz gut, die Leute blind fliegen doch darauf nach Ägypten, zeigen. machen da schön Urlaub und ist alles Bombe.
Ja, aber die gehen dahin. Ich meine, ich wusste nicht, wie das abläuft. Ich war schon lange nicht mehr in Ferien, also Ferien, aber wirklich weit weg sozusagen. Und die gehen dann in die Ferienanlagen. Die gehen also weg von ihrer Heimat, irgendwo in eine Ferienanlage, wo sie den gleichen Komfort haben, aber halt noch ein Pool da ist und all inclusive immer das Getränk ordern können. Genau. Das ja. ist ja nicht das Gleiche. Sie müssen das so wie ich machen, halt einen Ausflug buchen, weit weg ins Landesinnere, in die größeren Städte vielleicht da vorbeigehen und einfach mal aus dem Auto gucken, was da eigentlich auf den Straßen einfach los ist. So muss man sich das angucken. Und wenn man das natürlich so macht wie die meisten, ja, ich gehe ja ins Ausland, ich gehe ja weg, ja, aber doch nicht nur in der Ferien, in den Hotelanlagen bleiben, das nützt gar nichts, um dein Weltbild auch nur annähernd zu vergrößern. Weil ich meine, ich habe viel zu lange gebucht, 2 Wochen. Ich hatte wirklich Depressionen in den Ferien, weil da einfach die Ferienanlage so weit weg war von den Städten, explizit weit weg war natürlich, dass man das Ganze nicht sieht. Mhm. Das war so ein bisschen richtig traurig. Und mein nächster Ausflug, den ich machen will, ist nach Tunesien, weil dort noch die römisch-germanischen Altertümer, Bauwerke noch vorhanden sind. Die will ich auch noch fotografieren, etc. Bevor sie die islamistischen Dinger wieder in die Luft jagen, oder was? Ja, wieso nicht? Kann passieren. In Ägypten sehe ich die Gefahr noch nicht so groß, weil da hast du noch das Kulturministerium, das sehr viel Macht hat. Und natürlich der Tourismus ist eine Einnahmequelle, ist die einzige wirklich Einnahmequelle eigentlich des Landes. Und das können sie nicht auch noch komplett verlieren. Das geht in Ägypten gar nicht. Tunesien ist ähnlich, aber dort hat es natürlich weniger Macht. Irgendein Kulturministerium gibt es nicht wie in Ägypten. Obwohl in Tunesien und Libyen halt, wie gesagt, noch sehr viele germanisch-römische, wirklich germanisch-römische Bauwerke da sind. Weil das wissen gar nicht viele, dass die Germanen über Frankreich runter nach Spanien sind, übers Meer dann, Algerien und Marokko und vor allem in Tunesien und Libyen sich niedergelassen haben. Das wissen die wenigsten. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich wusste das auch nicht. Das ist interessant. Wenn man die deutsche Geschichte der frühen Deutschen ansieht, der Germanen, ist das sehr interessant, dass man... Das war dann das Gegenmonopol quasi zu den Römern, dass die von der anderen Seite kamen und dann mit den Römern, die vor allem in Ägypten tätig waren, dann Geschäfte gemacht haben und sich gegenseitig befruchtet haben. Das wissen nur wenige und wusste ich ja bis vor 4 Monaten auch überhaupt gar nicht. Okay. Das ist eine andere Sache. Ja, geht man Und die Gefahr ist da, wie du sagst, dass die IS da Fuß fasst. In Tunesien, weil die Tunesier, die haben da nie hast du mal drüber überlegt, was ich halt nicht verstehe ist, wieso haben diese faschistischen Ideologien immer so ein Drive bei den Menschen? Was Ob das du jetzt genau religiöser Faschismus ist oder nationaler Faschismus oder so. Wieso tendieren die Menschen dazu, sowas dann für sich einzunehmen und das dann auch durchzusetzen? Wie zum Beispiel jetzt hinzugehen und dann irgendwelche, das ist ja eher Kulturgut, ne? Hinzugehen und das kaputt zu machen. Das kann mehrere Gründe haben, warum man da dann so einer extremistischen, faschistischen Ideologie anhängen will und das befürwortet oder zulässt, wenn man das so sagen will. Aber dass der Leute nicht irgendwie einmal mal sagt, hier, eigentlich ist ja jetzt scheiße, was wir machen. Wir hassen ja zwar die Christen und die ganzen anderen und so, aber hier, das gehört ja uns und das ist ja wertvoll, das ist tausende von Jahre alt oder hunderte von Jahre alt, wieso machen wir das jetzt kaputt? Gut, aber wenn du natürlich überzeugt bist, dass dein Gott dir in deiner heiligen Schrift sagt, du sollst kämpfen und du siehst das als Pflicht an und das wird auch so dargestellt im Koran zum Beispiel. Ich kann jetzt denen so aber nicht vorwerfen. Aber wieso lassen die Leute sich für so einen Scheiß begeistern? Ich verstehe das nicht. Weil sie diesen Gott so lieben. Ich kann es nicht anders
anders definieren. Ja, aber guck mal, siehst doch mal anders. Okay, dann lieben die diesen Gott so. Wieso funktioniert das denn nicht auf die andere Art und Weise? Das heißt, dass man ja so viel Gutes macht oder so. Wenn du jetzt das Christentum nimmst, du nimmst diese ganzen Christen, die so total toll sind und Jesus nachmachen wollen und so. Wieso tun die nicht ihr ganzes Geld weggeben? Oder wieso verbringen sie die meiste Zeit nicht mit ihrem Leben damit, anderen Menschen zu helfen? Das machen die doch alle nicht. Aber wenn es darum geht, anderen Leuten die Fresse einzuschlagen oder irgendwas kaputt zu machen, da sind viel mehr Leute immer am Start. Verstehst du, was ich meine? Weil kaputt machen meistens einfacher ist. Ganz. Ja, eben. Das ist so eine Banalität, so eine völlig praktikable Methode. Wieso nicht? Jemanden umzubringen oder jemanden die Fresse einzuschlagen oder was kaputt zu machen, ist total easy. Aber wenn es darum geht, mal die anderen Sachen, auch im Koran stehen ja auch gute Sachen und so, dass man da was für andere Menschen halt gut machen kann oder sowas, das machen die doch meistens gar nicht. Aber wenn es darum geht, irgendwelchen Leuten Kopf abzusäbeln, da sind die immer dabei. Da ist meine These, die ich vertrete, dass der Mensch immer noch gewalttätig ist wie vor 100.000 Jahren. So zivilisatorisch, so. Also evolutionstechnisch sind wir einfach nicht weiter, was diese Dinge angeht. Wir haben zwar viele Ideen entwickelt als Spezies, viele Gedanken ausgebaut und weiterentwickelt, nur haben wir keine Möglichkeit, diese wirklich umzusetzen, global diese angeblich großartige Zivilisation vorzuheben, weil wir biologisch immer noch so im Kopf strukturiert sind, die Gewalt zu propagieren. Weil anders kann ich mir nicht erklären, warum es Gewalt auf der Erde noch so gibt überhaupt. Aber du weißt, dass Tiere in der Natur auch nicht besser sind als wir oder andersrum? Wie wär's da? Delfine zum Beispiel, die tun ja zum Beispiel andere Delfinweibchen im Rudel vergewaltigen und andere Delfine töten und so ein Shit. Nur mal so als Delfine mal zu nennen, das wusste ich auch erst vor ein paar Monaten, habe ich das erfahren, dass Delfine einfach so verfickt grausam sein können. Das sind nicht nur Delfine, die Orcas sind viel, viel lustiger, die spielen mit ihrem Essen, die nehmen Robben und schmeißen sie vom Wasser aus in die Luft zu anderen Orcas. Also die sind noch ein bisschen... Da gibt es auf Netflix gibt's so eine Dokumentation von diesen von diesen Orcas in diesem einen Park da, die da ja auch diese... Die Trainer da sozusagen richtig quälen und die dann auch ermorden auf die grausamste Art und Weise, indem sie die halt ertränken und sowas. Ich weiß nicht, wie die heißt. Auf Netflix gibt es die. Da gibt es so Horror-Stories, dass die dann halt die Trainer so am Bein schnappen und extra so nach unten ziehen und genau wissen, wann die ungefähr kurz vorm Sterben sind, die wieder hochbringen und das die ganze Zeit machen. Ja, ich denke, das ist auch wirklich biologisch irgendwie verankert, dass das mit einer gewissen Intelligenz, dass du weißt, wie man Leiden schafft, wie man wirklich Leiden erzeugt, besser gesagt. Ich denke, das ist biologisch irgendwie bei uns Tieren verankert, weil je dümmer du ein Tier siehst, oder je weniger Hirnkraft du quasi siehst, desto weniger kannst du sagen, das ist eine Euphorie-Sache, die das Tier gerne macht und weiß, was es tut. Weil wenn ein Bienenschwarm dich angreift, dann verteidigen sie sich effektiv, dann haben sie einen gewissen Impuls, dass sie ihren Bienenstock verteidigen wollen, etc. Mhm. Die einen aggressiver, die anderen weniger aggressiv, aber du kannst das nicht deuten, dass die jetzt sagen, die hätten irgendwie Spaß dabei. Das kann ich, ich glaube nicht, dass das bei denen der Fall ist. Aus dem einfachen Grund, weil die viel weniger intelligent sind. Und vielleicht hat sich das so entwickelt, je intelligenter wir wurden, desto besser wissen wir, wie man Leiden erzeugt und daraus für den Einzelnen dann Euphorie erzeugt. Ich denke, das geht so irgendwie Hand in Hand zusammen. Ja, es ist halt wirklich erschreckend, dass das, wenn du dich halt nicht damit befasst oder so, dann denkst du einfach, das sind immer so einzelne Grausamkeiten, die passieren, besonders auch, wenn da Menschen andere Menschen umbringen oder keine Ahnung, wie letztens, was waren da, ich habe das nur
mitbekommen, da hat doch wieder irgendeiner so ein Kind ermordet. War das sogar ein Flüchtlingskind? Ich habe das jetzt nur so... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich keine Ahnung. Also es ist irgendwie aktuell irgendwie gewesen, habe ich das jetzt, als ich in der Tanke war, habe ich Bild-Zeitungs-Überschrift gelesen. Auf jeden Fall, wenn einfach irgendwelche Leute andere Leute umbringen oder ermorden oder so, denkt man, da sind halt immer diese Ausnahmen und wie schrecklich und wir sind doch so zivilisiert und das kann man doch nicht erklären und so. Und das Problem ist eigentlich, dass man das doch erklären kann und das ist eigentlich... dass das zu uns gehört, also dass es jetzt nicht diese Abnorm ist eigentlich, von der eigentlich jeder immer denkt. Ich denke, die meisten haben sich einfach im Griff, dass da eine andere Funktion im Kopf hervorkommt, die quasi eine Schranke darstellt, wo man sagt, halt, hier stimmt was nicht. Es gefällt mir zwar, was ich sehe, aber ich will da nicht mitmachen, weil das irgendwie dann noch nicht korrekt wäre, für die nächsten Generationen. Kann vielleicht so sein. Mhm. Aber ich glaube, die Gewalt ist nahezu in jedem Menschen, vielleicht auch in jedem Säugetier generell verankert, dass das im Kopf halt einen Strom an Endorphinen freilässt und das wirklich Freudenrausch auslöst. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich denke, wir sind als Spezies Mensch nicht so nah an der Zivilisation, wie wir wirklich gerne hätten, sagen wir es so. Ja, also da fehlt noch was. Das Problem ist einfach, dass wir technologisch viel weiter sind und ja, schauen wir mal, was in den nächsten 30 Jahren passieren wird. Also. Ich glaube nicht, dass da in den nächsten 30 Jahren sich irgendwas ändert. Weil wir haben es die letzten 100.000 Jahre vermutlich nicht geschafft. Und die niedergeschriebene Geschichte zeigt es auch nicht besser auf die letzten... Also es, statistisch gesehen ist es aber wirklich so, dass wir in der ruhigsten Zeit bisher leben und am wenigsten... das Thema schon. Ja, ja, ja das, aber das ist... Nee, statistisch also, leben wir überhaupt nicht in der ruhigsten Zeit. Du hast so viel Gewalt auf der Welt immer noch, so viele Brandherde... Da hast du statistisch gar nicht, dass es ruhiger lebt. In Europa vielleicht, ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Aber global gesehen, nee. Niemals. Wenn du einfach, ich meine, ich habe viel Zeit, ich gucke mir die Weltgeschichte an, andere gucken gerne lieber weg, weil es hier gut läuft. Und solange es gut läuft, wieso sollte man weiter wegschauen, wo es nicht so gut läuft? Also global gesehen läuft gar nicht alles so toll, wie wir es gerne hätten, dass es ruhig ist. Weil du hast in Burma die Buddhisten gegen die Muslime, in den Philippinen hast du teilweise Probleme, Sri Lanka hat immer noch Probleme, Indien und Pakistan hat immer noch ordentlich Probleme. Der ganze Nahe Osten ist einfach nur ein ganzes völliges Ghetto, völlige Riesenkacke, die da abläuft. Ägypten hat mittlerweile auch ein paar Probleme mit den Radikalen und es könnte trotzdem kommen zu einem Bürgerkrieg, zu einem weiteren Bürgerkrieg sozusagen. Ganz Afrika hat irgendwo Konfliktprobleme. In den USA gibt es auch Probleme, wobei die Probleme da halt unterdrückt werden von den Polizeiorganen vor allem. Und in den Nachrichten das nicht so schön hervorhebt, wie es eigentlich... Aber guck mal, wenn du, ich habe jetzt nochmal eine neue Statistik gepostet von Things That Most Likely Kill You. Und also klar, ich weiß jetzt nicht wieder, ob das jetzt nur auf... Ja, aber das hat sich doch nie geändert, Jakob. Das ist schon der erste große Punkt, den ich da sehe. Moment, damit die Leute das auch so auf dem Bildschirm haben. Wenn du diesen großen Punkt siehst, Heart and Circulatory Disorders, das hat sich ja bei der Menschheit nie großartig geändert. Wir haben jetzt sogar mehr Möglichkeiten, das zu verhindern. Krebs, das hat es vermutlich schon immer gegeben. Früher hat man einfach die vielleicht als, wenn einer so einen komischen Krebs hatte, als heilig angesehen sogar. Respiratory Disorder, Respiratory, das Wort auf Englisch sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, nicht, das ist Medizin. Aber das ist ja alles Sachen, die es schon immer gegeben hat. Es ist ja nichts Neues.
Ich glaube, das ist aber so Magnesiummangel oder sowas. Also nicht nur Magnesium, sondern irgendwie Vitaminmangel und sowas, glaube ich. Also die meisten Sachen davon aus der ersten Reihe, aus den großen Dingern, kannst du ja auch überwiegend sogar auf finanzielle, also zumindest auf dein, wie viel Geld du halt hast. Also Leute, die arm sind, neigen halt eher zu diesen Krankheiten als Leute, die Geld haben. Das heißt, klar, weil sie sich das Essen nicht genau, leisten. Vitaminmangel, Essen, ungesund, etc. Das ist schon klar. Aber dann die Ursachen war das allerletzte, ganz oben. Ja, ich müsste bei solchen Statistiken, wo wurde das gemessen? Global, bei welchen Gruppen? Hat man die Zahlen von überall, weil gerade in Afrika hast du gar nicht die großen Zahlen, weil es viele Regierungen diese Zahlen gar nicht erheben, erst recht. Also Afrika ist meiner Meinung nach das größte globale Problem, das wir haben, und wenn du da gar keine Zahlen hast, dann, also wenn du da ausdrückst, hast du Center of Control, also Central, also hier Center of Disease Control and Prevention, und da sind einige Nummern her, und da ist halt Herzkrankheiten das meiste, danach Krebs und diese ganzen Sachen. Also da hast du zumindest die medizinischen Sachen her. Und die beziehen, ja, okay, aber die selbst das kann, glaube ich, auf die USA halt, nämlich. Ich denke mal, das Ding ist komplett nur für die USA gesehen. Solche Sachen kannst du eben nur machen, wenn du saubere Statistiken auch hast. Aber das funktioniert nur in Nationen, die auch eine funktionierende Regierung hat, die Menschen wirklich zählen kann, die weiß, wie viele, mehr oder weniger, wie viele Frauen da leben, wie viele Kinder, das auch selber dokumentieren. Nur dann funktioniert das. Aber wir können uns darauf einigen, dass es zumindest bei uns im Westen, also in den westlichen Ländern, eben so ist, dass man sich wegen diesen Sachen halt nicht mehr so gut im Kopf machen muss. Ja. Das habe ich vorhin gesagt. In Europa sehe ich das Bild voll und ganz so. Da kann ich gar Europa, USA. Da kann ich da gar nicht dagegen sprechen, weil ich lebe in einer kleinen Wohnung, ich kann meine Rechnungen bezahlen, ich habe geheizte Wohnungen, ich muss nicht verhungern, ich habe die Möglichkeiten im Internet zu surfen, Informationen reinzuholen. Ich habe eine volle schulische Ausbildung, ich habe eine Lehre gemacht. Also hier sehe ich das Problem nicht, und ich weiß das auch in meinem Umfeld, dass die meisten Menschen da diese Möglichkeiten hier in meinem Staat haben. Da kann ich gar nicht dagegen sprechen. Aber global gesehen hat sich, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, und da hat die Geschichte dann mehr Kraft als jetzt so Statistiken, weil Geschichte kannst du schreiben, wenn du ins Land, ins Innere gehst und einfach was du beobachtest, ohne jetzt zu zählen, wie viele Frauen da sind, wie viele Kinder da sind, welche Frauen rauchen, das muss ich nicht wissen. Ich muss als Historiker, kann ich reingehen in das Land, kann beobachten, kann sehen, wer gerade an der Macht ist, ob da in diesem Gebiet ein Konflikt stattfindet, ob da Menschen gestorben sind, das kann ich dann so viel besser dokumentieren als regierungstechnische Statistiken, die nicht möglich sind, weil es keine richtige Regierung gibt, die sich darum kümmert. Da muss man mit dem Historiker Gedanken ran und kann nicht mit Statistiken rangehen. Funktioniert einfach nicht, leider. Es wäre schön, wenn das funktionieren würde, dann müsstest du quasi irgendeine technologische Errungenschaft haben, die jedem Menschen bei Geburt einen Chip einpflanzt und den Menschen überall beobachtet, wohin er geht, was er raucht und. Aber so einen Chip will ich persönlich überhaupt gar nicht. Technologisch wäre das sicher möglich, dass du das jedem aufzwingen kannst, aber so ein Chip will kein vernünftiger Mensch. Hans und Ola Rosling, wie man seine Ignoranz gegenüber der Welt reduziert. Ah ja, den kenne ich. Den ja, genau. Ich selber auch. Der hat ja diesen TED-Talk vor 8 Jahren gemacht, den ich hier geschickt habe. The best stats you ever seen. Und also der ist ja, weißt du, das Problem ist, ich habe mich mit dem jetzt 100% nicht befasst. Hier ist nochmal ein anderer TED-Talk. Ich habe ja das Video gesehen, und die Statistiken, ich vertraue ja darauf, dass er ja kein Bullshit erzählt. Also in gewissem Maße muss man jetzt auch
irgendwo jemanden vertrauen können, der sich da hinstellt und jetzt ein Diagramm, also im zweiten Video hast du ja diese, wo er diese Karte zeigt mit den Jahrhunderten oder Jahrzehnten, wo das dann einfach immer tendenziell immer besser wird, auch in Afrika und in anderen Kontinenten. Und da vertraue ich einfach drauf, dass das jetzt auch stimmt, was der da jetzt präsentiert. Also ich habe jetzt einfach keine... Ich kann mir nicht vorstellen, was das jetzt bringen würde, wenn er lügen würde, weißt du? Ich sage nicht, dass er Bullshit erzählt, aber ich meine, ich habe ihn direkt auf BBC mal gesehen. BBC 2 war das, glaube ich. Nicht die ganze Sendung, aber 4, 5, glaube ich, davon noch sehen können. Und seine Argumente sind tipptopp, die sind felsenfest, die kannst du gar nicht gegen argumentieren. Außer, dass er natürlich außer Acht lässt, ich meine, er spricht in dieser Dokumentation, die ich von ihm gesehen habe, diesen Vortrag, hat er das Wort Krieg eigentlich nie in den Wort genommen. Also ich habe das jetzt nicht bewusst gemerkt, dass er das Wort Krieg überhaupt einmal in den Wort genommen. Ich glaube, er versucht das halt mit Optimismus zu bewältigen. Die Menschen ein bisschen da zu quasi zu beschwichtigen. Ja gut, die ganzen TED-Talks sind ja eigentlich alle optimistisch. Also das ist ja schon... Ja, nicht alle. Es gibt schon ein paar sehr schon sarkastische Dinge, habe ich auch schon gesehen. Aber generell hast du schon recht. Aber soweit ich mich erinnere, hat er das Wort Krieg nicht einmal in den Mund genommen. Und dann habe ich natürlich Probleme damit. Dass er das quasi, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht dass bestätigen. Er quasi sagt, überall wird es besser, 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 dass der Afrikaner sich ein Fahrrad leisten kann. Und mit dem Fahrrad hat er dann die Möglichkeit, schneller zu seinem Beruf zu kommen, zu seiner Arbeitsstelle und kann quasi einen kleinen Job erstellen etc. Ja, das stimmt ja alles. Das ist ja korrekt. Aber das Problem ist, zuerst muss mal der Afrikaner die Möglichkeit haben, zu einem Fahrrad zu kommen. Und das hat er nicht so ganz rüberbringen können. Aber ich kann gegen seinen Optimismus kann ich nicht sein. Ich finde es gut, was er macht. Aber einige Aspekte lässt er meiner nach außer Acht. Und da habe ich dann das Problem, dass er seine Statistiken aufbaut, aber nur aus einem völligen Optimismus heraus, mehr oder weniger. Klar, der Optimismus kann dann die Leute anstacheln und sagen, hey, wenn es nur mit $100 einer Person das ganze Dorf quasi über die nächsten 5 Jahre verändern kann, super toll, dann spende ich das. Da habe ich ja nichts dagegen. Aber das Problem ist, landen die $100, die man spendet, wirklich dann irgendwo hin? Das weiß man dann eben auch nicht. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ja, viele von diesen einige von den Organisationen leben halt davon, dass man Geld spendet und die leben halt gut davon. Das ist leider auch so. Die leben dann davon, dass sie Geld wollen, damit eigentlich die Organisation am Leben erhält und die Administrationskosten steigen und die müssen dann die Löhne zahlen, da brauchen sie noch mehr Spenden. Das ist dann schwer, das zu nachvollziehen, ob da das Geld wirklich an den richtigen Ort landet. Obwohl ich dieses Jahr auch wieder gespendet habe und hoffe, dass ich eine Person, also ich habe noch nicht gespendet, ich warte noch auf die Rechnung, dass die Person dann einen Beruf ausüben kann, eine Lehre quasi. Hast du diese Direktdinger genommen? Ich weiß nicht, wie die heißen. Da gibt es auch so Seiten, wo du dann Leute entweder direkt Geld leihen kannst, die tun dann halt ihre, so wie heißen, mein Namensgedächtnis ist so schlimm. Ich weiß nicht, welche Organisationen direkt sind. Ich habe einfach die benutzt, die ich schon vor 2 Jahren benutzt habe. Helvetas, die halt Brunnen und so Zeugs und Wasserversorgung bauen. Und ich hoffe mal darauf, dass das Geld wirklich... Es gibt so Mikro-Darlehensseiten, wo du dann Leuten, die sagen, okay, die sind auch meistens in Afrika oder so, die können dann ihr eigenes Business starten, wenn du denen halt 20 Euro leihst oder sowas, weißt du. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinge heißen, aber davon gibt es auch einige. Oder zum Beispiel für die Schule oder so Sachen, das schreiben dann hinter, okay, ich bräuchte halt so und so viel, damit ich in die Schule gehen kann, kann mir das einer dann, dann hast du so Kickstarter-Kampagnen für die einzelnen Personen sozusagen. Ja, hört sich gut an, aber ich denke, meine Spende landet schon richtig, wenn ich da eine Lehrlingspatenschaft aufnehme. Ich denke das schon, dass da einer halt wirklich eine Lehre machen kann. Und ich hoffe es, dass er
weil Bildung, gerade die Bildung, wenn natürlich die gestärkt wird, kann das die ganze Familie auch weiterbilden, wenn das Kind nach Hause kommt oder der Jugendliche nach Hause kommt und sagt, ich habe heute das und dieses und jenes gelernt und gewisse Techniken und Mechaniken weiterverbreitet und dann die Familie das praktiziert und so weiter. Ich weiß, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, ja, klar. Zuhörer versteht, was ich meine. Wenn man weiß, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kleider repariert werden können oder wie man Seife alleine herstellen kann, irgend sowas halt. Dass man dann nicht teuer die Seife aus der Stadt kaufen muss, sondern man hat halt noch übriges Fett und aus dem übrigen Fett kann man dann mit billiger Lauge sich die eigene Seife herstellen, etc. Also halt Ideen, Befruchtung. Ja. Ich hoffe, das nützt halt so eine Sache. Ja, klingt auf jeden Fall nice. Klingt auf jeden Fall nice. Was hältst du denn von Spenden? Kannst du spenden? Tust du spenden? Tust du dich schwer mit Spenden? Das letzte Mal, wo ich gespendet habe, war gestern bei McDonald's. Da habe ich 1 Euro gespendet. Du hast bei McDonald's 1 Euro gespendet? Ja, die haben da irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, Kinderhilfe oder so. Und dann ja, die haben das Kinderhaus, McDonald's Kinderhaus, haben die auch in der Schweiz hier. Aber ach so, ja. Gerade bei solchen Firmen bin ich extra skeptisch, weil ich habe mir auch gedacht, die Hurensöhne tun die Leute versklaven, machen Money ohne Ende und ich Idiot kaufe da noch ein, weil ich verfressen bin und dann wollen sie noch Geld, das man spendet. Also die Dreistigkeit ist schon hart. Aber bei denen bin ich einfach skeptisch, ob die wirklich die Spenden, ob die dann richtig landen oder ob die auch sagen, das machen die ja, die haben, verdienen ja genug Geld, die brauchen das halt nur fürs Image. Ja, aber du weißt das ganz genau, dass es nie genug ist für einen Konzern, eine Firma. Es ist, ja, also wenn die jetzt noch Spendengelder einkassieren, alter Schwede, das wäre dann schon... Ich denke, ein Teil davon landet bestimmt in die Administration, muss ja irgendwie. Es muss ja viele Personen geben, die das Geld aus den Filialen erhalten, dann das dokumentieren, aufschreiben, Zeit aufwenden. Und dann drückt man sich vielleicht schon die ein oder andere Arbeitsstunde mehr in die Buchhaltung, als eigentlich wirklich vielleicht vorhanden ist. Oh, das ist auch, so wie du es jetzt beschreibst, klingt sogar realistischer. Ich meine, McDonald's, wenn McDonald's mich jetzt hören würde und vielleicht hören sie das und sagen sie, Rufmord. Ich meine, ach Quatsch, das ist meine Vermutung. Quatsch, du sagst jetzt Quatsch, aber die Leute... klagen andere Leute auf die dümmsten Gründen an überhaupt. Ich sage, das ist meine Vermutung. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das genau so abläuft. Und das ist jetzt auch nicht weltbewegendes insofern, dass ich auch schon bei der Arbeit meine Stunde aufgerundet habe von 3/4 Stunden auf 1 Stunde. Das macht... Wir sind halt eine gierige Spezies irgendwo durch. Also das ist ja nichts Neues. Die Frage ist, bin ich jetzt gieriger als einzelne Person oder als Konzern? Das sind dann die andere Frage. Ja gut, man weiß ja, wieso manche Sachen funktionieren. Die meisten Leute, die in den Chefetagen arbeiten, sind ja statistisch gesehen ja alle empathielos oder schon borderline Soziopaths und so. Gibt es ja Statistiken drüber. Besonders die halt, die BWLer, die Wirtschaftsleute und so, die sind ja alle so irgendwie empathielos gegen andere Menschen, weil das ja da bevorzugt wird. Da muss ja empathielos sein. Du musst ja nur auf dein eigenes Ding Es hat vor einem Jahr oder vor 2 Jahren einen Film gegeben, ich weiß nicht, wo der zuerst lief, aber auf Arte lief er dann auf jeden Fall. Der Banker. Das ist eine sehr gute Reportage von einem, der sich halt von dieser Elite mehr oder weniger abgelöst hat. Und der plaudert halt aus dem Nähkästchen und der hat gesagt, das funktioniert nicht in das Geschäft und dann Empathie zu haben. So kannst du kein Geld machen, so kannst du nicht sagen, der Wachstum, der kann nicht ewig so gefördert werden, wenn du halt lieb und nett bist und die ganze Zeit Empathie hast, das funktioniert nicht zusammen. Deswegen ist es ja so, du kannst mit harter Arbeit oder ehrlicher Arbeit kannst du nicht reich werden. Das System ist nicht dafür ausgelegt. Das ist nur darauf ausgelegt, dass du auf den Kosten von anderen Menschen reich werden kannst.
Wenn du jetzt was besonders gut kannst, sagen wir mal, du bist jetzt Maler. Du malst jetzt, kannst echt super gut malen. Damit wirst du nicht reich. Außer du findest jemand anders, der dich sozusagen vermarkten kann. Das heißt, den anderen Leuten halt irgendeinen Shit erzählen kann, dass deine Bilder jetzt besonders gut sind. Aber aus der Kunst heraus oder aus dem Handwerk heraus kannst du nicht reich werden. Du kannst aber reich werden, indem du halt hingehst und anderen Leuten Geld verleihst oder anderen Leuten sagst, dass du mit ihrem Geld halt mehr Geld produzieren kannst. Damit kannst du reich werden. Ob du das dann kannst, ist ja meistens die andere Sache. Wenn du es nicht kannst, kommst du vielleicht in den Knast, so wie die SK-Leute da, weißt du, was ich meine? Die dann halt, oder viele andere Betrüger, die sich dann herausgestellt haben, dass sie halt das Geld dann veruntreut haben. Oder du kannst es dann halt wirklich und dann, ja, und was machst du dann eigentlich mit dem Geld, wo du es mehr hermachst, und nimmst es halt wieder anderen Menschen weg? Ich halte das für ein Gerücht, dass Leute für Verbrechen, gerade die du erwähnt hast, ins Gefängnis kommen. Das halte ich für einen Mythos. Manchmal. Außer in Island. Ich meine, gerade in den Bankern da, wo sie jetzt die Banker da in den Knast, ja, das ist nice. Und ich meine, Island ist der einzige Fall, den ich halt kenne. Und das Szenario, dass Leute für Betrug ins Gefängnis kommen, kann gar nicht stimmen, weil Betrug aus Gesetzeswegen, gerade in Bezug mit Banken, in den meisten Staaten explizit gefördert wird. Ich meine, anders kannst du die Bankenrettung auch gar nicht beurteilen. Ja, ja, aber man weiß aus der Regierung, aus dem Staat heraus, aus Dokumenten heraus, dass da viel Betrug lief, ja, dass die Banken da involviert waren. Auf der Straße deswegen. Das hat sich alles, das ist alles weg. Die sind jetzt auf der Straße, weil der Flüchtling ist da. Das ist, und dem kann man auch noch die Bude abfackeln, weißt du, weil das ja easy ist. Kann man, hast ja auch mitbekommen in Deutschland, wo sie angefangen haben, oh, da wird ein Flüchtlingsheim gebaut, bevor die Flüchtlinge rumkommen, dann fackeln wir es nochmal schnell ab. Aber hast du mal irgendwie gesehen, dass von irgendeinem reichen Typen sein fünftes Haus mal abgefackelt wurde? Also ich sag ja nicht, dass es richtig ist. Ich bin kein Freund von Gewalt oder so. Deswegen habe ich auch ein Problem mit Kommunisten, weil viele Kommunisten eben ja hingehen und halt diese Revolution, eine blutige Revolution machen wollen, weil sie meinen, das ist nur also es ist nicht alle Kommunisten, aber es gibt halt viele davon, die so denken, dass man das halt nur mit einer Gewalt und irgendwie umsetzen kann. Aber es ist halt eben so, du siehst das nicht. Ich habe noch nie gehört, dass irgendein Reicher, dem die Villa abgefackelt wurde, auch nicht während Occupy Wall Street oder höchstens, dass die Mann vielleicht ein Ei aufs Auto geworfen bekommen haben oder so. Ich sage ja auch nicht, dass die Leute das machen sollen. Aber komischerweise, wenn es dann darum geht, irgendwie Leute, die nichts haben, anzugreifen, da sind die Leute irgendwie immer schneller gewalttätiger bereit. Ich glaube, das Problem ist bei Occupy, die Leute, die damit machen, die verstehen ja, was nicht stimmt am System. Nein, nicht alle. Nicht alle, glaube ich. Aber lass mich ausreden. Die meisten können so weit denken, dass sie sagen, es macht uns überhaupt nicht besser, wenn wir da mit Gewalt rangehen. Darum siehst du vielleicht auch weniger Gewalt gegen Reiche, weil sonst die Reichen sagen würden, guck mal, die sind nicht besser, die sind alles nur Tiere, bla bla bla. Und bei Pegida etc., bei den Rechtsradikalen, ich meine, so ein Neonazi, der hat eh nichts mehr großartig zu verlieren. Sei sein Ruf ist ja schon irgendwo durch. Ja, okay, kaputt. Ich weiß, was du meinst. Ja, könnte natürlich sein, ja. Was soll den noch stören, wenn ein Asylheim abfackelt? Wobei ich da auch ein bisschen kritisch bin. Man hat genug Fälle, gerade in Deutschland, von V-Männern, die halt das Ganze noch anstacheln, die eigentlich mit gewissen rechten Gruppen gar nichts zu tun haben, sich aber da eingeschlichen haben und das Ganze noch anfeuern. Auch bei friedlichen Demos, bei den weniger radikalen Linken oder Rechten hörst du immer wieder Stories, wo ja, es gibt schwarze Blocke unterwandert und so ein Shit, ja, es gibt's. Die gehen dann rein in die Gruppierungen und schmeißen da aus der Gruppierung plötzlich einen Stein zu den Polizisten rüber, ja, ja. Die eigentlich ihre Kollegen sind zum Beispiel. Also diese Geschichten
sauge ich jetzt mir nicht aus dem Finger, sondern. Bei den G7 und G12-Gipfeln hat man ja immer diese Demonstranten und da wird immer erzählt, dass da irgendwie extra Leute angeheuert werden oder extra positioniert werden, damit diese Ausschreitungen immer gewalttätig mit Gewalt verbunden werden, sodass die einfach denunziert werden als einfach Spinner und so. Weil wenn du Gewalt ausübst, hast du ja meistens eh verloren. Also so sollte es eigentlich auch schon sein. Und das ist natürlich eine gute Art und Weise, halt die ganzen Demonstranten halt als zu defragmentieren und sagen, okay, hier, die sind, das, was die wollen, ist nicht gut, weil die üben ja Gewalt. Vielleicht ist es auch eine prophylaktische Vorsichtsmaßnahme der Polizei, dass sie sagen, komm, wir lassen das jetzt ausarten und dann wissen wir, wann wir angreifen sollen, dann haben wir das vom Tisch und dann kann halt Konferenz, was auch immer, stattfinden ohne weitere Probleme, dann haben wir das am ersten Tag sozusagen schon. Ja, gut, aber wenn du jetzt in Deutschland nimmst, die 1. Mai-Ausschreitung, also da, ich glaube nicht, dass die unterwandert sind. Das sind die freuen sich da jedes Jahr drauf, Randale machen zu dürfen. Also. Ja, das sehe ich, habe ich selber schon in Zürich gesehen. Wobei ich dann die Polizei auch in Zürich anprangern kann. Ich habe die fotografiert, also ich habe dann die Zivilisten, die sich als Zivilisten ausgegeben haben, die Polizei, die haben mich schon provoziert, weil ich sie fotografiert habe und gesagt haben, ich dürfe sie in der Öffentlichkeit nicht fotografieren, lösche das Foto, bla bla. Naja. Habe ich einem gesagt, kommt gar nicht in Frage, wer bist du mir zu sagen, dass ich dich in der Öffentlichkeit nicht fotografieren darf, nur weil du Polizist bist und als Ziviler unterwegs bist. Bist du selber schuld, du hast den Beruf ausgewählt, du hast dich dafür profilieren lassen, du willst jetzt das machen, wenn dir das nicht gefällt, such dir einen anderen Job etc. Aber da hat dann so wirklich stinkfrech gesagt, ich soll das Foto löschen, da habe ich gesagt, träum du mal weiter und dann bin ich einfach weitergegangen. Ja, das Glück gehabt, dass du nicht aufs Maul gekommen hast. Der war alleine, wäre zu zweit gewesen, weiß ich nicht, wie aktiv die dann geworden wäre. Das ist auch so eine Sache, Leute, also ich will das jetzt nicht so verallgemeinern, weil das ja meistens schlecht ist, aber Leute, die sich tendenziell zur Armee oder zur Polizei hingeführen sind, das sind ja auch meistens Leute, die halt irgendwie was kompensieren müssen. So kommt es meistens vor. Das sind nicht Leute, die einfach irgendwie das Konzept ich will was Gutes machen oder so, sondern eher, ich will ein bisschen Macht haben, die ich dann ausüben kann. Das kommt bei den meisten dann auch rüber. Ich habe jetzt nicht viel mit der Polizei zu tun, also eigentlich gar nicht. Also, aber ich weiß gar nicht, in Deutschland ist die Bundeswehr Pflicht oder? Nee, nicht mehr. Das haben sie abgeschafft. Nicht mehr, okay. Weil in der Schweiz ist ja bei uns die Armeepflicht. Und ich habe 9 Tage ausgehalten. Weiter kam ich wirklich nicht, weil ich habe nur Aggression. Nee, auch nicht. Ich musste dann 10 Jahre lang zahlen. So hat mich die Schweiz quasi. Wie, du musstest Geld zahlen? Ja, du hast in der Schweiz, kannst dich als untauglich versuchen, vom Arzt zu verschreiben, untauglich. Okay. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du nicht zahlen musst, wenn du Zivildienst leistest, das heißt so Zivilübungen machst für die Bevölkerung. Ja, ich habe Zelte aufbauen. Wenn so Zelte aufbauen und halt, keine Ahnung, solche Dinge halt. Mhm. Und Dämme bauen und solches Gedöns. Oder wenn du auch das nicht wirklich machen willst, hast du die Möglichkeit zu zahlen. Und das ist halt, meiner Meinung nach geht das schon ein bisschen... Demokratisch kannst du dich freikaufen. Das ist ja ein Wahnsinn. Das hat nicht mit Demokratie zu tun, wenn du zu irgendwas gezwungen wird. Ja eben, das war ja der Witz der Sache. Da kommen wir gerade ganz kurz zurück zum Feminismus. Wieso kämpfen die Frauen nicht dafür, dass in der Schweiz zum Beispiel auch die Frauen ins Militär müssen? Weil die Frauen müssen das nicht. Die Frauen müssen das nicht. Eigentlich ist es eine Diskriminierung gegen Männer, aber die Frauen müssen das nicht in der Schweiz. Komisch, oder? Ja, das ist komisch. Da habe ich noch keine Feminismus-Seite oder irgendeine. Ja gut, aber es gibt natürlich schon Frauen, die auch in die Armee wollen und ja, aber das sind dann keine Feministen. Feminismus, der westliche, wie wir das Bild ja gezeigt haben, der westliche Feminismus, mit dem man so kennt, Aircondition und über Ampelmännchen sich aufregen etc. Aber sobald es dann ein bisschen
wie gesagt, Militär zur Hand gehen soll, da lässt man lieber nichts rüberwachsen an Gesprächen und zeigt nicht auf, dass das möglich sein sollte, dass das ein Muss sein sollte, dass auch Frauen da, wieso gibt es nicht eine Frauenquote fürs Militär? Ganz einfach. Ja, gibt es, in der USA gibt es, und es gab sogar lustigerweise jetzt vor einigen Monaten gab es jetzt mal, weil die haben ja jetzt vor ein paar Jahren überhaupt Frauen da in die Armee, vor 10 oder 15 Jahren hat es, glaube ich, angefangen. Also nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle, also so mal Pi mal Daumen. Und die haben jetzt halt festgestellt, dass Frauen einfach für die Armee doch nicht so gut sind. Weil das hat auch viel mit körperlicher Masse zu tun und so. Und biologisch sind die einfach keine guten Soldaten. Frauen sind genau gleich. Du bist so chauvinistisch, ey. Du bist so chauvinistisch, dass du sagst, Frauen können nicht das Gleiche wie Männer. Ja, bin ich. Und die haben halt festgestellt, dass Frauen einfach keine guten Soldaten hergeben. Aus vielerlei Gründen. Die sind halt nicht so körperlich belastbar, weil sie einfach nicht die Muskelmasse haben. Und so, die können da natürlich Ärzte oder sowas ist kein Problem. Aber wenn es dann wirklich darum geht, da irgendwie im Schlamm zu liegen und oder irgendwo im Dreck sich zu wälzen und dann stundenlang, tagelang da zu warten, um wen wegzuballern, sind die einfach nicht so Bombe wie Männer. Weil die körperlich einfach anders gebaut sind. Und dann ist das halt so. Das hört man natürlich dann auch nicht gerne. Aber mal davon abgesehen, Armee ist sowieso behindert. Also, deswegen wo war ich mit meiner Story? Ich habe 9 Tage ausgehalten und dann wurde ich sozusagen habe ich mich freikaufen können, weil es mich wirklich, ich habe Aggression. Ich habe gesagt, wenn ich weiter diesen Befehlsmist, diese Verherrlichung von Gewalt akzeptieren muss und Teil davon werden muss, dann muss ich einen erschießen. Ganz einfach. Ja. Weil ich mich genötigt fühle. Und dann wurden sie dann hellhörig und dann haben sie mich ernst genommen, verstehst du? Ja. Und mich hat vor allem gestört, wie mein Vorgesetzter war, mein Truppenführer, keine Ahnung, wie der genannt wurde. Als er das erste Mal quasi wirklich zu uns gesprochen hatte, da hatte er so eine richtige Euphorie und gesagt, das macht dann Spaß, das ist dann schön, wenn ihr die erste Granate werft. Und dann hast du ihm das wirklich angesehen im Gesicht, wie der gestrahlt hat, dass man eine Granate werfen kann und es explodiert und das wirklich ein gutes Gefühl sei. Und das macht wirklich, habe ich gedacht, so will ich niemals werden. Ich muss hier raus. Ich will nicht so ein Vollidiot werden, der Gewalt so sehr verherrlicht, dass allein die gewaltige Explosion in so Euphorie versetzt, weil wenn es Krieg gibt, dann ist so ein Mensch, der eine Explosion, eine Granate so verherrlicht, so strahlt im Gesicht, der tötet mit Freuden dann. Ja, wobei ich kann auf der einen Seite kann ich es verstehen, also ich habe auch gerne, als ich kleiner war, mal Böller geschmissen, aber ich glaube, da ist noch ein weiter Weg zwischen Böller schmeißen und eine Handgranate jemanden irgendwo auf jemanden zuwerfen, also ich glaube, da sind noch Welten dazwischen, was da Spaß macht und was nicht, aber wenn du dann wirklich, das Militär dient ja dazu nur, die Leute sozusagen zu dressieren, dass sie dann einfach auch ohne nachzudenken auf jemand anders schießen können. Dafür ist es da. Es ist da zum Töten, zum Gewalt auszuüben. Bezüglich Schlamm und Frauen, also kann ich auch nicht gelten lassen, dass Frauen keinen Schlamm gerne haben, so wie du sagst, im Dreck liegen. Stimmt nicht, Jakob. Frauen machen das sehr gerne. Nein, ich meine, dass sie halt in der nicht so lange das halt durchhalten können, weil es einfach von der körperlichen Belastung einfach zu hart ist. Es gab jetzt sogar die erste Navy SEAL-Frau. Und Navy Seals sind ja die härtesten und bla 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 und so. Und selbst die soll natürlich sehr gut sein, aber die ist halt auf keinen Fall auf dem Niveau von irgendwelchen Männern. Weil es körperlich einfach von der Belastung her nicht geht. Also ich meine, so Schlammringen ist körperlich auch sehr anstrengend und können das auch Stunden machen, wenn die das wollen. Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Nee, aber wieso hast du denn nicht von vornherein Zivildienst gemacht? Musst du auch Befehle annehmen. Das ist ja einfach das Gleiche, aber halt ohne Waffen. Und dann ich habe allgemein sehr Probleme mit irgendwelchen stupiden, nicht nachzudenkenden Befehlen. Beim Zivildienst ist es eher so wie ein Praktikum, was scheiße ist und du keinen Bock drauf hast.
So kam es zumindest mir vor. Aber insofern war ich ja so für den Staat sehr lukrativ und dann kann mir keiner vorwerfen, ich würde den Menschen auf der Tasche liegen, weil Zivildienst kostet ja auch und da kriegst du eher Geld, als dass du was einsatzst. Ich habe quasi dem Staat einen sehr, sehr großen Dienst erwiesen, wenn ich da jährlich, ich weiß gar nicht, wie viel das war, 3% sind es, 3% vom ganzen Einkommen. Also ist nicht wenig. Wenn jetzt einer gut verdient, 100.000 Franken im Jahr, dann gibt er schon einen ordentlichen Batzen ab. Da. Ja, klar. Fürs Nichts tun, für eigentlich die Entlastung des Militärsbudgets kriegen die noch Geld. Also ist schon ein bisschen merkwürdig, um es milde auszudrücken. Ja. Noch eine andere Sache, weil ich habe das jetzt nicht hundertprozentig verstanden. Ich hatte dir da einen Link geschickt von dieser einen Dokumentation zu Wikipedia. Und da hast du mir, du hast die anscheinend ja gesehen und hast du mir gesagt, du hast sogar das Buch von dem einen gekauft, der da erwähnt wird von denen, der die Einträge manipuliert. Nee, ich habe es nicht gekauft. Wieso soll ich von der Person ein Buch kaufen, die bewiesenermaßen nichts von Fakten hält? Genau, ja, deswegen, das habe ich ja nicht verstanden. Was hast du denn damit jetzt gemeint? Du kanntest das Buch oder was war das? Ich habe ja die Dokumentation vorher gesehen, bevor du mir den Link geschickt hast. Und, ja. Fandst du die jetzt gut? Weil ich fand die jetzt okay. Also ich sage es mal so, ich fand das jetzt natürlich auch nicht, ich würde jetzt auch nicht hundertprozentig davon alles fürs Wahre nehmen, aber ich habe schon von Wikipedia schon öfters gehört, dass es besonders bei diesen Sachen eben so ist, dass es komischerweise dann tatsächlich immer diese Editoren gibt, die einfach diese Sachen immer rauslöschen. Ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung nur vor allem beurteilen. Okay. Also gerade der Fall jetzt in der Dokumentation fand ich sehr, sehr ausschlussreich in diesem Artikel schlechthin. Ich meine, das ist ein Paradebeispiel. Den habe ich vorher gekannt, diese mit den NATO. Ja, den habe ich schon vorher gekannt. Aber ich wusste nicht, dass das so schlimm ist mit seinem Wikipedia-Artikel. Das wusste ich nicht. Und ich meine, das ist ein Paradebeispiel, wenn da wirklich, und ich meine, die saugen sich ja das nicht aus den Fingern, sondern sie machen das sehr detailliert in dieser Doku, auf diesen Artikel bezogen. Sie haben ja nicht alle Artikel von Wikipedia durchfiltern können, geht ja nicht. Aber gerade in diesem Artikel von Daniele Ganser ist es schon ein bisschen sehr, sehr krass, dass da so eine komische Front existiert, die das einfach nicht korrigiert haben will. Und auch ja, aber weißt du, wer das sind? Die gibt es, da gibt es sogar einen Begriff dafür, das sind die Verteidiger vom Status Quo. Das sind die Leute, die für das System die Lakaien sind, weil die ideologisch überzeugt sind, damit sozusagen das System aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn da jetzt jemand hingeht und irgendwas, wie zum Beispiel jetzt der Ganser sagt hier, man könnte ja mal nachfragen oder man könnte mal genauer nachüberprüfen, was denn da jetzt vorgefallen ist. Besonders bei der Historie gibt es diese Leute, die das nicht wahrhaben wollen und alles tun werden, um sozusagen die offizielle Meinung oder irgendwie diesen Status aufrechtzuerhalten, dass das so ist. Die werden die NATO immer verteidigen, die werden jegliche Sachen in diesen Richtungen immer versuchen, tot zu reden, gut zu reden oder sonst irgendwas. Und das sind auch die Leute, die in die Talkshows eingeladen werden. Du hast sehr selten, also ich kenne keine Talkshows, wo der Ganser mal eingeladen wurde, die im Fernsehen gekommen sind. Im Fernsehen nicht, aber er wurde ja wenigstens von KenFM mal in eine Runde eingeladen und KenFM ist super in vielen Hinsicht, aber das ist, KenFM ist in den deutschen Medien das eigentlich, was jetzt Pegida ist. Was Pegida eigentlich nee, jetzt nee, nee, ist nee, und KenFM wurde immer hingestellt. Er wird so hingestellt, ja, klar. Er wird als Rechter, als Antisemit, Verschwörungstheoretiker, alles, was du jemanden vorwerfen kannst, um ihn zu diskriminieren. Genau, das meinte ich. Er wird so dargestellt, weil das Problem ist, er zeigt auf offensichtlich auf und er bringt immer wieder Updates, myself und die Medien, und dann zeigt er auf, was über ihn eigentlich gesagt wird, und dann klärt er ein bisschen auf und
er dokumentiert das auch, also er zeigt das mit Artikeln auf, dass das nicht stimmt, etc. Also er kann aber, sich... Aber glaub mir, du musst mal gucken, es gibt so viele auch YouTube-Channels, also oder Facebook-Seiten, die zum Beispiel gegen KenFM hetzen. Und also, glaube ich, Seiten, ich weiß das. Glaube ich nicht, Seiten, das weiß ich. Ja, genau. Und diese Seiten sind halt hardcore drauf und die sind übrigens alle in Deutschland viel von der Antifa, also von Leuten von der Antifa betrieben. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, also die unterscheiden sich in der Hetze und dem Faschismus kaum von den Rechten, weil die einfach so festgefertigt sind in ihrer Aussage, der ist ein Antisemit, der ist ein Verschwörungstheoretiker und ich habe auch ein Problem mit manchen Sachen, die der KenFM, wie er sie halt sagt, dass er dann schon sagt, okay, es könnte ja sein und so und er übertreibt schon, aber er ist halt kein Alex Jones oder sowas, bei weitem nicht. Also er ist viel sachlicher als oder er ist auch keiner von den, er ist auch kein Schufer. Also wenn man dieses Lingo jetzt benutzen soll, also der ist auf keinen Fall ein Truther. Truther sind halt Alex Jones und diese und wie heißt denn dieser Deutsche da? Ja, so einen Begriff will ich auch nicht verwenden, weil er eben schon so verseucht ist, der Begriff selber. Ja. Ich meine, Truther, was heißt er? Wahrheitsfinder auf Deutsch kann man das am besten übersetzen, aber das ist schon so sehr verseucht, dass das in Verbindung gebracht wird mit Verschwörungstheoretiker und Das ist schade. Man sucht nach der Wahrheit und wenn man sich Truther nennt, ist man direkt ein Spinner. Damit habe ich persönlich ein Problem. Worauf ich aber mit KenFM jetzt noch hinaus will, ist, er hat eine sehr, wirklich super Frage gestellt. Und zwar, das war in seiner letzten Positionen-Folge. Und er hat die Frage gestellt, weil er war ja bei den Mahnwachen, für die anderen Zuschauer, die das noch nicht so kennen, und hat da ein bisschen immer gesprochen, bei den Mahnwachen, freitags oder montags, wann fanden die immer statt? Montags. Und er hat die Frage gestellt, wie kann man dagegen sein, wenn einer gegen Frieden aufruft, ganz wirklich auch friedlich, wie kann ein vernünftiger Mensch dagegen sein, wenn ich für den Frieden bin? Wie kann einer gegen Frieden sein? Wie funktioniert das in der Gesellschaft? Ja, das funktioniert ganz einfach, indem du hingehst und sagst, okay, die sind antisemitisch und weil die Probleme mit der NATO haben, was eigentlich viele Leute normalerweise haben müssten. Das ist das Problem. Ja, und dann bist du natürlich anti-amerikanisch und wenn du anti-amerikanisch bist, bist du natürlich auch gleich antisemitisch und wenn du antisemitisch bist, bist du natürlich auch gleichzeitig Nazi und wenn du sagst 9-11, da könnte man vielleicht doch nochmal mal nachfragen, was da genau passiert ist, dann bist du natürlich ein Verschwörungstheoretiker und so einfach ist das. Und zurück zur Dokumentation und zu dem Buch, was du nicht begriffen hast, was ich meinte. Ich lese ja Bücher, und zwar in den letzten 6 Wochen hat ich überhaupt irgendwie gar keine Lust. Ich kann es nicht beschreiben, wieso. Aber das Buch, das erwähnt wurde, ist ja, genau, dieses hier. Was so gute Reviews hat. 4 Kundenbewertung. 1 Stern. Und die erste Review hab ich gemacht, und das habe ich gemeint, dass ich das rezensiert habe. Das erste Review habe ich gemacht und ich habe das versucht, so sachlich wie es geht, halt zu formulieren. Aber du hast es auch gelesen, oder nicht? Nee, wieso sollte ich es lesen von einem Menschen, der offensichtlich... Kannst du denn das nicht gelesen hast? Moment, lass mich ausreden. Wieso sollte ich einen Menschen irgendwie auch nur ansatzweise seriös und sein Buch als seriös ansehen? Ich lese am besten einfach meine kleine Rezension. Das beschreibt es vielleicht am besten. Dieses Buch sollte nicht gekauft werden. Der Autor hält nichts von Fakten, hat wissentlich unter Pseudonymen auf Wikipedia Werbung für sein Buch gemacht, ohne wirkliche Relevanz und lügt über andere Personen und missbraucht die Community-Unwissenheit über das Wikipedia-System. Eine Person, die so agiert, nachdem er von anderen gefragt wird, wie etwas belegt sei mit »Ich weiß nicht« antwortet und fortfährt »Aber«, hat keinen Cent verdient und sein Buch kann als generelle Lüge betrachtet werden. Ganz gleichgültig, ob Philipp Heide sich Historiker nennt oder nicht, er ist ein Heuchler. Darum geht es. Und die 2 Kommentare drunter? Habe ich gar nicht gesehen. Die Kommentare, die können wir auch noch gucken. Der If, der Vieh, rückwärts If. Ja, das ist so. Vieh ist ja der Name.
Ich kann mich mit dem nur anschließen. Vieh als Philipp Heide sollte sich auf Stammtische beschränken, wenn er in guter Biertrinkermanier demokratische Meinungsbildung verhindern will, wie er es bei Wikipedia seit Jahren praktiziert. Und so einen lassen sie auch noch ins Klassenzimmer, wo er seine kruden Ideen an arglose jungen Menschen weitergibt. Vieh Deibel. Vieh Deibel. Ja. Kenjin meint, einfach mal diesen Link anklicken. Ja, das ist wahrscheinlich das Video, nämlich mal. Zur Doku. Ja. Und ganz ehrlich, ich bin schon für Sachlichkeit, man sollte ein Buch lesen, aber wenn eine Person seit Jahren, wie jetzt der If das auch beschreibt, seit Jahren so eine Aktion durchführt und nichts von Fakten hält und eben, wie ich es in meiner Rezension schreibe, wie und das auch Politiker haben ist, ihren Doktortitel gefaked. Das kommt doch auch. Das ist doch anscheinend bei dieser komischen, ich kann es jetzt nicht Elite nennen, aber bei diesem, das ist bei denen irgendwie normal. Die sind nicht wissenschaftlich. Die wollen nur ihre Position haben, damit sie ihre ideologischen Wertvorstellungen da beschützen können. Der Doktortitel von dem ist wahrscheinlich sowieso auch, wenn er einen hat. Ich habe mir schon überlegt, ich habe mir mal überlegt gehabt, könnte ich das, würde das funktionieren, kann ich das mit mir selber vereinbaren, wenn ich mir einen Doktortitel irgendwie anhänge, mir selber. Ich habe mir dann überlegt, meine Wurzeln, also meine Eltern kommen aus dem Kosovo, ich könnte da irgendwie eine Universität aus dem Kosovo herausfischen, die im Internet zwar irgendwie präsent ist, aber keine wirklichen Dokumentation darüber herrschen, könnte ich die heranziehen, mit einem Doktortitel da mich darauf beziehen. Das würde vermutlich eine Zeit lang sogar funktionieren, aber mit mir selber konnte ich das dann den Gedanken nicht weiterziehen, weil ich wusste, ich hab nie eine Universität so besucht und mir so wirklich Wissen angeeignet und selber Gedanken gemacht und aufgeschrieben. Es funktioniert einfach nicht, aber das anscheinend bei gewissen Kreisen, wie du sagst, ist das gang und gäbe. Ja. Momentan ist ja die Flinten-Uschi, die genau. Von der Leyen im Schussfeld. Es gibt wirklich einige Politiker, ich hasse ja sowieso die meisten Politiker, aber es gibt einige Politiker, die ich abgrundtief hasse, die ich auch wirklich als Nichtmenschen ansehe, weil die einfach so eklig sind. Und das ist die Merkel und das ist definitiv die von der Leyen und das ist der Schröder und noch ein paar andere. Weil das sind so Menschen. Aber Moment, der Schröder ist voll menschlich. Der hat sich besoffen in seiner letzten Talkrunde, dazu mal in seiner letzten Wahl ja hingestellt. Ja, nee, warte mal ganz kurz. Also menschlich. Bundesfinanzminister, ich hab so ein beschissenes Namens genannt. Der Schäuble. Der Schäuble, genau. Ich habe den Schröder. Schröder mag ich nicht, weil er einfach so ein Lügner ist und jetzt bei Gazprom da die Kohle macht und dem eh alles egal war. Aber der war wenigstens so offen und so ehrlich mittlerweile, dass er sagt, ich wusste, was ablief, ich habe das ausgenutzt, wieso auch nicht, ich wurde gewählt. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich das gut finden soll. Weil du musst es ja nicht gut finden oder respektieren. Ist auch schon so hart. Was? Die Dreistigkeit von den manchen Menschen, dass sie dann schon so dreist sind. Das ist so wie diese FIFA-Leute, Alter. Die sind auch alle... Also ich bin jetzt kein Fußballfan oder sowas, aber wenn ich mir das angucke, was da bei denen abgeht und dass die sich noch nicht mal schämen, das geht nicht. Also irgendwo ist dann aber Schluss. Ich finde es gut, dass der Schröder halt sich so offen dann gegeben hat, im Nachhinein leider erst. Weil das zeigt ein Bild, man sollte den Politikern halt ein bisschen besser auf die Finger schauen, allgemein. Und vielleicht war das auch ein bisschen sein Ziel, dass er gesagt hat, ich habe das System so ausgenutzt und es hat mir das ermöglicht, ganz legal, wieso auch nicht. Aber guckt halt, wenn ihr das ändern wollt, hier habt ihr mein Geständnis sozusagen, macht was draus. Ja, als wenn das bei den Leuten ankommen würde. Die gehen hin und wählen dann immer noch die Grünen. Ach so, wen ich auch nicht mag, ich weiß nicht, wie der heißt, der so, hat so lange Haare bei den Grünen. Ich will mir immer nicht den Namen, der ist auch ganz schlimm. Der war noch der neulich Cem, auch in Cem, so einer Talkshow. Der Cem, wie heißt der? Meinst du denn? Der hat einen Bart und lange Haare, ist aber noch relativ jung. Bart und lange Haare. Ja, ich glaube, der ist ja auch bei den
Aber du meinst nicht den Irokesen? Nee. Warte. Ich gebe einfach mal in Google grüne Bart und lange Haare. Nein, ich gehe. Der ist ja in der Bundestagsfraktion, ist er ja. Wo sieht man denn hier die Leute? Ja, ich habe ihn schon. Bart, lange Haare, bringt mir das richtig. Ich weiß schon, wer der Mann. Moment. Bart, lange Haare, Google ist so schlau mittlerweile, dass es. Echt? Hat er das direkt gefunden? Also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, welchen du meinst. Moment. Ja, mach mal ein Screen-Dingsbums. Ja. Genau den. Das ist doch krass, dass Google so. Ja, Google ist. Die werden immer besser. Die werden immer besser. Das ist so krass. Ich gebe einfach grüne, Bart, lange Haare. Ist nicht der erste Treffer, aber wenn du auf die Bilderansichten anguckst, findest du den schon und weißt. Ja, der ist auch richtig eklig, der Typ. Der hat wenige sinnvolle Argumente, ja, denen ich hintendran stehen könnte. Er hat ein paar sehr wenige, gerade in Bezug auf Islam, ist er nicht so wie sein Kollege, der Cem, wie heißt der, Cem irgendwas? Ja, ich weiß es. Er ist ein bisschen kritisch, ein bisschen, aber nicht viel, aber wenigstens ein bisschen hat er was hervorgebracht. Ja, aber ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen Politiker, außer der Gregor Gysi, und selbst der ist ein linker, der ist ja links, aber weißt du, was ich meine, weil der ist... Der ist auch verdammt zu ewigem Stasi-Dasein quasi. Ja, überhaupt, aber der ist auch so, weißt du, so einer, der versucht sich... Weißt du, wenn ich mal die Bundestag-Reden von den Linken und so, dann finde ich die eigentlich alle gut, was sie da sagen, macht auch Sinn und so. Aber auf der anderen Seite, zwischen Sagen und Machen, es sind halt wirklich am Ende echt nur Politiker. Und das merkst du einfach. Die können gut labern, aber wenn es darum geht, das dann umzusetzen, dann fängt es dann wieder an und wird halt nicht gemacht. Also gut, sie können ja auch so Oppositionelle, die sind ja bei euch Oppositionelle, sie können dagegen sprechen und quasi ein bisschen bremsen im Bundestag, aber was haben die für eine Macht? Nee, beim Gregor Gysi war es doch auch, da war doch auch so eine Sache, da war doch, da ging es darum, dass die Linke so eine Veranstaltung, also einige aus der Linke so eine Veranstaltung mitgemacht haben, also mitorganisiert haben, wo es darum ging, dass da so einer, da ging es irgendwie um Israel und die Israel-Politik in Palästina und so, und da hat sich der Gregor Gysi halt absolut dagegen gestellt, dass das stattfindet, und hat es halt auch wirklich da intern in der Partei halt korrumpiert, da gibt es auch einige Videos dazu. Und als er dann halt von einem von den Veranstaltern sozusagen, mit Veranstaltern sozusagen konfrontiert wurde, hat er sich halt ganz peinlich benommen und so. Und er hat es, naja, hat also sich dann halt... Ich muss fragen, damit ich das verstehe jetzt. War er quasi gegen oder für die Politik Israels? Für die. Der hat halt absolut, sobald man Israel-Kritik ist, man halt antisemitisch, und hat das dann halt versucht, als antisemitische Veranstaltung mitzupushen und so, weil ich müsste das mal finden. Also da gab es auch, das war auch bei CamFM, haben sie da auch die Interviews gemacht. Es gibt sogar ein Interview mit dem einen von denen. Aber ich meine, was haben die... Bei den anderen Parteien haben die Linken ja nicht wirklich viel Kredit, sozusagen. Ja, aber die kennen sich miteinander. Die anderen Grünen haben dann auch mit sozusagen dagegen gewettert, und die kennen sich schon gut untereinander. Also es, man denkt, im Bundestag gegeneinander sich hetzen und so, aber da gehen sie später Käffchen trinken und sind sich halt, ja. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, er musste halt irgendwie auch bei anderen... nicht im Bundestag, sondern bei anderen Parteien in der Bevölkerung selber irgendwie Punkte sammeln. Und vielleicht hat er das als einen großen Punkt angesehen, dass man mit der Israel-Politik mitziehen kann, dass man da Punkte sammeln. Ging halt, so wie es anscheinend... Es gibt ja, was ja auch keine... hier, das war das Video. Es ist ja bekannt, dass es Interessengruppen und Lobbys gibt, die halt ihre Politik oder ihre persönlichen Ansichten vertreten haben wollen. Und die Israel hat eine eigene Lobby, die ist ziemlich stark.
Die Amerikaner-Lobby ist, also die NATO-US-amerikanische Lobby ist riesengroß und die versuchen halt immer ein Bild zu pushen. Und deswegen kannst du dann auch nicht irgendwie Israel kritisieren. Und wenn du eine Veranstaltung machst, wo die Politik von Israel kritisiert wird in Bezug auf Palästina, werden die halt alles versuchen, um dich halt zu denunzieren. Besonders wenn es in die Richtung geht, weißt du, wenn so ein KenFM so ein Ding macht, dann ist es denen egal. Weil der ja sowieso schon antisemit ist. Aber wenn jetzt einer von der Linken oder von der anerkannten Partei hingeht und sowas macht bei so einer Veranstaltung, dann haben die halt immer Angst, die Befürchtung, dass dann halt der normale Bürger dann auch mal drauf kommt oder so, weißt du? Und das ist halt, wenn einer sozusagen aus ihrer Mitte, der eigentlich systemrelevant ist und systemfördernd ist, sich hinstellt und sagt, okay, wir beleuchten mal das Thema kritisch und laden da mal ein paar Soldaten ein, die dann auch mal was erzählen und sagen, wie sie denn da sozusagen drauf reagieren sollen und so und was da einfach auch passiert. Also ich bin jetzt weder pro Israel oder pro Palästina. Es gibt kein Palästina. Bitte? Es gibt kein Palästina. Du kannst ja kein Palästina sein. Außer du willst so einen Staat, dann ja. Genau, aber du weißt ja, was ich meine. Also und aber nichtsdestotrotz ist es halt so, wenn du 500 Kinder umbringst, solltest du normalerweise vors Kriegsgericht gezogen werden, aber passiert halt nicht. Und gut, das haben wir gestern auch schon angesprochen mit dem Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus, das bombardiert wurde. Ja, das habe ich nicht gehört. Ja, das hat mich auch so aufgeregt wieder. Ich versuche mich ja nicht mehr. Die Amerikaner bomben so ein... Und weißt du, was das Lustige ist gewesen? Eine Woche oder zwei Wochen vorher haben doch angeblich Russland irgendwas bombardiert, wo dann tatsächlich ISIS-Leute umgebracht wurden, wo es aber angeblich auch Kollateralschäden gegeben hat. Und das wurde in den Medien erstmal richtig hart gepusht. Gesagt, ja, das kann doch nicht sein, die müssen sich dazwischen schalten, als wenn die Russen irgendwie bei den Amerikanern erstmal nachfragen müssten, ob sie das dann bombardieren dürfen. Also verstehe ich eigentlich auch nicht. Aber das wurde hier in den deutschen Medien immer nochmal gepusht und in den USA, wie gefährlich doch ist, was Russland macht. Und dann gehen die Amerikaner hin und bomben einfach wieder ein Krankenhaus weg. Das wollte ich auch noch kurz zeigen, weil ich habe ja schon ein paar Kundenrezessionen, hauptsächlich von Sachen natürlich, die ich wirklich auch gesehen habe. Und mein Rang hat sich wegen diesem Buch hier vor allem von 2200 irgendwas jetzt um fast 200 Plätze nach oben verschoben. Nice. Weil die Leute hier einfach alle zustimmen. In Bezug jetzt auf Russland und USA und eben Kriegsverbrechen, das hab ich gestern auch schon gesagt. Und ich erwähne es halt nochmals, weil es wichtig ist, finde ich. Es gab auf Heise habe ich das als erstes gesehen, aber die Offenlegung von Kollateralschäden über die Toten. Und da habe ich gesagt, wechselt mal in diesem Bericht alle Wörter USA gegen Russland auf. Und guckt mal, wie die Reaktionen in den deutschen Medien auf einmal wären, wenn man das wirklich so einen Artikel dann wechselt mit Russland. Überall USA durchstreichen, löschen. Das wird veröffentlichen. Die wären wie Nordkorea, die würden die versuchen, ohne Ende fertig zu machen, wenn sowas passiert. Nee, die würden ganz offiziell in der UNO, in der UN dann sagen, so, das geht jetzt nicht, Russland ist zu weit gegangen, wir müssen jetzt da intervenieren. Wir sprechen offiziell von der NATO aus eine Kriegserklärung gegen Russland. So weit wird es gehen, ja. Wahrscheinlich. Sogar. Aber wenn es die USA macht, die Kollateralschäden, ja, kann passieren. Wir versuchen das nicht mehr zu machen. Und dann passiert wieder so ein ganzes Krankenhaus von Ärzten ohne Grenzen, wird bombardiert und dann wird es noch platt gemacht mit Panzern, um Beweise zu vernichten und so Gedöns. Also das ist schon krass, wenn man das wirklich, wenn man einfach nur 10 Sekunden darüber nachdenkt. Ja, aber Ike, du bist doch total der Verschwörungstheoretiker und Antisemit, wenn du sowas sagst. Bin ich. Antisemit, eher weniger Verschwörungstheoretiker bin ich gern. Ich habe nur Theorien. Ich habe leider in gewissen Punkten keine Beweise dafür. Ich habe nur Theorien, die anhand von kleinen Fakten aus der Vergangenheit belegt sind. Aber
Aber sonst kann ich das nicht mit aktuellen Beweisen. Das ist leider so. Kann man mich so gerne nennen. Ich habe keine Reputation insofern zu verlieren oder ich kann eigentlich nur gewinnen. Ich bin zum Beispiel, wenn wir über Verschwörungstheorien weiterreden, dann kann ich überhaupt nicht akzeptieren, was die offizielle 9-11-Meinung ist. Ich weiß nicht, was genau das passiert ist, aber die offizielle Aussage von der US-Regierung ist völliger Bullshit. Da kann hinten und vorne irgendwas nicht stimmen. Ich weiß nicht, was genau alles nicht stimmt. Ich kann nichts beweisen, außer dagegen argumentieren, dass dieses und jenes nicht so passiert ist. Das kann ich machen. Was sonst dahinter ist, keinen Dunst, ich weiß es nicht. Aber es kann nicht sein, dass das einfach so dargestellt wird, wie eine 9-11-Kommission im Buch, da Leute nicht eingeladen oder nicht zugelassen sind und reden dürfen und der Präsident und seine, nicht Verteidigungsministerin, sondern ich glaube, es war die Finanzministerin, nicht zusammen in der Anhörung stattfinden können, sondern nur vereinzelt sind. Was läuft da? Irgendwas läuft doch da schief. Irgendwas ja, das ist das Problem. Deswegen sind ja diese Verschwörungstheorien ja so, kannst ja so viele Verschwörungstheorien spinnen, weil die einfach sehr viele Sachen sehr strange gehandelt haben. Also das fängt allein schon in den ersten Minuten an, wenn sie da zum Bush hingehen und der dann gesagt bekommt, hier, wir werden angegriffen und der einfach erstmal weitersitzt wie ein Idiot und das Buch falsch rumhält. Naja, okay, hat er nicht, aber weißt du, was ich meine? Und da fängt es dann schon wieder an, weißt du, und das zieht sich dann über die ganze Kette und ich bin mir einfach sicher, dass das einfach viele Leute da sind. Du siehst es ja selber, das sind ja auch Beamte. Viele Leute da, was einfach dumm reagiert haben und versucht haben, ihren eigenen Arsch zu retten und deswegen versucht haben, Dinge, die sie sozusagen dann irgendwie belasten können, wo sie angeblich dann Fehler gemacht hätten, versuchen haben zu vertuschen oder so oder anders darzustellen. Und dadurch halt die ganzen Sachen passiert sind, wo du dann im Nachhinein denkst, ja, das stimmt aber gar nicht, was die gesagt haben oder das ist gar nicht so passiert. Und da einfach viele Leute versucht haben, ihren Arsch zu retten, weil Scheiße passiert ist. Ich muss dringend aufs Klo. Willst du noch warten kurz oder willst du aufhören von heute? Aufs Klo, wenn ich ehrlich bin. Weil ich lasse kurz ein bisschen Musik laufen, damit das nicht ganz so langweilig wird. Gehe ich aufs Klo. Dauert 5 Minuten.
Ja. Ist wieder da. Ja, aber ich muss jetzt noch Werbung machen für dieses Lied, weil es ist CC und ich muss ihn erwähnen. Und zwar heißt der Künstler Windpearl, Windpearl. Das Lied heißt Homo sapiens dilettantis. Kann man auf Yamando finden, und ich werde den Link noch auf jeden Fall unter das Video stellen. Keine Angst. Yamando ist sowieso eine super Sache. Gratis Musik für jedermann, für den persönlichen Gebrauch und zum Teil auch für solche Sachen eben, dass man das veröffentlichen kann. Hauptsache, man erwähnt die Leute. Kriegst trotzdem Copyright Strike auf YouTube, weil der YouTube Copyright Bot ein Hurensohn ist. Über kurz oder lang. Bei dem Titel geht's das nicht, nee, weil ich darf das explizit ja Ja, verwenden. aber der Algorithmus von dem Copyright Bot ist nicht gut. Das kann schon durchaus passieren. Da musst du dann ist halt das Es kann System nur spielen. passieren, ich weiß schon, wie das abläuft. Es kann nur passieren, damit das die anderen wissen. Wenn jetzt irgendeiner als ID-Content-Partner von YouTube quasi diesen Titel in das System einpflegt, obwohl er selber keine Rechte, keine Urheberrechte daran besitzt, dann springt das System an. Ja, okay, so kann man es dann schon sagen. Aber rein rechtlich bin ich so sicher auf der sicheren Ja, Seite, weil ich das YouTube problemlos dokumentieren kann, den Link ihnen angeben kann und da wird nichts passieren. Da habe ich jetzt bei dem Titel keine Bedenken. Aber ich hatte das schon auf einem anderen Channel, hatte ich mal so eine Anleitung gemacht, wie man seine alte Xbox modifiziert. Und dann habe ich auch CC-Musik benutzt und dann ist auch einer angesprungen und hat gesagt, nee, darfst du nicht und nicht, doch, darf ich. Alle Links eingeschickt und naja, ich musste einfach warten, weil das nur so ein Copyright-Troll war, der halt Tantiemen einheimsen wollte und keine wirklichen Rechte besaß. Musste ich halt 30 Tage warten. Der hat das einfach laufen gelassen und wenigstens für die 30 Tage Geld kassiert. Es gibt schon diese Trolle leider, ja, auf YouTube. Also tonnenweise gibt es von diesen ID-Content-Trollen. Ich kann jetzt momentan von einem anderen Kanal erzählen. Da habe ich ein kleines Intro von einem Anime, das auf Deutsch hochgeladen. Und dann hat irgend so eine italienische Firma mit einem sehr komischen Namen, 1123 irgendwas, Jam Endemol, sich gemeldet. Gehst auf die Homepage, ist das so eine zusammengeflickte Kackpage, HTML5, nicht sauber programmierte Kackpage und die haben schon irgendwas mit Animes zu tun, aber insofern nur, dass sie Copyrights gerne verwenden für Animes. Und die haben das auch seelenruhig einfach 30 Tage laufen lassen. Wenn ich doch die Copyrights wirklich besitze, dann lasse ich das Zeug nicht 30 Tage laufen, sondern guck mir an, was sind die Gegenargumente? Ah ja, okay. Wir nehmen den Copyright-Claim, also den Copyright-Anspruch zurück. Und wenn du eine Firma siehst, die das 30 Tage laufen lässt, dann weißt du, was Sache ist. Ja, Weil klar. keine Firma braucht 30 Tage, um etwas zu überprüfen. Funktioniert einfach nicht. Und da gibt es doch die ganz dummdreisten, die beanspruchen das weiter. Du kannst ja als Rechteinhaber das quasi weiter beanspruchen. Und dann hast du nochmal 30 Tage zur Verfügung. Das kannst du zweimal machen und gut ist. Also, das sind dann die ganz Dreisten. Du gibst alle deine Daten preis quasi auf YouTube, wo du wohnst, Telefon etc. Und dann sagen die, nee, du hast immer noch nicht Berechtigung von uns, obwohl wir die Copyright sicher nicht haben und lassen das nochmal 30 Tage laufen. Ja, es ist schon hart. Auf der anderen Seite. Ich musste letzte Woche, weil ich verwende ja meine Videos, gebe ich auch frei mit CC-Lizenz, aber müssen unter der gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben werden. Und da hat ein Typ halt netterweise meine Videos für sein Musikvideo benutzt. Fand ich auch toll, habe ich ihm gesagt, finde ich toll. Aber du musst dein Endwerk unter der gleichen Lizenz stellen wie mein Material, das du verwendest.
Das so ist meine Lizenzbedingung. Da musst du dich jetzt einfach dran halten. Bitte mach das. Ich will, dass die Leute weiterhin das Zeug so verwenden können mit der gleichen Lizenz, so wie es du selber verwendet hast. Mach das einfach unter der gleichen CC-Lizenz. Das beinhaltet nicht kommerzielle Nutzer nutzen, nicht einfach eine Namenserwähnung und, was war das dritte, nicht kommerziell, ja, Namenserwähnung und unter der gleichen Lizenz. Das kannst du direkt in die Lizenz ja so einpflanzen. Mhm. Hat er dann nicht gemacht und nicht wollen machen. Ich habe gesagt, wenn du das nicht machst, zwingst du mich dazu, dein Video zu melden. Mach das bitte. Ich will nicht dein Video wegen so einem Mist, weil du da nicht mitziehst, weil du nicht unter der gleichen Lizenz arbeiten willst, obwohl du das Video ja genommen hast von mir. Muss ich das auf YouTube melden? Das will ich gar nicht. Mach das bitte. Und da hat er gesagt, nee, ich mache das nicht, ich gebe das nicht, ich kann das und so nicht unter der gleichen Lizenz rausgeben. Da habe ich gesagt, dann habe ich keine andere Wahl. Du lässt mir keine andere Wahl. Tut mir leid. Da habe ich wieder lange hin und her diskutiert und er hat das einfach nicht verstanden und da muss ich es melden. Ich hatte keine andere Wahl. Und dann hat er sich ausgelassen bei mir, was ich doch für ein dummer Sack bin und sein dummes Kind. Und habe ich gesagt, du musst jetzt nicht bei mir weinen, ich habe dich vorgewarnt, ich habe dich gebeten, am Anfang ganz höflich. Du musst jetzt nicht ankommen und sagen, ich sei ein Arschloch. Funktioniert so nicht. Ich hab gesagt, ich will das nicht machen. Aber naja. Aber ich bin an ihn angetreten, bevor ich das gemeldet habe. Ich habe das nicht einfach so gemeldet, sondern ich habe gesagt, so und so ist die Sachlage. Bitte verstehe das. Und er wollte das nicht. Und dann hat er sich aber trotzdem aufgeregt, dass ich das gemeldet habe. Komische Welt. Er wollte wahrscheinlich Money damit machen. Kann sein. Bezweifle ich zwar, weil seine Videos hatten zusammengenommen vielleicht 1000 Klicks. Also so viel Money gibt es da nicht. Das war ja auch nicht wirklich das Problem. Aber Wenn er sagt, er kann das nicht machen wegen anderen Inhalten, ja, tut mir leid, dann musst du das Video wegnehmen, aus dem Netz nehmen, editieren, meine Videos rausnehmen und etwas anderes reintun, das du verantworten kannst. Aber meine Videos nehmen, nicht die Lizenz so weiterführen und quasi das CC ausbeuten, aber nicht sich daran halten, funktioniert leider auch nicht. Mhm. Aber ich bin wenigstens an ihn rangetreten. Nicht so wie eben diese Urheberrechtstrolle, die einfach sich im Netzwerk einklinken können, als ID-Content-Partner fungieren können und das System maßlos missbrauchen. Das finde ich so krass bei YouTube. Darum sind ja die meisten Channels von Stop Spamming verschwunden, weil irgendwelche Trolle da ganz offensichtlich das System missbraucht haben. Ja, und das lässt sich halt auch so einfach missbrauchen, weißt du? Besonders wenn du halt so einen Content hast. Das war schon immer so, wenn du andere Clips benutzt von anderen Leuten und die dann halt sozusagen nach dem Content, Copyright richtig verwendest, sozusagen, dass du halt zitierst und einfach ein eigenes Ding, kriegst du trotzdem einen Strike. Außer du bist halt PewDiePie oder wie der Stop Spamming gesagt hat, machst hier Schminketipps, dann ist alles Bombe. Schminketipps. Soll ich mir jetzt vor der Kamera schminken? Als Mann würde ich vielleicht voll Aufsehen erregen, wenn ich als Heteromann mich so sehr schminke und da Tipps gebe. Ach so, Junge, als wenn das irgendeinen aufregen würde. Nee, ich meine aufregen, insofern Aufmerksamkeit erregen, nicht aufregen. Nee, das erregt keine Aufmerksamkeit. Meinst du, das hilft? Soll ich das mal versuchen? Nein, das ist irrelevant. Das juckt doch keinen. Heutzutage. Nee, ich weiß ja nicht, wenn ich so, keine Ahnung, ich bin... habe voll nichts mit Metrosexuellen zu tun, aber wenn ich mich da als normaler Mann so hinstelle und mich schminke und da wirklich so Tipps gebe, wie halt diese Tussen, die da auf YouTube rumschwirren, ich denke schon, dass ich da irgendeine gewisse Aufregung hervorhebe. Meinst du nicht? Nee. Dann halt nicht. Hast du denn solche Geschichten? Es gibt sogar YouTube-Channel, wo Männer sich schminken. Also mal, gibt man es mal bei YouTube ein. Außerdem, was ist denn mit dem Mr. Tutorial?
Tutorial und so, der ist da auch so metrosexuell. Make-up für Männer hier von 2 Jahren. Sogar 22.000 Views. Ja, aber wenn ich das hauptberuflich machen würde, meine ich. Weil der Mr. Tutorial macht ja das nicht hauptberuflich, sich zu schminken vor der Kamera. Nee, das nicht. Der macht irgendwelche schwachsinnigen YouTube-Videos an. Aber er scheint ja anscheinend genug Geld damit zu machen. Was hast denn du für Erfahrungen mit Copyrights auf YouTube? Hast du da eigene Geschichten gemacht? Nö, ich hab keine Videos mit Copyright auf YouTube hoch. Ich habe ja auch keinen Channel in dem Sinne. Gar keinen, nichts? Nö. Hast du noch nie ein Video hochgeladen auf YouTube? Doch, ein paar Gaming-Videos, wo ich ein bisschen zocke, aber das ist alles. Aber ja, dann hast du ja einen Channel. Bitte? Dann hast du ja aber. Ja, aber ich habe halt jetzt keine, ich habe jetzt keine Videos von mir, wo ich irgendwelche anderen Videos sozusagen auseinandernehme oder so, sonst irgendwas in der Richtung. Ja, aber gerade in Bezug auf Gaming-Videos müsste doch irgendwann eine Alarm geschlagen haben, das System. Nee. Nee, das Einzige, wo ich, wo es einmal Alarm gab, da hatte ich irgendwie im Hintergrund eine Musik laufen und das hat das Ding da erkannt. Und dann konnte ich es nicht monetarisieren, was ich eigentlich eh nicht hatte. Ich habe angeblich Audio-Content erkannt wurde von irgendwas anderem. Ich habe auch so einen obskuren, einmal den Account, einen anderen Account verloren wegen so einer Obskurität. Da hatte, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, auf Polemikrunde auch, oder Weg zur Hölle. Da hat einer ein Musikstück verwendet von einem Video, hat er einen Teil ausgeschnitten, irgendeine Aussage und in sein Musikstück reingebracht. Und dann das Musikstück hat er im Content-ID-System eingepflegt und dann hat einen Alarm geschlagen. Also er hat quasi Copyright beansprucht für das Video, aus dem er Sachen geklaut hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist halt YouTube. Aber YouTube ist ja sowieso jetzt auch wieder, haben sie ja eigentlich fast einen Vogel abgeschossen mit dem YouTube Red, wo die Leute ja 10 Euro im Monat bezahlen für den extra Content, den es dann angeblich geben soll und das halt kein Adblock ist. So wie Bild. Achso, das mit der Bildzeitung hast du wahrscheinlich auch besprochen, oder? Ja, ja. Nee, das habe ich nicht besprochen, weil das so dämlich ist, das war mir dann zu dumm. Aber wir können das jetzt besprechen. Dann ist die Bildzeitung ja noch hingegangen und hat ja noch die Internetseiten verklagt, die gezeigt haben, wie man den Filter aushebeln kann. Und den einen YouTuber haben sie ja auch Unterlassungsklage geschickt, dass er doch sein YouTube-Video darunter nehmen soll, wie man doch den Filter da rausnehmen kann. Ja, ich habe das an einem Heise-Forum gesagt und dann hat mir auch einer der Tipp gegeben, ja, dokumentier das. Und da habe ich gesagt, wie willst du, was genau meinst du dokumentieren? So, ja, einer hat eben ein Video gemacht und dann wurde deswegen die Unterlassungserklärung ja ausgefüllt etc. Und da habe ich gesagt, ja, soll ich das machen? Das ist eine sinnvolle Sache, ich kann das schon machen. Das ist ein bisschen Arbeit für mich, aber ich kann das machen. Willst du das? Habe ich leider keine Antwort bekommen. Ich meine, wie will jetzt Bild mich irgendwie, keine Ahnung, verklagen? Ja. Aus Deutschland in der Schweiz. Ja, das würden die machen. Das würden die machen. Kein Problem. Können die gar nicht. Interessiert, die haben in der Schweiz genau gar nichts zu sagen in diesem Punkt. Ich meine, erstens ist das mein PC. Ich kann hier ein- und ausblenden, was ich will. Zweitens, ihr habt nicht die gleiche Rechtsgrundlage. Drittens, die Unterlassungserklärung ist für Deutschland gültig. Die kann mir in der Schweiz mal am Arsch lecken mit so einem, der Richter mit so einer Erklärung. Interessiert mich absolut gar nicht, weil Deutschland ist nicht mein Herr. Also, nee, Bild hätte da gar nichts, gar keine Relevanz. Aber ich habe mich nur gefragt, würde das was nützen? Hilft das den Menschen? Und ich dachte persönlich nein, weil es gibt tonnenweise von diesen Videos. Es ist ja nichts Neues. Es wurde einfach einem die Adresse herausgefunden, nehme ich mal an, und dann konnte man das. Ja, weil so der hat so einen Tech-Block gehabt und auf dem Tech-Block war seine Anschrift drauf.
Eben, das kannst du, ich meine, das Gericht in Hamburg war das, ja, das ist ja völlig realitätsfern. In solchen Dingen ist das Hamburger Gericht völlig realitätsfern. Ich beziehe aber dieses, die Anwaltskanzlei bezieht sich auf das gleiche System, wie wenn du jetzt im Internet sagst, wie du diese DMA-Sperren sozusagen um... Kopierschutz umgehen. Genau, wie gesagt, wie kann das eine Umgehung sein, wenn ich etwas nicht zulasse auf meiner Website, auf meinem Bildschirm? Das kann doch keine Umgehung sein per se. Weil für das brauche ich zuerst mal Java, damit das die Leute ein bisschen Hintergrundwissen haben. Also ich muss zuerst mal Java installieren, quasi mir den Kopierschutz zuerst installieren, damit ich den umgehen kann. Diese Argumentation ist völlig Banane. Das macht hinten vorne keinen Sinn. Ja, das ist schon harter. Ne, die werden auf die Schnauze fallen. Ich denke, die wird. Ich hoffe es mal. Weil mir, so leid mir tut, auf meinem Bildschirm hat keiner mir vorzuschreiben, dass ich Werbung sehen muss. Da kann mir keiner wirklich ernsthaft argumentieren, dass ich das muss. Mit Moral und Ethik muss man mir erst recht nicht kommen. Nicht bei einem Konzern, der Profit im Auge hat. Der hat mit Moral und Ethik auch nichts am Hut. Der macht das ja nicht aus gutem Willen. Ja, es ist halt so ein bisschen zwiespaltig, weil ich gehe ja selber nicht auf Bild.de, weil wieso sollte man da hingehen? Aber dann wiederum hinzugehen und sagen, okay, ja, wenn du dann hingehst und du einen Adblocker hast, dann siehst du die Seite nicht, ist natürlich dann schon so eine Herausforderung, wo ich mir denke, okay, fickt euch. Das Problem ist, da muss man das Internet verstehen, deine Webseite verstehen. Und ich kann das aus meiner Sicht sagen, wie es halt ist. Weil ich habe ja die -godless.ch registriert und godless.ch. Diese zwei Webseiten und den kleinen Webspace, den habe ich, den zahle ich völlig aus eigener Tasche und ich habe keine Werbung drauf lassen. Und ich habe die Entscheidung, will ich, dass die Leute Werbung sehen, dass die Leute meine Dienste finanzieren quasi, die ich da biete sozusagen, oder will ich das nicht, dass die Leute quasi schmarotzen. Ich habe doch das als Webseitenbetreiber in der Hand. Dann kann man sagen, gut, wir lassen die Startseite offen, das heißt, einen großen Artikel, vielleicht kann das jeder lesen. Und sobald man mehr Artikel lesen will, muss man sich einloggen und der Login ist verknüpft mit einer Paywall. Mhm. Ganz, ganz einfach. Und da kommen wir wieder zum Markt. Wenn der Markt dich nicht will und du da nicht überleben kannst, das habe ich im Stop Spamming auch schon gesagt, dann bist du nicht auf dem Markt lebensfähig und sollst verrecken. Ganz einfach. Nicht ja, so, wie man das ja und nein, ich sehe damit einfach das Problem, dass überhaupt die ganzen Medien, also auch Zeitungen, also das Problem hat ja nicht nur Bild, sondern auch Spiegel, Fokus und die ganzen Sachen, die können einfach nicht mehr mit ihrem Exklusiv-Content glänzen, den sie mal vor Jahrzehnten hatten, weil durch das Internet kannst du dir sozusagen diese ganze Information, die dem in dem Artikel drin ist, viel schneller und umsonst schon aus dem Internet holen. Das heißt, wieso solltest du dann für das, wo du woanders auch haben kannst, besonders wenn die Qualität davon ja auch nicht sehr viel besser ist als von irgendeinem Blogger, das ist ja auch das Traurige meistens, wieso soll ich denn dafür noch Geld bezahlen? Weißt du? Eben, aber das ist ja nicht mein Problem. Das ist doch das Problem der Zeit. Ja, genau, das ist nicht dein Problem, das ist deren Problem. Aber das wollen die ja nicht wahrhaben. Das ist genauso wie mit der Musikindustrie, die schon seit Jahrzehnten versucht, auf ihrem alten Konzept sozusagen zu beharren und nicht hingeht und sagt, okay, Musik sollte kostenlos sein, die Alben sollten kostenlos sein und die Künstler sollten eigentlich nur Geld mit ihren Konzerten verdienen und mit dem drumherum. Das checken halt die ganzen Labels nicht. Weil die versuchen halt den Profit wie von Jahren noch zu behalten und am besten noch zu steigern. Ja, aber auch da habe ich keine Bedenken. Du hast gesagt, du bist ein bisschen zwiegespalten, so wie ich das raushöre. Aber ich habe da keine Bedenken, weil das ist der Wandel der Zeit. Gewisse Dinge verändern sich halt und das Internet ist halt so. Es hat sich verändert, es hat vieles verändert, es wird noch mehr verändern. Und da muss man versuchen, das zu nutzen, was an Technologie gerade angesagt ist oder sich bewahrheitet sozusagen. Und doch nicht mit Unterlassungserklärungen hier. Ja, aber das wollen die ja alle nicht.
weil das jetzt viel zu gefährlich ist, weil die könnten ja dann auf die Fresse fallen. Also ich hab schon Sie auf die, keine das? Ahnung, wie viele Jahren keine Zeitung mehr gekauft. Schon locker seit 12. Ich auch nicht. Wieso sollte ich? Weil, wenn ich die Informationen aus dem Internet, ich habe Google, auf Google habe ich Werbung ausgeblendet, kann ich so sagen, darf ich, wieso auch nicht. Und da kann ich so Sachen suchen und mir Artikel verlinken lassen und vielleicht verlinkt es mich zu einem Buch und ein Buch kaufe ich dann gerne, wenn es mich interessiert. Aber bei mir ist es, guck mal, bei mir ist es auch so. Also ich kann auf der einen Seite verstehen, ich habe ja auch Adblock installiert schon seit Jahren. Und weil die Werbung einfach zu hart und zu viel ist. Und ich gucke aber auch viel YouTube oder andere. Und das heißt, die Leute produzieren ja auch ihren Content und die müssen von irgendwas leben. Und ich habe jetzt auch keinen Patreon-Account oder so, weil ich da eigentlich den Leuten monatlich Geld gebe, weil ich da auch manchmal immer denke, ja, weiß nicht, ob das jetzt das Geld wert ist. Und ich gucke ja so viele YouTube-Channels. Wenn ich von jedem, den ich gut finden würde, ein Patreon, dann hätte ich ja kein Geld mehr im Monat. Weißt du? Weil das einfach so viel ist. Das ist schon so, wie du das sagst, aber es gibt, ich habe jetzt 3 Accounts auf Patreon, die ich unterstütze. Nicht mit viel, 1 € im Monat. Ja. Das kann ich problemlos bewältigen und ja, da müssen sich die Leute vielleicht auch in Gruppierungen zusammentun und einen Patreon-Account quasi zusammenverwalten. Vielleicht funktioniert das dann so in Zukunft. Kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, diese 10 YouTuber haben einen Patreon-Account und dann wird das so verteilt nach Inhalten, die jeder produziert etc. Das könnte in der Zukunft ein anderes Modell ergeben. Wieso auch nicht? Aber das, was Bild abgezogen hat und noch weiter ziehen will, das hat keine Zukunft. Das kann ich denen jetzt schon sagen. Weil die Leute haben einfach die Schnauze voll von Werbung. Und das merken auch immer mehr. Und das Ganze hat jetzt natürlich für den Adblocker erst recht noch mehr Kunden angeschafft, sozusagen. Noch mehr ja, Leute installiert. Adblock ist aber auch schon eine ziemliche Saufirma, weil die benutzen ja die. Das ist ja schon Mafia-Methoden, was sie dann zum Teil machen. Also die tun ja dann wieder den Leuten sagen, okay, ihr könnt ja, dann lassen wir eure Werbung halt durch, ne? Also wenn die dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt und wenn ihr uns halt Money gibt. Das ist ein Geschäftsmodell, ist ihre Software, sie haben sie so programmiert. Es gibt andere Adblocker. Ich benutze zum Beispiel den uBlock Origin. Da hast du diese Dinge, soweit ich weiß, gar nicht. Diese zugelassene Werbung, bla 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 und Werbeverträge etc. Aber das ist halt ihr Geschäftsmodell und das wird vielleicht auch irgendwann auf die Schnauze fallen, dass diese viele sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit und weil das immer mehr Werbung wird, die zugelassen wird von immer mehr Firmen, werden die vielleicht auch untergehen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Klar, es ist aus moralischer Sicht eigentlich eine Frechheit, was da mit diesem zugelassenen Werbelink praktiziert wird, aber es ist ihr Geschäftsmodell und das hat, glaube ich, auch ein Gericht in Deutschland als okay abgestempelt. Dagegen wurde ja auch geklagt. Ja, wurde auch. Hat nichts erbracht. Ich meine, niemand ist gezwungen, den Adblocker zu benutzen, aber wenn einer das benutzt, dann muss er sich damit zufrieden geben, wie das Teil funktioniert. Und wenn ich Bild bin, also der Springer Verlag, dann kann ich da auch Geld einzahlen, wenn ich das ein bisschen Werbung durchlassen will. Ist ja deren Sache, ob sie das wollen oder nicht. Das gleiche Versuch hat ja gerade der Springer Verlag, soweit ich weiß, mit Google probiert, mit dem Leistungsschutzrechtsgedöns. Ja, wegen den Nachrichten halt, ja. Die haben gesagt, ihr dürft unsere Werbung nicht so und so zeigen, unsere Artikel nicht so und so zeigen, aber ihr müsst und weil ihr es müsst, und müsst ihr uns auch bezahlen. Ich meine, irgendwo. Auch wenn Google ein Riesenkonzern ist und Kohle hat, die nagen nicht am Hungertuch. Ich meine, da würde ich auch sagen, geht es euch eigentlich noch gut? Ihr wollt uns zwingen, euer Zeug zu zeigen und noch, wir sollen euch dafür bezahlen, dass wir euer Zeug zeigen, zu euren Bedingungen. Ich meine, irgendwo hört es einfach auf mit solchen Anforderungen. Und Bild, ich denke, der Springer Verlag, Internet, entweder springen sie auf und machen sich ein bisschen attraktiver, ein bisschen freundlicher, ein bisschen weniger, Blink da und Soundeffekte dort etc. und fliegende Werbung hier und da. Entweder
reduzieren sie das oder sie gehen unter. Ich hätte kein Problem damit. Ganz einfach. Ja. Müssen sich halt andere Konzepte ausdenken, also wie die das machen können. Und die müssten halt über die Qualität glänzen. Aber die, über die Qualität können sie ja nicht glänzen, weil es ja Lügenpresse ist. Ja, zumindest NATO-geschaltete Presse. Lügenpresse. Ja, ich find das Wort gut, Lügenpresse. Ich mag's. Oh, das ist auch ziemlich offensichtlich, dass irgendwie da auch was nicht stimmt in der ganzen... Ich find immer so toll, wenn du auf ARD, auf den YouTube-Channels von den ganzen verschiedenen Sendungen immer deren Standpunkt so, ja, die verstehen das nicht und das kann doch nicht sein, dass wir hier als Lügenpresse betitelt werden und wir sind ja immer objektiv und sowas. Aber im Nachhinein du immer siehst, die sind eben nicht objektiv. Die sind genauso objektiv, wie Russia Today objektiv ist, wenn es um russische Themen geht. Das ist es eben. Obwohl bei Russian Today sehe ich mehr Objektivität, weil sie zeigen ja auch teilweise gibt es Sendungen, die sehr kritisch mit Putin umhantieren. Also ich kenne keine, also da müsstest du mir mal eine schicken. Also für mich sind die Hardcore-Putin-Sender, die werden ja von dem bezahlt. Aber wenigstens weiß man es ja. Also die stationiert sind, Russian Today, die stationiert ist in Russland, natürlich nicht. Aber in den USA gibt es, wie heißt sie? Gibt es eine Sendung von einer Frau, die schon kritisch steht. Aber die hat es lange Zeit gegeben. Ja, das ist die Abby Martin gewesen und die ist voll doof. Wieso ist die voll doof? Weil die also total... aus Russlands Seite meinst du, ist die voll doof? Nein, die ist, die Abby Martin ist halt so eine Social-Aktivistin, die absolut, also die ist schon so ein Truther und so, ich kenne die nicht persönlich, aber durch Zeitgeist-Movement und der Peter Joseph ist ja mit der befreundet und man kennt ja wieder Leute, die kennen und ich kenn ja ihren Content und die ist halt, die ist auch sehr in ihre Ideologie eingefahren. Also die ist nicht so objektive Reporterin wie die ist. Die ist so ein bisschen wie der von Young Turks, der Typ, nur was bestimmte Themen angeht. Der Schenk ist jetzt auch nicht so super. Also er ist jetzt kein Fox News, aber weißt du, was ich meine? Er hat halt seine Ideen und die tut er dann auch irgendwie versuchen darzustellen. Und die hat wie hieß denn nochmal die Sendung von der, warte mal, Abby Martin? Die Sendung weiß ich jetzt nicht, wie sie heißt, aber... Ich sag's dir gleich. Wir hatten ja jetzt eine neue Sendung auf dem, da wo der, das ist auch so ein komischer, den kenne ich noch gar nicht, weil diese Alternativmedien, die springen jetzt langsam auch immer mehr raus. Die ist ja jetzt woanders. Das kann ich ja auch gleich sagen. Also Wikipedia sagt, die ist immer noch, glaube ich, immer noch bei Russian Today, einfach in Amerika. Wikipedia haben wir ja gelernt, ist ja jetzt nicht gerade. Ja, aber ich denke, solche Details sollten schon noch stimmen, wo sie gerade arbeitet. Also solche, wenn das nicht mal stimmt, dann werde ich Wikipedia wirklich nur noch für Technisches benutzen. Kannst du ja auch. Breaking the Set, da steht es noch, okay. Und die ist, ja, jetzt steht hier noch nicht mal drin, wo die jetzt ist. Die ist nämlich jetzt, da muss man auf ihre Seite gehen. Media Roots, und da hat die eine neue Sendung, die ist, ich habe die aber noch nicht gesehen, oder die kommt erst noch, die ist, da ist die auch so, macht ihr einfach genauso wie bei Breaking the Set weiter. Ja, aber sie hat trotzdem, was ich sagen wollte, sie hat trotzdem eine kritische Stimme erhoben, auch gegen... Ja, genau, die hat dann bei RT dann auch nochmal hin und wieder mal was gesagt und so. Weil die wurde ja auch immer als hier Putin Sprachrohr betitelt und so, ist klar. Genau. Das stimmt aber auf jeden Fall nicht. Das meinte ich. Also, und das hast du bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland... In der Schweiz, keine Ahnung, ich habe hier keinen Schweizer Fernseher, ich gucke nur über Satellit sozusagen deutsches Fernsehen, wenn überhaupt.
keine Ahnung, wie hier die Berichterstattung überhaupt ist in der Schweiz, aber in Deutschland, die kritischen Sendungen, das ist schon ein bisschen übertrieben, dass da immer meistens so gegen 11 Uhr, Mitternacht das Zeugs kommt, das kritisch ist, wenn die Leute dann die meisten schlafen gehen. Und das finde ich schon ein bisschen unkritisch dann dargestellt insgesamt. Aber was ich noch zeigen wollte, ist genau auf diesem Bezug ist, Moment. Genau dieses Video. Es ist 4 Minuten 40 Sekunden lang. Und ich zeige das jetzt hier auf Hangout. Ich hoffe, dass der Johannes Strauß, der das Video hier veröffentlicht hat auf YouTube, mir das nicht übel nimmt, dass ich das direkt zeige. Ich werde dann ihn auch verlinken auf jeden Fall. Aber es zeigt sehr... Nee, es ist so ein kleiner Kanal, 1600 Abonnenten. Das Video hat zwar 70.000 Klicks, ist also, aber das Video ist sehr interessant, weil ich meine, wir gucken es uns mal einfach an. Ah, GZ. Also so schnell kann ich nicht lesen. Warte noch kurz. Das ist auch noch uninteressant. Es geht mehr um die Berichterstattung, warum die GZ nicht jetzt bezahlt werden. Zum Beispiel hier. In Homs soll es erneut zu Gewalt gekommen sein. Oppositionelle veröffentlichten Videoaufnahmen, die Granatenbeschuss und Schießereien zeigten. 3 Menschen sollen getötet worden sein. Sarah Bilder fasst zusammen, welche Informationen und Bilder bislang vorliegen. Die Botschaft der Taliban ist klar. Wir sind noch da. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das vorhin war ja nicht manipuliert, das Video, das Originalvideo. Jetzt kommt mal ein manipuliertes, effektiv manipuliert. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Das sollen Bilder sein, die einen heute von Separatisten abgeschossenen Militärhubschrauber zeigen. Abgestürzt in Slawiansk, einer Hochburg der Separatisten. 12 Soldaten, darunter ein General, kamen dabei ums Leben. Allahu Akbar! Ja,
الله اكبر كذب دفاع الجوي تبع المجلس العسكري الثوري في محافظة حلب وفق الطائرة الروحية في محيط مطار من النخل العسكري الله اكبر الله اكبر Also das eine soll in also ganz am Anfang, das erste Video hat man gesehen, einmal soll es in Syrien stattgefunden haben, ein anderes Mal in Afghanistan. Das gleiche, weißt du, woran das liegt? Ja, weil es kein Journalismus ist, sondern einfach... Nee, weil es nur noch Reuters gibt, die an alles und die deutsche Pressestelle, die alle Nachrichten verkaufen. Das ist einfach nur Copy-Paste. Man hinterfragt es nicht mehr, man geht nicht journalistisch dahinter. Man hinterfragt gar nichts, sondern ja, Reuters hat es gesagt, muss es ja stimmen, einfach übernehmen. Die Quellen, ja, die kann man als Reuters angeben, gut ist, und dann kann sich jeder selber darum kümmern, ob es stimmt oder nicht, kann sich dann bei Reuters beschweren. Und dann das zweite Video, das eine soll von Separatisten anscheinend, keine Ahnung, irgendwo im russischen Raum stattgefunden haben oder in der Ukraine, wo auch immer. Und das andere in Syrien, das gleiche geschehen ist. Also für das zahlt man dann Gebühren, Zwangsgebühren. Also irgendwas kann da ja nicht ganz stimmen, dass man genötigt wird zu zahlen für eine nicht journalistische Berichterstattung, ganz einfach. Das ist nicht mal Berichterstattung. Das ist einfach nur eine Erwähnung und eine Weiterleitung von irgendeiner komischen Quelle. Na, bezahlte Propaganda. Das ist dann effektiv einfach nur Propaganda, genau. Die Frage ist halt, für wen genau die Propaganda ist. Das wird ein bisschen schwerer herauszufinden, wer genau von so einer Propaganda profitiert. Natürlich in Bezug jetzt auf Russland ist es natürlich die NATO, die mehr Gewicht bekommt in der Bevölkerung. Und in Syrien ist es dann mehr wieder die NATO, die mehr Gewicht bekommt im Nahen Osten. Also schon ein bisschen krass das Ganze. Und die Leute, die können das gar nicht mitbekommen, wenn sie nicht ein bisschen mal danach selber suchen. Das ist ja das Tragische und das Traurige am Ganzen. Weil wenn du nur ARD bekommst und halt ganz naiv bist, könnte man sagen. Ja, die meisten Menschen sind doch so, die haben ihre Nachrichtenquelle oder die sind Fokusleser oder die sind Spiegelleser oder Frankfurter Allgemeine, weißt du, die lesen nur diese eine Zeitung und dann übernehmen die dann sozusagen auch deren Weltbild davon. Kann man solchen Menschen Vorwürfe machen? Vorwürfe kann man denen nicht machen, aber man kann die auch nicht für ernst nehmen. Das ist aber andersrum so, weißt du, wenn ich jetzt hingehe, wieder ein anderes extremes Beispiel und meine Nachrichten nur von Alex Jones beziehe. Also, so Leute gibt's auch. Ich finde, Truther ist schon ein Schimpfwort. Weil, wenn du Truther kennst, dann weißt du ganz genau, dass die meistens wirklich, die sind genau das, was sie eigentlich anprangern, nur halten, die beziehen halt ihre Nachrichten nur von Truther-Seiten. Und die sind genauso geblendet. Ja, die reflektieren, das sind dann die andere Seite, die auch nicht reflektiert, ihre Quellen, genau, das ist schon so. Ich meine, gewisse Dinge, die Alex Jones sagt, muss ich ganz ehrlich sagen, stimmen aber auch. Also nicht natürlich der meiste Teil davon ist nur Geschreie ins Mikrofon. Würde dem Typen manchmal die Uhrzeit glauben, wenn der mir die sagen würde. Nee, ich habe da selber gewissen Dinge nachgeforscht. Und ich meine, wenn andere offizielle Quellen das auch preisgeben, was er nach, ob er das selber recherchiert hat, weiß ich ja nicht. Aber wenn er das weitergibt, kann ich Ihnen da ja nicht sagen, du bist ein Spinner, du hast gelogen, wenn offizielle Seiten das versteckt irgendwo publizieren. Also gewissen Dingen hat er schon recht, aber wenn man natürlich nur sein Geschrei akzeptiert und nur seine Wutausbrüche... Der lebt davon, den Leuten diesen Bullshit zu verkaufen. Der lebt sogar davon sehr gut, der ist Multimillionär. Klar lebt er gut davon, aber... Genauso wie dieser Glenn Beck und diese anderen hier. Dass du jetzt sagst, er hat mit gar nichts recht, stimmt aber auch nicht, Jakob. Das ist nun mal Fakt. Da gehst du wieder auf die gleiche Schiene, die du anprangerst.
Ich wüsste nicht eine Sache, wo er recht hatte. Es gibt keine FEMA-Camps. Ich weiß nicht, es gibt doch so viele geile Videos, die alles die Banken, was er gesagt hat. Da habe ich sogar mal vor 2 Jahren eins gefunden, das ist sogar älter. Da siehst du das, was er sagt, und gleich kurze Zeit später, was Fakt ist. Ja, ich sage ja nicht, dass das alles, ich sage ja nur einige kleine Dinge stimmen halt von ihm. Das mit dem FEMA-Gedöns, das kann ich nicht sagen, ob das irgendeine Relevanz hätte oder ob das irgendwas, was er sagt, ob er da auch nur annähernd recht hat. Ich war nicht in Amerika, ich bin nicht in Amerika. Für mich als Außenstehender ist das sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ah, genau, das ist Videos, ja. Ich habe die Videos jetzt nicht so explizit gesehen, die Debunks-Videos. Kann das sein, dass er in dem Punkt völligen Bullshit erzählt. Das will ich ja nicht anprangern, aber mit kleinen Details, die er mal gezeigt hat, immer hin und wieder, und die ich nachgeforscht habe vor 3 Jahren, 4 Jahren, das war schon länger her, das hat halt gestimmt. Ich meine, sein Bohemian Club Gedöns, was da genau alles abläuft, weiß ich nicht, aber vorher wurde dieses elitäre Camp als Verschwörungstheorie dargestellt. Und als Bilderberg und so, ja, okay. Aber das Problem ist, dass er halt dem System halt wieder nutzt, weil er verbreitet halt Fehlinformationen über diese Themen. Klar, klar. Und dadurch dann halt wieder das einfach wieder einfach als Verschwörungstheorie und sinnlos abgetan kann. Weil ich finde es nicht okay, dass die Merkel sich in der Bilderberg-Konferenz trifft und dann Deutschland repräsentiert und was auch immer da besprochen wird, welche wirtschaftlichen Interessen da sozusagen gepusht werden. Ich finde das nicht okay. Und sowas muss öffentlich, das ist eine öffentliche Person. Das muss öffentlich, die wird ja nicht eingeladen, weil sie Angela Merkel heißt, sondern weil sie dann komischerweise später dann sogar Bundeskanzlerin wird. Ist natürlich strange. Ich meine, wie gesagt, Alex Jones darf man nicht jetzt ernst nehmen und sagen, das ist ein super seriöser Journalist. Das habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie vermitteln wollen oder so. Ich sage nur, dass er mit gewissen Punkten genau etwas trifft, was nicht stimmt auch. Also, und generell kann man den nicht ernst nehmen, weil er in einem Video plötzlich erscheint, halb nackt, also vor der Kamera und wird wütend vor der Kamera. Als seriöser Journalist anzugelten, ist natürlich völlig, völlig Banane. Das geht natürlich so nicht. Aber zu sagen, dass das mit gar nichts recht hat und nicht mal die Uhrzeit ihm glauben würdest. Also ich persönlich würde ihm nicht mal die Uhrzeit glauben. So, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, weißt du? Weil, ja, aber dann begibst du dich auf dem gleichen Gebiet, wie jetzt du das anprangst, dass man nur einer Seite glaubt. Ich meine, woher nimmst du diese persönlichen Meinungen? Ich meine jetzt nicht das, was Alex Jones repräsentiert. Ich meine nur Alex Jones als Person, weil er einfach so fake ist. Ah, okay. Das könnte ich jetzt so gelten lassen. Weil ich würde zum Beispiel KenFM nicht auf die Stufe von Alex Jones stellen. Für mich ist KenFM zum Beispiel eine alternative, also ist ja kein Nachrichtending, aber zumindest eine alternative Möglichkeit, an Informationen ranzukommen, wo man sagen kann, okay, das könnte schon stimmen, was der da sagt. Oder zumindest ist es halt interessanter. Was Alex Jones von sich gibt, ist meistens einfach nur Rumgeschrei, wie du sagst, und das hat meistens null Inhalt. Vielleicht ein Fünkchen oder so, aber im Endeffekt ist das halt das meiste, was er dazu dichtet, einfach gelogen. Und bei KenFM habe ich bisher... Was du jetzt gesagt hast, fand ich auch interessant. Wieso siehst du KenFM nicht als Nachrichtenquelle? Weil er keine täglichen Nachrichten produziert. Ja, das ist eine finanzielle Sache, aber das muss ja nicht heißen, dass... Wo steht geschrieben, gibt es noch ein Gesetz, dass Nachrichten nur dann Nachrichten sind, wenn sie täglich publiziert werden? Ah, weiß nicht, so vom Feeling her. Ich kann hier nicht auf kenfm.de gehen und da irgendwelche News lesen, weißt du, das meine ich halt hier dann. Auf der Homepage war ich noch nie, also doch, ich war die schon voll, drauf, die aber... Also die ist nicht gut. Ich habe nur gesehen, dass da nicht viel zu holen ist, sagen wir es mal so, ja. In dem Sinn.
Ich denke, er hat gesehen, wo halt was zu holen ist, wo die Leute sich informieren, weil audiovisuell. Und anscheinend finanziell lohnt sich's ja, weil der Content, den er produziert, auch diese Gesprächsrunden und das ganze Zeugs, das wird ja immer mehr und immer besser. Das heißt, er bekommt langsam genug Geld, um davon sozusagen durchzustarten. Aber du siehst das nicht als Nachrichten, was er bringt, auch wenn es nicht täglich ist. Ich sehe das als investigativer Journalismus. Was ja, das sind ja Nachrichten. Das sollten ja Nachrichten sein. Ja, aber nicht im herkömmlichen Sinne wie Tagesschau oder so. So meine ich das. Tagesschau sind für dich Nachrichten. Ja, eigentlich nicht, aber. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn du das quasi anprangerst, was wir eben gesehen haben im kleinen Video, dass da nicht wirklich nachgeforscht wird. Also ich bin halt auf jeden Fall der Meinung, dass man nicht nur die Tagesschau gucken sollte oder nicht nur die Frankfurter Allgemeine lesen sollte, sondern einfach wirklich im Internet viele Seiten. Man sollte beides, ja. Ich weiß nicht, vielleicht bringt KenFM, wenn er mal wirklich Personal hat, weil er hat ja nicht eine Riesentruppe, wie wir jetzt ARD oder ZDF oder irgendein anderer Sender. Er hat ja quasi sich selber dann Kameramänner, Schnittmänner und noch, was sind das, drei Interviewkollegen, die da mitmachen, quasi Journalisten effektive. Das ist also nicht eine Riesentruppe. Und dafür, dass er so eine kleine Truppe hat, bringt er schon qualitativ sehr viel auf die Beine, finde ich. Also, wenn ich das aus reiner. Es wäre gut, wenn er so jede Woche so ein Wochending hätte, wo er mal zum Beispiel mal bestimmte Themen, die in den Nachrichten sozusagen durchgedrückt werden, einfach mal durchnimmt und mal zum Beispiel mal aufzeigt, was da einfach für ein Bullshit erzählt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das demnächst kommt, weil sobald er, ich denke, er hat jetzt genug Geld, dass er davon gut leben kann, dass er seine journalistische Arbeit tätigen kann, seine Kollegen quasi bezahlen kann. Wenn es dann genug Geld wird, dass er noch mehr Leute einstellen kann, sehe ich da kein Problem und ich denke, das wird er dann auch bringen, so eine wöchentliche, vielleicht sogar tägliche Sendung als Nachrichtenshow. Quasi eine Person einstellen, die journalistische Arbeit von der ganzen Gruppe dann präsentiert. Also ich denke, das ist nur... Da hätten wir halt wieder dieses mit dem Markt durchsetzen, weil anscheinend setzt sich ja da der Markt durch, weil er hat ja anscheinend eine Nische gefunden in Deutschland, die funktioniert. Ja, ich hoffe, er hat auch weiterhin Erfolg, damit er irgendwie wie ein Gegengewicht, eine neue Perspektive einfach aufweist, neue Fakten aufbringt oder die angeblichen verfügbaren Fakten eher falsifiziert sozusagen. Aber du bist auf jeden Fall auch der Meinung, dass zu ihm und zum Beispiel Kopf Verlag nochmal ein deutlicher Unterschied besteht, was die Qualität und der Serialität angeht. Ja, Kopf Verlag ist natürlich auch ein heikles Thema, weil da habe ich auch schon Zeug gesehen, dass ich nachgeprüft habe und nichts gefunden habe und dann muss ich sagen, ja, woher haben die ihre Informationen? Wie sind sie zu der Meinung gekommen? Bei KenFM sehe ich das weniger. Ja, da sehe ich mehr so Überprüfbares, ganz einfach. Da sind natürlich schon, da sehe ich auf jeden Fall sehr große qualitative Unterschiede. Kopfverlag finde ich allgemein einfach interessant, weil die haben viele Truther-Videos und da gibt es schon auch immer wieder kleine Details, die stimmen, die man auch nachprüfen kann und die Fragen aufwerfen. Ich sage es mal so, einfach Fragen aufwerfen. Aber jetzt einfach übernehmen und sozusagen alles, was der Kopfverlag auch sagt, ist super toll. Nee, das geht natürlich gar nicht. Das funktioniert so nicht. Leider. Ja. Das Problem ist einfach, dass es sowas wie KenFM einfach, es gibt nur KenFM. Also ich kenne nichts im deutschsprachigen Raum, was vergleichbar ist. Das Einzige, was wiederum in die Richtung geht, ist dann eben wieder Kopfverlag oder andere Truther-Seiten und die sind halt nicht repräsentativ. Also den glaube ich. Die sind einfach sehr heikel. Also wie gesagt, beim Kopfverlag habe ich ja eben vorhin gesagt, muss man vorsichtig sein, viel mehr Vorsicht walten. Aber man sollte bei KenFM genauso wenig wie bei ARD einfach die Vorsicht, quasi seine Schutzmauer an Skepsis völlig fallen lassen.
und sagen, weil er in der Vergangenheit Gutes gebracht hat, dass das jetzt alles stimmt von ihm. Also man sollte dieses immer eine Skepsis aufrechterhalten. Ja. Ich meine, es gibt auf YouTube gibt es ein ganz, ganz krasses Portal. Klagemauer, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja, Klagemauer TV, das sind halt von diesen religiösen Spacken da. Nee, die sind ja nicht mal alle religiös, aber die haben manchmal so richtig, ich weiß nicht, wo ich die einordnen soll, ob man die überhaupt irgendwas einordnen kann. Also diese Klagemauer ist, meistens hast du immer so Jugendliche, vielleicht noch Schüler, die dann... Ja, das ist eine religiöse Sekte. Ich kenne die nicht so gut, das kann sein. Ja, das ist eine religiöse Sekte, kannst du mal googeln. Die sind die haben halt ihre Ideologie und pushen halt ihre christlichen, sektenhaften Vorstellungen und versuchen die dann halt auch mit ihrer Möchtegern-Berichterstattung einfach zu präsentieren. Das ist auch eine ganze Familie da, die das produziert. Wusste ich jetzt nicht, das finde ich interessant. Ich finde es einfach immer lustig, dass die Kinder das in einem virtuellen Studio... Ich finde das erschreckend und traurig. Ja, lustig in dem Sinne... Das ist Kindesmisshandlung live auf YouTube. Ah, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich finde es ein bisschen... Doch, die werden indoktriniert. Die werden von Anfang an indoktriniert. Das ist so wie die West Baptist Church da in den USA, wo die dann halt die Kinder von klein auf sozusagen mit der Ideologie sozusagen indoktriniert werden. Das wird ja jedes Kind, also das ist jetzt nichts Neues. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber ob das jetzt Kindesmisshandeln, ob das das richtige Wort ist, weiß ich jetzt nicht bei denen. Also, weil irgendwo durch musst du ja als Elternteil ein Kind lehren. Und du lehrst dein Kind mit dem, was du denkst, sei richtig. Das kann man nicht verhindern. So ist das nun mal. Erziehung. Wer soll das Kind sonst erziehen, wenn nicht die Eltern? Und wenn natürlich die Eltern so überzeugt sind und so dafür kämpfen für ihre, wenn auch dummen Ideen, naja. Ich meine, wenn einer sein Kind christlich erzieht, finde ich das persönlich von Grund ein schon bescheuert. Ich meine, was hat das Kind, was interessiert sich das Kind, interessiert sich noch nicht für am Anfang für Gott. Das wird jedem Kind von Anfang an erzählt und wird so dargestellt und die Eltern praktizieren irgendeinen Glauben, das Kind sieht das, adaptiert das Ganze und hinterfragt das am Anfang nicht und hat dann die falsche Schlussfolgerung der Kausalitätskette, verdrehen alles, weil das so ist, darum gibt es Gott und so Gedöns. Also, das ist ja nichts Neues. Ob das jetzt, wie gesagt, Kindesmisshandlung ist, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich will damit natürlich Kindesmisshandlung nicht abschwächen, weil ich sowas sage, aber ich finde schon, dass es, dass man, aber gut, wie willst du das kontrollieren? Also auf der anderen Seite kannst du es ja nicht kontrollieren. Also kann ja jetzt nicht das Jugendamt hingehen und dann sagen, okay, bringen Sie denn Ihrem Kind die richtige Ideologie bei oder erlauben Sie überhaupt Ihrem Kind eine eigene Meinung zu entwickeln oder sowas? Die Eltern erziehen ihr Kind nach den Vorstellungen, die sie glauben, seien richtig für die Welt und für die Menschheit. Viele davon sind völliger Humbug und dann kriegst du halt so Kinder, die später in Syrien Köpfe abhacken, weil sie denken, sie haben mal von Gott gehört und ihr Gott ist natürlich der Allah und das, die Christen haben wenigstens diese Hürde ja übersprungen und machen diese Indoktrination so heimlich und schwächen diese so ab, dass man dann nicht mehr frei sagen kann, man muss Köpfe abhaken und so Gedöns. Also den Sprung hat die große christliche Mehrheit sehr, sehr gut überwältigt. Die Muslime hingegen eher noch nicht so. So gesamthaft gesehen, meine ich. Ja, aber gut, wobei jetzt natürlich viele von denen, die dann nach Syrien gehen, um Köpfe abzuhacken, eigentlich aus unseren westlichen Ländern kommen. Und Produkte von unserer Gesellschaft sind. Das sind kranke Geister, die hier nicht das machen dürfen und können und sie würden sofort sehr viele Strafen dafür erhalten.
da sind wir wieder beim Punkt, der Mensch ist gewalttätig und vielleicht will er das, vielleicht will er einfach irgendein Ventil haben, um anderen zu schaden, physisch zu schaden. Und ja, die sehen vielleicht ein Erfolgsrezept, ja, im Nahen Osten ist das ja gang und gäbe, also gehen wir da hin und wenn ich Menschen töten kann, bin ich glücklich und wenn ich getötet werde, dann habe ich immerhin die Sicherheit, dass ich als Märtyrer in den Himmel komme. Sie sind verstrahlt natürlich und die Gesellschaft hat es verpasst, Menschen als Gesellschaft zu etablieren. Das haben wir immer noch nicht so richtig draus, wie eine Gesellschaft eigentlich wirklich sauber funktionieren sollte. Also von wegen Demokratie. Ja. Wir schreiten darum. Ach, einer von meinen Leuten auf Facebook hat mir wieder einen Artikel geschickt. Die logischen Argumente eines Asylkritters machen CDF-Moderatoren sprachlos. Also anscheinend hier von irgendeiner Pegida-Demo. Leute, die dann halt mal anscheinend Argumente haben. Hab ich eben gerade erst bekommen, ich habe nur drauf geklickt. Was? Und sind die Argumente besser oder schlechter? Weiß ich nicht, ich hab's eben gerade erst bekommen. Ich habe nur aus Versehen drauf geklickt, deswegen ist das Video angekommen. So, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Themen mehr im Kopf. Hast du noch was, was du noch ansprechen willst? Nö, wir haben halt genug gefaselt, denke ich mal, philosophiert. Ja, das ist keine Philosophie, das heißt nicht umsonst Polemikrunde. Oder was sagt man denn dann? Polemisiert? Ja. Ich habe ja gestern, bevor die Sendung richtig gestartet ist, bringe ich den Spruch, sachliche Beleidigungen starten dann und dann. Also sachliche Beleidigungen sozusagen. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass ich keinen beleidigt habe, aber. Ich hoffe, ich habe irgendjemanden beleidigt und ich hoffe, der macht ein Gegenvideo und gibt mir auch eine Beleidigung am Kopf, weil ich bin auch ein bisschen neidisch auf den Stop-Spamming mit dem dreckigen Menschen, das habe ich auch schon gesagt. Ich will auch von jemandem dreckiger Mensch genannt werden. Nee, nicht dreckiger Mensch, das ist ja schon vergeben. Irgendeine andere Bezeichnung. Aber das muss von Herzen kommen, weißt du, dieser Hass. Ach so. Ich kann das jetzt nicht akzeptieren, wenn du das sagen würdest. Ich hab das, wenn ich zocke. Ich mag es halt gerne, wenn ich Hater-Nachrichten bekomme und so. Das finde ich nice. Weil wenn du das mir sagen würdest, wenn du das mir sagen würdest, ich glaube jetzt dir nicht, dass du das ernst meinst in Bezug auf mich. Ich glaube nicht, dass du... Nee, das muss man sich verdienen. Wie gesagt, ich verstehe, was du meinst. Wenn ich halt irgendwie zocke und so und dann am Gewinnen bin und dann richtig gut bin und dann noch rumtanze und so und dann Hater-Nachrichten bekomme, dann macht das Spielen erst recht Spaß. Also ich hätte, wie gesagt, nichts dagegen. Dann könnte ich mein Intro wieder ein bisschen updaten und das für mich einbauen. Das ist ein Aufruf für jemanden, der mich wirklich nicht leiden kann. Warum, weiß ich jetzt nicht. Aber nur her damit, mit irgendeinem guten Ausspruch. Wie gesagt, dreckiger Mensch ist leider vergeben. Ja, ansonsten muss man sich was Eigenes ausdenken. Es gibt noch so viele, aber nicht so was Billiges wie Hurensohn oder so. Ja, weil meine Mutter ist einfach keine Prostituierte. Wäre sie eine, könnte ich das verwenden, ohne weiteres. Aber sie ist keine Prostituierte. Versucht ihn, weil dreckiger Mensch ist eben saugut. Ich kann ihm zwar nichts abgewinnen, aber... Weißt du, wieso das saugut ist? Warum? Weil aus dem Koran geht hervor, dass der Mensch Dreck ist. Ach so. Also im Prinzip ist es eben nicht mal eine Beleidigung, wenn man es religiös begründen will. Weil der Mensch besteht zwei Versen aus Dreck oder drei Versen aus Dreck. Also das ist nicht mal eine Beleidigung, sondern rein aus religiöser, koranischer Sicht her ist das ein Faktum sozusagen, ein religiöses Faktum oder eine offensichtliche Tatsache. Einfach eine Tatsache. Also das ist nicht eine Beleidigung, aber weil der Sprecher das in Rage gesagt hat, denkt, es sei so eine Riesenbeleidigung.
sowas wäre schön, wenn ich ihnen sowas bekäme. Aber leider ist das eben schon vergeben. Ja, es kommt ja keiner, es traut sich ja keiner. Das ist ja das Traurige. Hast du unter mir dein eigenes Rezept? Sollte ich viel mehr aggressiver sein oder soll ich Zionist werden, damit da die Leute kommen? Keine Ahnung. Ja, du musst es halt primitiv machen. Entweder links oder rechts oder irgendwas. Oder kannst du nicht mit Fakten kommen, dann bist du uninteressant. Weil dann muss man ja immer diskutieren und dann muss man mit eigenen Fakten kommen. Das geht so nicht. Oder du musst dann halt so ganz groß werden wie Thunderfoot oder so, der hat ja seine Hater. Dann geht das auch. Ja, aber der hat natürlich früh angefangen. Das ist eben ein Problem, wenn natürlich du irgendeinen Punkt erreicht hast am Anfang, dass du eine Gruppe angesprochen hast. Weil er war wirklich einer der Ersten, der überhaupt... ich darf das jetzt nicht verwenden, sonst dreht Stop Spamming durch. Also den Atheismus irgendwie vorangebracht hat. Auf YouTube. Auf YouTube, ja. Ja. Er war ja einer so der ersten. Dann kam der größere, war glaube ich der nächste Dark Matter, würde ich jetzt mal sagen, dass der wirklich mit seinen Animationen sehr schnell und sehr groß geworden ist. Der hat jetzt auch so eine, glaube ich, eine Viertelmillion mittlerweile an Abonnenten. Und dann kamen immer mehr wie heißt denn noch der? The Amazing Atheist ist eigentlich auch. The Amazing Atheist, der ist momentan, glaube ich, mit eigentlich Abonnenten der größte mit seinen, glaube ich, 1,5 oder schon 2 Millionen, ja. Irgend sowas. Und guckst der du macht seine das. Also, ich höre mir manchmal Drunken Peasant Podcast an, aber auch meistens nur, wenn da irgendwelche Spasten da sind, wo man halt ein bisschen lachen kann. Ja, bei ihm bin ich sehr gespalten. Das Problem ist, er schreit wie ein Wahnsinniger. Das kann manchmal amüsant sein, manchmal ist es aber wirklich nervig. Und, ja, er macht halt die Show noch dazu. Das kann man ja mögen oder nicht. Also es ist jetzt nicht wie Thunderfoot, der da ganz seriös hingeht und naja, Thunderfoot geht nicht immer seriös um. Also seine Reihe, mit der er Erfolg hatte, Why People Laugh at Christians oder so. Oder ja, genau. Christianists. Ja. Ist ja nicht nur 100% seriös. Nee, ja. der Amazing Atheist, keine Ahnung, ich könnte das nicht. Also er bringt natürlich schon Fakten, das ist ja nicht das Problem. Das ist ja das Lustige an ihm. Er hat super gute Argumente, er weiß zu reden, aber seine Aufregung, ich weiß nicht, ob das nur gespielt ist oder aber wirklich so ist, keine Ahnung. Ja, darfst du auch nicht vergessen, wo der herkommt und so. Also, kannst du eigentlich Sagan von Akkad? Hast du seinen YouTube-Channel abonniert? Ob ich meinen? Sein? Nein, was? Sagan auf Akkad, ob du den YouTube-Channel abonnierst. Ich kenne ihn, aber ich habe ihn nicht abonniert, nein. Musst du mal machen. Also die Sachen, die er so sagt mit den Leuten, die er meistens seinen Podcast macht und so, ist schon ziemlich gut. Also es ist schon, also wenn man so ein bisschen Politik und so aktuelle Sachen so besprechen, schon ziemlich gut, ja. Ja, aber er geht mir auch zu sehr auf den Feminismus ein. Ich meine, die Argumente gegen Feminismus... Ja, aktuell ist das ja anscheinend doch schon ein großes Thema, weil diese ganzen Pseudofeministen halt schon ziemlich hart am Rumspacken sind. Ich denke schon, dass es wichtig ist, natürlich immer gegen irgendwelche Lügen anzusprechen. Auch wenn die Lügen immer wiederholt werden, muss man auch immer wieder die aktuelle South Park-Staffel dreht sich ja einfach nur um Political Correctness. Ich weiß nicht, ob du South Park guckst, aber aktuell die Staffel. Da geht's, in jeder Folge geht es halt darum und um die ganzen komischen. Gut, das ist ja nicht nur die aktuelle. South Park hat von Anfang an, die absolut erste Folge, hat alles auf die Schippe genommen. Die erste Folge war ja mit den UFOs, dass jeder UFOs sieht und überall UFOs sind und die Kühe abschlachten. So. Ja. South Park hat von Anfang an... Ja gut, aber aktuell haben sie halt diese ganzen, weil auf den Universitäten halt wegen der Political Correctness, dass man das nicht sagen darf und man muss sich dementsprechend verhalten, das was wir am Anfang hatten und so. Und das nehmen sie halt wieder extrem auf die Schippe, weil das in der USA halt anscheinend wieder im Kommen ist. Dass die halt wegen allem halt sich da aufregen und offended sind und das kann man so nicht sagen und bla bla bla.
haben sie halt jetzt die ersten Folgen aus der neuesten Staffel, drehen sich nur darum. Allgemein gesehen ist klar die Serie so, dass die dann halt das macht, aber. Weil es halt, deswegen ist das halt auch aktuell bei den ganzen ähnlichen Channels halt Thema und so, Political Correctness, Feminismus und so. Ja, ich weiß nicht, da gehen die Leute, da habe ich persönlich irgendwie auch so meine Zweifel, weil wir Atheisten sozusagen, wir betatschen uns gegenseitig und klopfen uns gegenseitig auf die Schultern und ja, anscheinend nicht. Das hast du doch mit Atheism Plus gesehen und den ganzen anderen Atheisten, dass das dann anscheinend so. Und da geht es auch wieder um diese Leute, weil diese von Atheism Plus, die haben ja irgendwie Atheismus mit Feminismus gekoppelt und sind genauso biased, was Fragen und Argumentation angeht, wie die Christen, die sie angeblich, oder religiöse Menschen, wie sie angeblich anprangern. Aber das haben die auch in Beschlag genommen, dieses Atheist-Gedöns und dieses Skepsis. Wenn man solche Sachen dann liest, diese ganzen Themen, die ganzen Reportagen auf YouTube, das Ganze beobachtet, dann siehst du auch nur, dass einige einfach sich profilieren wollen und dass das Atheism quasi benutzen, gerade weil es aktuell ist, weil es in den USA gerade aufsehenerregend ist, etc. Aber gegen Religiöse sprechen die dann ja nicht mal großartig. Es kommen immer wieder die gleichen Themen. Wir sind Skeptiker. Wir wollen die Gesellschaft anders gestalten, weil alles so chauvinistisch ist, alles so patriarchisch. Also die haben dann mit dem Atheist quasi mit diesem antireligiösen Gedanken nicht mehr so viel zu tun. Was ich meine ist, dass die atheistische quasi Gemeinschaft gebildet hat und sich einfach gegenseitig auf die Schultern klopft. Mal eben diesen Atheist Plus weggeschoben, weil die kann ich jetzt nicht ernst nehmen, großartig. Da sprechen dann der D.P.R. Jones mit dem Cool Hard Logic zusammen. Wir müssen vielleicht, wir haben vielleicht keine andere Wahl sozusagen, weil sich kein Muslim getraut oder kein anderer Religiöser. Und wenn sich einer getraut, wird er halt niedergemacht, aus offensichtlichen Gründen. Warum? Ja, die können ja nichts gewinnen. Das ist ja auch so eine Sache. Die können ja in diesen Debatten können die nichts gewinnen, weil... Doch, die können zum Beispiel meinen persönlichen Respekt gewinnen, wenn sie wirklich gute Argumente bringen. Aber das können sie ja nicht. Was können die denn für gute Argumente zu dem Thema bringen? Das ist ja nicht mein Problem. Ich meine, sie sind doch überzeugt von ihrer Ideologie. Sie müssten doch völlig unumstößliche Fakten präsentieren können, die mich dann überzeugen würden, dass sie bei mir Respekt ernten. Wenn sie das nicht können, dann... Ja, ich weiß nicht, ob das mein Problem ist, aber trotzdem sollten sie das wenigstens versuchen, oder nicht? Wenn sie Angst haben und wissen, dass sie das nicht schaffen, dann sollten sie mal wirklich in sich reingehen und sich selber hinterfragen. Das machen die ja nicht, das geht nicht. Ja, ich, wie gesagt, wenn du ein Rezept hast, wie ich diese Leute irgendwie dazu bringe, weil das Amazing Atheist-Geschreie kann ich so nicht in der Form. Ich bin antireligiös, ich selber. Ich will gar keine Religion auf diesem Planet Erde. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr bereit dafür, mit den Leuten, die daran glauben, mal zu reden. Beziehungsweise sie sollen hier reinkommen und ihre Fakten bringen. Aber ich weiß nicht, wie ich diese Aufmerksamkeit erregen kann. Ja gut, du musst deinen Channel halt größer haben und danach, also sagen, so wie es ja schon von mir gesagt hat, wenn du jetzt, sagen wir mal, jedes Mal 120 oder 200 Viewer hättest, dann wäre das schon mal ein großer Anfang, aber davon bist du ja auch noch weit entfernt. Also das ist ja auch das durchschnittlich habe ich jetzt 60, 65 Views pro Video, durchschnittlich. Nee, ich meine dann viel. Bei den Livestreams. Ah, so, ja. Und dann könnte sich dann halt, guck mal, der Sargon von Akkad, wenn der einen Livestream macht, dann sind allein schon 2000 bis 5000 Viewer bei dem. Weil der schon so groß geworden ist. Und das ist halt schon einer, was diese Themen angeht. Gut, jetzt ist es jetzt nicht in dem Fall Religion, aber Politik, einer der größten auf YouTube. Ne? Und
der wird der wird auf jeden Fall mindestens jeden Tag ein, zwei E-Mails bekommen mit Anfragen für Diskussionen oder so, weißt du, wo ihn herausfordern oder sowas, weißt du, da muss ich das wahrscheinlich sogar aussuchen. Aber du hast ja bisher nicht mal eine von irgendjemandem bekommen, der dann sozusagen den Islam diskutieren will, oder nicht? Ja, live nicht, nee. Also Kommentare habe ich natürlich ein paar gelesen und auch nicht nur in meinem Kanal, sondern auf anderen Videos. Und ich habe ja auch Moscheen angeschrieben, so ist es ja nicht, aber ja, ich meine, die haben entweder Schiss oder sehen zu wenig Nutzen, weil ich... Ja, die sehen zu wenig Nutzen für sich selber, das ist es halt. Weil was für Nutzen haben die denn? Die würden vielleicht höchstens mit jemandem eine Diskussionsrunde führen, wenn sie wissen, dass sie die Diskussion gewinnen können. Das heißt, wenn mit mir jetzt ein Imam diskutieren würde über den Koran und der würde jetzt Koran zitieren und ich kenne den Koran ja nicht auswendig oder ich kenne die Zitate nicht, könnte er halt damit glänzen. Das wäre das Einzige, was Jakob, da darfst du nicht verwechseln, Diskussion und Debatte. Eine Debatte kannst du gewinnen, Diskussionen kann man nicht gewinnen. Okay, gut. Weil Debatten sind extra dafür gedacht, dass man quasi... Beide Seiten legen von einem Thema ihre Argumente dar und dann bewerten, dann gibt es verschiedene Bewertungssysteme, wer dann die Debatte gewonnen hat. Eine Diskussion, so kannst du nicht gewinnen. Dafür, die Diskussion ist ja dann nicht dafür geschaffen. Diskussion ist dafür geschaffen, miteinander einfach zu reden. Klar, man bringt ähnliche Argumente füreinander, aber da ist nichts zu gewinnen, da ist einfach nur miteinander reden und die Bildung weiterzubilden bei den Menschen, aber Gewinn dafür ist ihnen, das wäre eine Debatte. Für Debatten bin ich auch nicht bereit, weil ich will nicht gewinnen. Debatten, da gibt es professionelle Debattierer und da kann mich jeder vermutlich guter Islamopologist quasi in Grund und Boden debattieren und je nachdem, welche Zuschauer du hast, wenn er zum Beispiel in seiner Debatte mehr Zuschauer einlädt, hat er automatisch die Debatte gewonnen. Das macht auch keinen Sinn. Okay. Also Debatte ist immer was Heikles. Darum hält sich ja auch der Richard Dawkins fern von Debatten. Diskussionsrunden macht er gerne mit, aber Debatten will er nicht führen. Genau aus diesen Gründen. Und das kann ich ihm voll und ganz verstehen, weil du kannst nicht debattieren. Lawrence Krauss ist da ein bisschen mutiger. Der ist ja in einen Saal voller Muslime reingegangen und hat da debattiert gegen Muslime. Und im Saal selber hat natürlich die Debatte irgendwie schon der Muslim gewonnen, obwohl Lawrence Krauss dann selbst die Muslime gut überzeugt hat und viele Stimmen dann auf seine Seite gezogen hat. Und im Internet gewinnt die Debatte natürlich ganz klar, weil mehr Atheisten das anschauen, gerne von Lawrence Krauss, gewinnt er dann im Internet die Debatte. Also ich will keine Debatten in dem Sinn, können wir haben, dann hast du es gewonnen. Von mir aus, nee, ich will Diskussionen, ich will einfach von Leuten wissen, wieso sie was glauben und Argumente sollen sie bringen. Sie können nichts verlieren, sie können höchstens meinen Respekt gewinnen eigentlich. Vielleicht auch deinen oder Stop Spammings oder irgendjemandem seinen Respekt gewinnen. Ich habe nur Respekt vor Menschen, die ihre Meinung ändern können. Ist auch ein sehr guter Standpunkt, klar, wieso nicht? Einfach Pauschalrespekt kann ich zum Beispiel nicht persönlich den Leuten entgegenbringen. Ich kann höchstens Respekt bringen, wenn einer wirklich gute Argumente bringt und zeigt, dass er eine gewisse Wandlung fähig ist zu anderen Meinungen oder diese quasi sich wenigstens anhört. Ja. Das kann ich, aber ja, wie gesagt, wenn du ein Rezept hast, wie soll ich größer werden? Ich hab keine Ahnung mehr, ich weiß nicht, wie ich größer werde. Ich habe im Hinterkopf noch ein paar Projekte, zum Beispiel habe ich Marcel Krass seine Videos heruntergeladen von dasendziel.de. Seine 8 Videos, die er da publiziert hat, die habe ich noch nicht angesehen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Da hat er dieser Typ, mit dem du und Black Lab in Kommentaren hin und her diskutiert haben. Der hat ja da den Marcel Krass propagiert und Marcel Krass hat einfach da die Homepage das Endziel. Ach so, ja, stimmt. Ja, jetzt weiß ich wieder. Okay. Und
ich habe mir die Videos einfach runtergeladen, noch nicht angeschaut, und ich habe mir einfach mal vorgenommen, wenn da was zu holen ist, dass man das quasi auseinandernehmen kann, wie bescheuert die Argumentation ist, wenn nicht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das haben ja die meisten ja auch auf YouTube so immer gemacht. Die haben dann Videos von anderen genommen, die dann debunked oder auseinandergenommen oder kritisiert oder sonst irgendwas. Und das gibt dann halt meistens wieder dann mehr Views oder so, wenn die gut positioniert sind neben den Videos selber. Ja, ich muss dann einen richtigen guten Titel erwähnen, und die Gefahr ist halt bei solchen Dingen, dass hier wieder Copyright-Verstöße angeprangert werden. Ja, und das stimmt. Obwohl ich in der Schweiz sogar das Recht habe, ganze Bücher zu zitieren, wenn ich das Buch selber als Auseinandersetzungskriterium nehme. Das ist noch interessant, dieses Gesetz in der Schweiz ist sehr lustig fand. Ich muss halt schauen, wie ich das machen kann, weil Stop oder Schminkvideos. Schminken im Islam. Ich weiß nicht, wie man sich im Islam schminkt. Und ganz ja, ehrlich, siehst du den Burka an? Das ist doch einfach. Nee, das stimmt ja nicht. Das ist ja das Perfide im Islam. Die Frauen, die stehen voll auf Schminke und Kosmetik und Parfüme. Aber trotzdem ziehen sie sich in Arabien, wo sie das Zeug ja auch so kaufen, immer noch die Burka über den Kopf. Ich weiß nicht. Nur damit sie dann vor dem Mann wieder schön dastehen, obwohl das keinen Sinn macht, weil, gut, außer du hast natürlich 2, 3 Ehefrauen neben dir, dann musst du natürlich dich irgendwie profilieren und besser darstellen als die anderen Frauen, damit du vielleicht mehr Geld bekommst. Also das ist auch so eine krasse Sache, mehr Frauen zu haben, Ehefrauen. Dass diese irgendeinen Machtkampf haben in der Familie selber, wer das höchste Ansehen. Das ist voll intelligent, weißt du wieso? Weil dann kämpfen Teile und Herrsche, ne? Weil dann tun die halt sich gegenseitig fertig machen, und du bist halt das Ziel der Begierde, und du kannst ja davon nur profitieren. Das ist ja das alte Konzept, funktioniert Bombe. Das Beste, was dir passieren kann, wenn die ihre Zeit nicht auf dich investieren, also fokussieren, sondern untereinander sich hören. Aha, so meinst du. Jetzt verstehe ich ganz genau. Was du Bomben bekommst jedes Mal an, hast keinen Stress, alle wollen nett zu dir sein. Läuft das super also so. Quasi, wenn die eine Frau nicht will, dann sagst du, oh, das wird aber schlimm, die anderen wollen, ja, kriegen mehr Geld diesen Monat. Genau, und dann sieht die andere ja, scheiße, ich muss, und dann ist sie dann am nächsten Tag oder nächste Woche wieder am Start. Also. Gut, aber dann gewinnt nur eine einzige, der Mann. Also. Ja, eben, so ist das, darauf ist das Konzept doch ausgelegt. Was denkst du denn? Bank gewinnt immer. Bank gewinnt. Ich weiß nicht, ob der Mann dann das als Bank bezeichnen kann, aber eigentlich meinte ich nicht das, sondern dass die Frauen dann nicht sehen, wie bescheuert das ist, mit dieser, dass sie ausgenutzt werden. Naja. Deswegen fallen die sich dann selber in die Haare, und du kannst halt nur profitieren. Und die Gefahr besteht nicht, dass sie sich gegen dich verschwören, weil das nicht erlaubt ist. Einerseits geht das. Ja, und wenn sie es dann machen, dann kriegen sie halt mit dem Stock. Nee, sie machen das gar nicht, weil sie zu viel Angst haben. Aus dem einfachen Grund, weil erstens aus dem Koran wird ersichtlich, also ein bisschen ersichtlich, die Geschichte mit Mohammed und seinen Frauen. Und aus den Hadithen geht noch mehr hervor, dass das nicht erlaubt ist, sondern die Frauen müssen immer dem Mann gehorchen. Oh, so traurig und lustig irgendwie. Wie kann eigentlich so etwas Trauriges noch lustig sein? Das ist auch so interessant. Ich finde es halt nur lustig, dass Leute sich auf so einen Scheiß einlassen. Das finde ich lustig. Ja, aber gut, werden ja so sehr zensiert in den Staaten. Die haben ja keine Informationen, wie die Außenwelt wirklich dann aussieht. Also nur die wenigsten haben die Möglichkeit und das Know-how, oder besser gesagt, kommen zu dem Know-how, wie das funktioniert. Zum Beispiel Internet per VPN wenigstens das überbrücken etc. Also das wissen ja leider die wenigsten nicht. Das ist ja das Tragische daran, weil ich muss mich immer zusammenreißen, wenn ich in der Stadt bin, in Zürich, und dann
irgendeine sehe mit der Burka, die hier ankommt aus Saudi-Arabien, sehe ich mit ihren 5 Kindern. Die sind wohlhabend, die können sich diese Reise leisten. Muss ich mir immer zusammenreißen, dass ich nicht sage, ja, sie sind jetzt in der Schweiz, willkommen, unsere Kultur bevorzugt nicht so einen Sack über dem Kopf, nur damit sie das wissen. Muss ich mich immer voll zusammenreißen. Aber dass sie das darf, rechtlich darf sie das, was will ich da groß anprangern? Leider muss ich mich da voll wirklich zusammenreißen. Ich sehe das halt immer so, als wie wenn Leute sich bei Halloween verkleiden wollen. Kann ja jeder verkleiden, sich wie er will. Ja, nur darf er halt kein Passfoto damit machen. Und man muss ja die Leute irgendwie identifizieren können. Ich weiß gar nicht, wie die Pässe von saudischen Frauen aussehen. Sind die wirklich? Die kriegen keine, die dürfen ja kein Auto fahren. Fürs Auto brauchst du ja keinen Pass, hallo? Ja, Führerschein meine ich. Ja, die kriegen auch keinen Pass, glaube ich. Die sind einfach nur da. Die brauchen keinen Pass. Die haben schon einen Pass, ich meine, sonst könnten die ja nicht einreisen in die Schweiz. Da wirst du, hallo, du könntest nur nirgends international einreisen, wo ein öffentlicher Flughafen ist. Das würde ja gar nicht funktionieren. Wo Saudi-Arabien Pass, gebe ich mal ein. Da gibst du auch mal einen. Soll ich auch mal eingeben? Ich gebe mal auch ein. Saudi-Arabien Frauenpass. Frauenpassport. Gibt schon mal direkt keine Bilder. Ist schon mal sehr interessant. Und nö. Also bei Google finde ich schon mal keine Bilder. Nur von saudi-arabischen Männern. Ich sag ja, die kriegen ja keinen Pass. Ja doch, ich glaube, ich habe einen gefunden. Das ist ein lustiges Bild. Moment. Oh Mann. Ich weiß nicht, was genau der Hintergrund vom Bild ist. Ich finde es einfach gerade amüsant, wie das aussieht. Genau, so sieht dann der Pass aus. Und dann, ja, hier haben wir eine anscheinend. Oh, ohne Burka. Ich glaube es nicht. So muss das aussehen. Und hier haben wir auch noch was. Nicht, ich denke, da muss natürlich schon irgendwie international ist das geregelt, dass das Gesicht erkennbar ist. Das muss ja, keine Ahnung, wie das religiös zu rechtfertigen ist, dass die Frauen auch im Pass, das kann gar nicht funktionieren, weil könnte doch jeder über die Grenze und das, die Schleuser hätten das so richtig Fun. Ja, zieh dir hier die Burka an, noch dir diesen Brustprothese, ziehst du die an und noch ein bisschen an der Hüfte, damit du wie eine Frau wirkst. Und im Pass kann man dich ja nicht identifizieren. Ne? Das wäre ja unsinnig, wenn das so einfach. Ja, das stimmt. Naja, aber Kopftuch müssen sie anscheinend tragen. Ja, die Frage ist, wie sehr sich die Saudis hier im internationalen Gemeinschaft in der UN quasi durchgedrungen haben, dass sie gesagt haben, okay, Augen, Mund, Nase, das Gesicht kann man sehen, aber Haare müssen nicht ersichtlich sein. Die können durchdrücken, was sie wollen, die haben das Öl. Was denkst du, wieso die Amerikaner denen so einen Arsch kriechen? Hallo? Ja, die Amis selber, die brauchen das Saudi-Öl nicht zwingend, aber sie sollen ja jetzt langsam nicht mehr, aber vorher schon. Also ich bin ja mal gespannt, wie das ist in so 20 Jahren, wenn man es wirklich nicht mehr braucht. Also zumindest nicht mehr in den Mengen. Dann leben die von Luft und Liebe. Ja, nee, Geld haben die ja genug, die Reichen. Die bleiben ja reich. Also die reich geworden sind, die sind so super reich, das ist kein Problem mehr. Aber es geht halt einfach um die Macht dann halt noch, ne? Ja, ich weiß halt nicht, das ist ein schönes Bild, das muss ich auch noch zeigen. Was geht und was nicht geht.
Obwohl ich das jetzt, wenn ich den anderen Pass ansehe, hier das Haar muss ein bisschen zu sehen sein und hier der Haarline covered, also das geht nicht. Und beim Mann, okay, das Foto darf nicht blass sein, oder was? Ja, sonst wirkt er wie ein halb weißer, geht nicht. Man muss schon zeigen, dass er schwarz ist. Ja, oder so, ja. Du kannst dich nicht hier einen Michael Jackson produzieren. Nee, geht nicht. Einen gefakten Michael Jackson. Entweder machst du deine Haut richtig blass oder zeigst, dass du ein Neger bist. Nee, nee. Na gut, Mike. Ike. Er hört sich gleich an. Ja, jetzt haben wir genug geredet in drei Stunden. Ja, ich bin auch voll am Arsch noch von gestern und so, deswegen. War lustig, haben wir wieder vieles aufgeholt, vieles uns darüber lustig gemacht. Stop Spamming war natürlich nicht dabei, aber was soll's. Er war gestern dabei, hallo. Ja, aber jetzt, aber das ist halt so. Naja, er hat ein bisschen zu tun. Er hat seine Frau, die er umschwärmen muss vielleicht, ich weiß es nicht. Er könnte sich ja zwei noch dazu holen, dann muss er es ja nicht mehr machen. Haben wir vorhin festgestellt. Viel Glück damit. Dann funktioniert das andersrum. Gut, wir machen jetzt Schluss. Hoffentlich gefällt das den Leuten, wenn wir über andere lästern, über Themen lästern. Wäre schön, wenn in Zukunft einfach mehr Leute mitmachen würden. Dann wird die Runde lustiger und dann könnten wir auch eher uns gegenseitig noch ein bisschen hassen. Hass ist immer ein bisschen was Lustiges. Einfach mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.